Einen wunderschönen guten Abend, Hamburg! Hallo! Schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen, vielen Dank. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen hier bei Alle gegen Hamburg, unserer neuen Live-Live-Spielshow. Und wir haben das ja im Vorhinein schon ein bisschen beworben und wir haben einige Kommentare bekommen von Leuten, die gesagt haben, da steht Live-Live-Spielshow. Habt ihr euch verschrieben oder was? Zweimal live? Nein, wir haben uns dabei was gedacht. Das erste Live, das kennt ihr ja schon. Das kennt ihr schon von anderen Spielshows, die wir gemacht haben. Quiz-Poker, Brain-Battle, ich weiß, was du nicht weißt. Wir streamen das Ganze heute Abend live auf Twitch und deswegen auch einen wunderschönen guten Abend an den Twitch-Chat. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe euch. Ihr dürft auch einmal gerne applaudieren für den Twitch-Chat. Ich habe hier oben einen Monitor auf der Bühne und da sehe ich unter anderem auch den Twitch-Chat. Also ihr seid quasi mittendrin statt nur dabei. Benehmt euch, wir haben euch im Auge. Das zweite Live von Live-Live-Event ist ein Novum, denn zum allerersten Mal in der Geschichte von Pietsmeet veranstalten wir heute Abend ein Live-Event mit Publikum. Und hier sitzen heute Abend 1000 Menschen. Schön, dass ihr da seid. Es ist eine sehr große Ehre für uns. Hätten wir auch nicht gedacht, dass wir das hier voll machen, aber ach, guck mal hier, wie schön. So viele schöne Gesichter. Der Fanclub ist auch da. Seit wann gibt es dieses Banner eigentlich? Habt ihr das mal neu gemacht? 2015. Ach, guck mal, hat schon sehr viel gesehen und ich habe es auch schon oft gesehen. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wo sind wir eigentlich? Ne? Der Twitch-Chat kann jetzt fragen, wo sind ihr eigentlich? Wir befinden uns hier gerade auf der Polaris in Hamburg. Das ist eine Messe hier. Geht es um Gaming, Cosplay, Anime. Ihr könnt hier Creator treffen. Wir hatten heute mit Pietsmeet schon mal eine Meet and Greet. Das gibt es hier alles und das ist in den Hamburger Messehallen. Das heißt, lieber Twitch-Chat, falls ihr Bock habt, noch vorbeizukommen, ich glaube, es ist schwierig. Der Freitag ist ausverkauft. Ich glaube, der Samstag auf und für den Sonntag gab es heute Morgen noch 100 Karten. Also im Zweifel ist es jetzt ausverkauft und ihr habt es verpasst. Ihr könnt aber nächstes Jahr wieder kommen. Das Ganze geht noch bis Sonntag und ich möchte hier auch einmal sagen, vielen, vielen Dank an alle Verantwortlichen von der Polaris, dass sie das hier heute Abend möglich gemacht haben und den Quatsch hier mitmachen. Könnt ihr auch nochmal applaudieren. Vielen, vielen Dank. Das ist nämlich nicht ganz selbstverständlich, dass wir heute Abend so lange hier machen dürfen. Wir starten jetzt hier um 18 Uhr und die Messe schließt um 20 Uhr. Es wird, glaube ich, auch hier mal eine Durchsage geben, dass ihr alle bitte das Gelände verlassen sollt. Ihr bleibt dann einfach hier, das wäre sehr nett, denn wir machen ein bisschen länger heute Abend und das ist super. Vielen, vielen Dank dafür. Einige von euch wissen wahrscheinlich noch gar nicht, wie das heute Abend hier abläuft, deswegen erkläre ich das hier einmal kurz. Normalerweise ist es ja so bei Spielshows von Pietsmeet, dass die Jungs gegeneinander antreten, in Teams oder einzeln. Das ist heute Abend nicht so. Heute Abend machen wir das Ganze ein bisschen anders, denn die Jungs sind gar nicht die Kandidaten, sondern wir haben zwei Teams, die heute Abend gegeneinander antreten. Und wenn ihr euch den Namen Alle gegen Hamburg so ein bisschen vergegenwärtigt, dann wird vielleicht auch klar, wer heute Abend spielen muss. Wir haben einmal Team Hamburg und das seid ihr. Ihr seid heute Abend unser erstes Team. Das heißt, alle von euch könnten heute Abend gewinnen. Und ihr müsst zusammenspielen, das ist ganz wichtig. Und wenn man sich dann überlegt, alle gegen Hamburg, dann haben wir noch ein Team Alle. Und das ist der Twitch-Chat. Lieber Twitch-Chat, ihr seid heute Team 2. Hier wird geboot. Hier wird geboot, aber trotzdem, ne, seid heute Abend fair. Auch Team Twitch-Chat könnte heute Abend gewinnen. Und ihr seid zwar zahlenmäßig ein bisschen überlegen, lieber Twitch-Chat, aber dafür sind hier alle vor Ort. Ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil. Diese zwei Teams treten heute Abend gegeneinander an, also Team Publikum gegen Team Twitch-Chat. Wir spielen 4 Spiele und danach ein großes Finale. Und in jedem Spiel können sich beide Teams jeweils einen Vorteil fürs Finale erarbeiten. Das bedeutet, nach den 4 Spielen steht es zum Beispiel, ihr habt in jedem Spiel einen Vorteil erarbeitet, Team Twitch-Chat nur 2, also 4-2 heißt noch nicht, dass ihr gewonnen habt, denn danach spielen wir noch ein großes Finale, wo diese Vorteile relevant werden. Wie das Finale abläuft, das erkläre ich, wenn es soweit ist.
Und jetzt kommt auch noch was Interessantes, weil ihr könntet jetzt ja sagen, naja, wenn ihr spielt und wenn Team Twitch Chat spielt, dann müsst ihr hier auf die Bühne und müsst euch hier die Hände schmutzig machen und hier irgendwie euch zum Affen machen. Das machen wir nicht so, denn wir haben ja noch 5 Trottel, die heute Abend hier auch sind. Und das ist das Schöne, ihr müsst quasi nur einschätzen, wie diese Spiele ausgehen werden, und die Hände schmutzig machen werden sich andere Leute. Aber wer sind die denn? Ladies and Gentlemen, diese 5 Jungs sind nicht nur Profis im Meckern, sondern auch besonders gute Verlierer, und das werden sie heute Abend vermutlich öfter sein. Wenn man mich fragen würde, Orang-Utans oder Paviane, was sind deine Lieblingsaffen, dann würden mir nur ihre Namen einfallen. Einen großen Applaus für Christian, Sepp, Jay, Brahma, Ela. Ach so. Ja, da geht es allein raus, aber schon. Hallo! Hallo! Andi. Hallo! Hallo! Ja, wir müssen. Andi! Ein wunderschönen! Hallo. Hallo Hamburg! Schön, schön. Hallo. Hab dir was mitgebracht? Hallo Chef! Ja, Lieblingsmoderator, ich hab dir was mitgebracht. Ja. Hier, das schon mal als Geschenk, bitteschön. Danke. Ja, danke schön. Und da ist was drin. Habe ich dir extra mitgebracht. Eigentlich müsste ja so ein Kind aus dem Publikum mit einer Blume kommen. Ja, für den Lieblingsmoderator dachte ich. Ja. Hat Jay extra eine Pflanze mitgebracht. So, dann bringt man nochmal Blumen mit. Hallo Chat. Hallo Hamburg. Chat. Hallo. Hey, da. Ja? Da. Man hat mir bei Wolf gesagt, ich soll unbedingt Becher mitnehmen, damit wir die dann auf die Tische stellen können. Ah, ja. Wir haben gleich eventuell Tische, wartet das einfach mal ab. Ne? Ach so, es kommen noch Tische. Ja, wir haben ja keine Ahnung, was jetzt passiert. Alter, wir spielen unser Merch. Ich bin verheiratet. Ich auch. Ja, also, wieder, Peter. Ich hab den Rest wieder verheiratet. Oh Mann, ey. Ah ja, lange Geschichte. Ja, schön, dass ihr da seid. Bram, danke. Liest den Twitch-Chat. Habt ihr die Regeln verstanden? Ja, klar. Wir haben gar nichts verstanden hinter welche den Regeln? Aber wir haben wirklich, deswegen Regeln? Sind wir auch so spät gekommen. Jetzt 4 Spiele, danach ein Finale, okay, und cool. Die einzelnen Spiele. Alles weil gut, du hörst hinter der Bühne nichts. Ja, ja. Ah, okay. Ich habe alles verstanden. Wir spielen einfach. Ich weiß ja nicht mal, was wir heute machen. Ja, das ist ja auch gar kein. Das hat er ja gerade erklärt. Ja, gut. Wir spielen 4 Spiele und ein Finale, Jonathan. Genau, und ihr, ah, ja. Ihr kam im TS nicht an. Nicht an. Nee. Und im Skript steht, Jay, wir verlieren. Ihr könnt weder gewinnen noch verlieren. Ach so. Die Teams, Team Hamburg und Team Twitch, schätzen ja vorher die Spiele ein. Aber wir kriegen das hin. Ich bin da guter Dinge. Ihr seid ja auch intelligent. Ich meine, ihr... Ja. Wir das haben, ist zum Essen, oder? Das ist schön. Du kannst auch Christian, kannst du den Trick mit dem Flip? Aber ich würde einmal noch gerne eine Sache ansprechen. Denn ja. So ein Event heute Abend, das geht natürlich nicht einfach so, sondern... Wow. Ich weiß nicht, ob das auf Kamera war. Du so legendär war das. Du kannst nicht einfach neben dem Moderator cool sein. Das, ja, aber Sepp hat gesagt, ich soll irgendwas machen. Nee, kannst du den Flip, habe ich gesagt. Wenn du jetzt ein echter Thomas Gottschalk wärst, würdest du den jetzt so leicht über die ganze Sendung hinweg ein bisschen bloßstellen, weil dein Ego angekratzt ist. Ja. Ja, mein Lieber. Gut. So ein Event wäre nicht möglich ohne Firmen oder ich sage besser Freunde, die uns Freunde. Und heute Abend unterstützt werden wir durch Lamia Grande von Dr. Oetker. Auch hier noch gerne. Dankeschön, Lamia Grande. Wer Lamia Grande nicht kennt von Dr. Oetker, das ist typische italienische Pizza. Aber ich habe das auf der Webseite gelesen, mit großartigem Durchmesser und Geschmack. Ne? Also, weil die ja groß sind, die Pizza. Ja, habe ich noch nie gehört. Grande, Andi, Grande. Lamia Grande, Lamia genau. Grande. Es gibt 8 Sorten, darunter unter anderem Margarita, Salami, Picante und Special Edition Diavola. Und die sind alle 3 laktosefrei. Hast du eine Laktoseunverträglichkeit? Nein. Nein, das unter anderem nicht, okay. Cool. aber für euch, also, ist das ein großer Vorteil. Und das Schöne ist... Ich glaube, schon einen zu fronten hier. Ja, wir haben ja auch ein bisschen... Na, du hast ja auch geärgert, du hast eine Blume mitgebracht. Das war lieb. Ich habe ihm eine nette Blume mitgebracht. Also wer freut sich denn nicht über Blumen? Ja, ja, aber wirklich. Ich bringe ich schon mal keine Blume. Nee, ich will auch keine Blume. Ja. Die stirbt bitte. Nur, das ist ja, wie Selbstmord. Dann schenke ich halt Nina nächstes Mal Blumen. An die eine auch Sache, gut. Die ich extrem strange auch finde, gut. Ist, wir spielen normalerweise ja die Spielshows zu Hause. Ja. Da sitzt du vor deinem Rechner und dann sieht man sich so bis hier. Ja. Aber auf diesem Monitor, wo wir uns selber sehen, weißt du, da siehst du die Leute bis zu den Füßen. Das ist total strange. Ah, jetzt sieht man endlich, wie groß wir sind. Sollen wir uns mal nebeneinander hinstellen? Oder klein. Hinstellen? Wir stehen schon nebeneinander, Sepp. Ja, das ist hart. LOL.
Deshalb steht Jay da ganz außen, damit man nicht so sieht, wie riesig er ist. Ich habe meine Haare extra hochgegelt. Aber wir müssen auch irgendwie eine Banane dabei haben, damit man irgendwie for scale, weißt du? Weil wir könnten ja jetzt sonst, also wenn du jetzt 2 Meter bist. Oh, eine Banane? Ja, weil man das so macht im Internet. Ja. Banane for scale, das ist halt ganz normal. Echt? Eine Banane. Ja, gibt's ja nicht. Mikrofon, Moment, Banane for scale. Ja, Banane for scale. Was vergleichst du damit? Deine Körpergröße? Alle Größen. Ja, also Banane verstehe ich manche Größen, aber doch nicht meinen Körper. Doch. Alles, das ist das Internet. Banane ist genormt. Ah ja. Hä? So groß bin ich im Vergleich zu einem 10-Euro-Schein, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das so, und jetzt, weil ihr das hochrechnet. Den kennt Peter zwar selber nicht, aber ich dachte mir, wo hast du den denn gefunden? Das ist Brams. Also, ich hab's aber nicht. Während ihr euch hier noch vergleicht, das ist sehr schön, hat Dr. Oetker parallel hier eine Subbombe reingeworfen, 15 Subs verschenkt. Das könnte heute... Dankeschön. Dankeschön. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Flamia Grande von Dr. Oetker ist so nett. Und es gibt nämlich auch noch was Besonderes, denn es gibt noch was zu gewinnen. Ihr könnt 1 von 5 Flamia Grande Passion Packs gewinnen. Da ist Merch drin und Pizzen und sowas. Also ihr nicht, aber die Leute, die gerade zugucken. Moment, die Leute vor Ort oder die im Chat? Die im Chat. Also ich meine, ihr könnt... Oh. Ihr habt doch heutzutage alle ein Handy. Da kann man einfach im Handy rein. Longer kannst du auch mitmachen. Genau. Oh, meinst du, die Leute können das beeinflussen, wenn die hier im Chat mitmachen? LOL! Ihr seid 1000 Traitor! Wow! Ausrufezeichen Pizza. Wir haben das ganze System gerickt. Nach 5 Minuten. Und da einfach mitmachen und dann seid ihr nominiert und Dr. Oetker lost euch dann aus und ihr könnt 1 von 5 Namia Grande Passion Packs gewinnen. Und hier nochmal, um das auch abzuschließen, während ihr euch noch mit 10-Euro-Scheinen vergleicht. Dankeschön an Namia Grande von Dr. Oetker. Auch nochmal hier gerne einen Applaus. Dankeschön. So, ich sehe schon, der Chat macht das fleißig. Ihr schießt jetzt im Zweifel die Seite ab, aber ihr könnt ja wir streamen jetzt ja hier ein bisschen. Das ist ja egal. Ein paar Minütchen. Ihr kriegt auch noch Gewinne im Zweifel, denn wenn ihr heute Abend antretet als Team, Team Hamburg, oder der Twitch-Chat als Team hier heute Abend antritt, dann muss es natürlich auch irgendwie was geben, was man gewinnen kann. Und jetzt bin ich auf eure Augen gespannt. Der Twitch-Chat, sollte Team Twitch-Chat heute Abend das Finale gewinnen, dann verlosen wir zu allen Leuten, wartet noch den Gewinn für Team Hamburg ab. Ich glaube, der gefällt euch noch viel besser. Wenn Team Twitch-Chat heute Abend gewinnt, dann verlosen wir unter allen, die mitgemacht haben, die heute Abend mitgevotet haben, 1 von 10 Merch-Paketen von uns, von Kisten. Ah, okay. Da sind ganz tolle Sachen drin. Ah, das ist schon vor allen Dingen neue Sachen drin. Das sind neue Sachen. Das Shirt zum Beispiel. Dieses Shirt. Oder dieses Mauspad. Oh. Oder das Mauspad. Richtig. Oder. Oh, Bramen zieht lang. Nee. Für später. TOS. Ab 10 Uhr. Es ist so heiß hier. 10 Uhr. Es gibt aber noch einen zweiten Gewinn, weil es könnte ja auch sein, dass ihr gewinnt. Und solltet ihr gewinnen, und da bin ich jetzt sehr gespannt, dürft ihr heute Abend ganz am Ende eine Performance hier ablegen, auf dieser Bühne. Und zwar... Was für eine Performance? Oh, Doppeldiktator, mega! Kann ich nicht. Breakdance. Am Ende dann, sollte Team Hamburg gewinnen, Wonderwall von Oasis hier performen. Ach komm. Oh. Wollen die das? Aber wieso denn nicht Doppeldiktator? Was? Ich glaube, das wollt ihr. Wir sollen Wonderwall performen. Oh, die machen das, die gewinnen doch. Ach, die machen das? Ja. Nein, ihr 5. Wir? Geil. Ja. So. Ey, lass mal den Chat gewinnen lassen. Chat einfach voll reinscheißen, bitte, ja? Wessen Idee war denn das? Chat voll reinscheißen. Oh, Jules. Oi, oi. Was ist Wonderwall? Was ist das? Wenn ihr den Text nicht kennt, wir werden ihn einblenden. Ich kenne ihn auch nicht. Awesome. Wir haben zu viele Mitarbeiter eingestellt. Wir müssen wieder welche reduzieren. Ja, aber pass auf, normalerweise ist Wonderwall immer so ein Lied, da hast du schon so 1, 2, 3... Ja, aber Peter hat schon Radler getrunken. Aber ich kenne den Text gar nicht. Ja, deswegen, das ist der Bisschen. Du kannst ja wohl lesen. Achso, Entschuldigung. Es ist schwierig, euch zu hören hier. Himmelblau. Tut mir leid. Ich versuche lauter wir haben den alten Mann. Ja. Wir haben Himmelblau. Wir haben Doppel-D-Diktator. Wir singen Wonderwall. Ja, finde ich gut. Kannst du die anderen Texte? Das Publikum Himmelblau kann ich. Im Zweifel. Aber dafür müssen sie ja erstmal gewinnen. Also, dass ihr das hier performt, dann müsst ihr auch gewinnen. Das kriegen die schon hin. Uiuiuiui. Haben wir auch noch einen Preis, denn ihr tretet hier quasi. Wir können auch was gewinnen. Ihr könnt auch was gewinnen. Wir können auch was gewinnen. Ja, okay, jetzt bin ich noch interessierter. Ist ja quasi egal, wie die Spiele ausgehen. Oh. Aber damit der Anreiz da ist, dass ihr auch gut performt, haben wir für den Besten aus Team Pizmeet nach den 4 Spielen noch einen ganz tollen Preis, den möchte ich jetzt aber. Ja, du kriegst wahrscheinlich den kompletten Arschtritt von jedem, oder? Ja, du kriegst. Ja, genau, es wird eine schlechte.
Die Blume. Ja, genau. Ohne Scheiß, die Blume wird sein. 100 Pro. Ihr werdet euch darüber freuen. Wir werden uns darüber freuen. Ja, ihr werdet euch darüber freuen. Das ist ein ganz toller Preis, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Okay. Ganz toller Preis, ja. Dann würde ich sagen, liebes Publikum, habt ihr alles verstanden? Eine Frage stellen wäre jetzt scheiße, aber habt ihr alles verstanden? Nee, bitte nochmal alles. Ja. Okay, sehr gut. Ihr habt auch alles verstanden. Was heißt denn? Heißt klatschen jetzt ja oder nein? Das heißt ja. Ihr seht jetzt, was passiert. Ne? Lasst euch überraschen. Warum steht da eine 3? Oh, wir machen jetzt hier diese Dating-Show. Da ist eine 4 auf. Herzblatt. Dann würde ich sagen, starten wir. Das ist eine 6. Mega. In den heutigen Abend. Und wir starten mit dem ersten Spiel. Und das erste Spiel, das heißt so. Ah, wir können das sehen. Passion Stream, cool. Pizza essen. Die großen 7. Wir sind nur 5. Die großen 7 heißt unser erstes Spiel. Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo ihr applaudiert, weil ihr das... Oh, die großen 7! Ja, nächstes Mal brauchen wir so ein leuchtendes Schild. Applaus, ja, Applaus. Ja, genau. So, und das Schöne ist, während unsere fleißigen Helferlein auch noch... Applaus für Martin und Luca! Martin, Lena, Jules! Also Applaus für Jules! Dass Martin da helfen muss, da bin ich ein bisschen enttäuscht. So. Und wir machen das jetzt nämlich so, ihr dürft jetzt erstmal nichts mitbekommen. Das heißt, wir haben hier wunderbare 5 Stühle. Ach, geh mal durch. Und da dürft ihr euch jetzt hinsetzen. Oh Mist, jetzt. Endlich sitzen, ey. Ja, aber ich habe dem Tonmann versprochen, ich muss nicht sitzen, deswegen habe ich... Genau, ihr setzt euch da bitte einmal hin, setzt die Kopfhörer auf. Es ist und wirklich Blinken wie bei Herzblatt. So muss ich in die Richtung gucken. Achso, ist doch egal. In welche Richtung muss ich denn gucken? Ist doch egal. Das hat er nicht gesagt. Aber du hast doch die Dinger gleich auf. Ey, das ist ganz wichtig. Achso, wir sollen uns nicht Müll umsetzen. Ich bin extra drauf, Pizza mit Prep, alle gegen Hamburg. Auf das dem Ding. Man, ja. Vielleicht verprügeln wir uns aber gleich mit Holzplanken. Also aber Bram, weißt du, wie teuer Holz ist? Ja, ich war. Die haben das falsch abgeschnitten. Ja, ohne Witz. Das ist falsch abgeschnitten. Da vorne ist eine Markierung, wo man schauen soll. Bitte einmal die Kopfhörer aufsetzen und die Blinden. Brille anlassen. Geht das? Nee, Brille auf, sonst schmiert das doch. Brille aufsetzen bitte so, dass ihr nichts seht und nichts hört. Aber wie kriegt das jetzt an, so sehe ich auch nichts. Also Brille aufsetzen. Was gibt's denn da zu diskutieren? Ja, wir arbeiten dran. Ey, Andi. Krieg ich auch einen Tisch. Das funktioniert so. Kriegst du das hin? Weil er weiß es. Das ist voll eng. Ja, das ist voll blöd. Wenn dann mach's doch weiter. Ach stimmt, du bist mega smart. Ich bin aber weiter. Das hörst du so lange auch. Dauert, aber ja, darum, weil das so laut ist. Ich hab die Kopfhörer nicht auf. Alter. Ich hätte das vorher hier weitermachen sollen. Jetzt sehe ich es. La, la, la. Oh, okay, man sollte erst die Brille aufziehen und dann die Kopfhörer. Alter, man hört echt erst gar nichts. Hey, voll viel hört man. Hallo? Andi? Ja? Ich muss noch mal wechseln. Das ist voll scheiße mit der Brille und allem. Nee, die Brille musst du runternehmen, Peter. Ja, ich weiß, aber wo packe ich die hin? Ja, auf den Tisch. Gib mal her. Warte. Gib mal, ja, gib so mal einfach. Das ist so schwierig. Ey! Zack, hier. Okay. Was soll das denn jetzt? Ja, gib mir die Brille. Ey! Ja, ich bin hängen geblieben an meiner eigenen Brille. Ich bin hängen geblieben, oh. Ja. Also hängen geblieben bist du vielleicht woanders, aber... Kriegt ihr das jetzt hin, ja? Sollen wir das jetzt schon machen? Also sollen wir das jetzt schon aufsetzen? Ja. Aber dann hört man ja nichts. Ihr sollt das halt. Ja, ja. Ach so. Ja, ich bin fertig. Ja, okay. Was denn? Bitte aufsetzen. Jetzt schon ja, ist ja gut. Gut. Ich höre nur Jay schreien. So, gut. Ich bin präpariert. Okay. Die Jungs hören nichts mehr. Kann ich jetzt die einfach die ganze mehr? Zeit reden und rede und quasi jetzt, an die voll rein. Solltet ihr die Klappe halten. Also, Regie würde gerne auch mal die Mikrofone dann ausschalten für die Jungs, weil da kommt jetzt eh nichts mehr Relevantes. Oder man hört mich. Hallo? Naja. Hallo? Ich mag lange Spaziergänge im Wald. Die können wir gerne darunter legen. So, wir spielen jetzt die großen 7. Hey! Hier die Leute noch fleißig aufbauen. Versuche ich zumindest... Andi, bist weitergeben. Du da? Weitergeben, okay. Andi! Wow, was war das denn? Kannst du mal bitte die Fresse... Ja. Weitergeben! Ah. Die hört doch nichts. Seid ihr schon alle weg? Ah. Okay. Weitergeben. So, ich versuche es jetzt nochmal, um die Regeln zu erklären. Was? Ich hätte nicht gedacht, deine dass Mutter das ein Spiel weitergeben. Ist. Aber gut. Wir spielen die großen 7 und hier aufgebaut seht ihr schon 7 Stationen, die Jungs gleich hier absolvieren müssen. Nee, Fusion! Was? Fusion! Ich hör dich. Was willst du von mir? Gib mir deine Nippel! Ja, die andere Hand. Fusion, ja komm hier! Hallo? Nice.
So, das haben Sie sehr schön. Das Salami. Ah. Jetzt kommen wir aber mal zu den Regeln. Wir haben 7 Stationen aufgebaut und jede dieser Stationen müssen die Jungs gleich bearbeiten. Ich habe Angst. Eine Station, Funkeln. Jay, halt die Fresse. Jede Station. Andi, Hilfe! Jede Station kann nur von einer Person immer bearbeitet werden. Es gibt aber eine Station, die von 2 Personen bearbeitet werden kann. Und die Jungs dürfen selber bestimmen, was sie wann machen und welches Spiel sie wann spielen und wer das machen darf. Also es kann sein, dass theoretisch hier jede Station alles muss Peter machen. Das dürfen sie selber bestimmen. Eure Aufgabe, liebes Publikum und lieber Twitch-Chat, ist es jetzt einzuschätzen, wie viele von diesen 7 Aufgaben Team Pietsmiet gleich lösen wird. Das Team, was die bessere Schätzung abgibt, also sprich näher an der tatsächlichen Anzahl ist, das bekommt dann den Vorteil fürs Finale. Lieber Twitch-Chat, ihr könnt abstimmen und das geht ab jetzt. Ihr könnt nämlich voten direkt hier im Twitch-Chat. Ihr schreibt einfach Ausrufezeichen Vote, Leerzeichen und dann die Anzahl der Aufgaben, die ihr meint oder von denen ihr davon ausgeht, dass sie das schätzen können. Also zum Beispiel Ausrufezeichen Vote 4, Ausrufezeichen Vote 7 und so weiter. Ausrufezeichen Vote 0 ginge theoretisch auch. Wissen wir noch nicht, sehen wir gleich. Ihr votet jetzt einfach, lieber Twitch-Chat, und jetzt müsst ihr ja noch abstimmen. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Ich habe hier ein wunderbares Tablet und damit werde ich jetzt einmal hier ins Publikum gehen. Da freuen sich die meisten, weil sie jetzt in den Stream kommen. Und ihr dürft über dieses Tablet dann abstimmen. Ich suche mir ein paar Leute raus und ihr votet dann einfach. Und dann haben wir so ein bisschen ein paar Leute gefragt und dann haben wir so einen Querschnitt sozusagen von eurer Meinung. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal hier ins Publikum. Guck mal, ich gehe hier gleich mal in die Mitte. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Fangen wir mal bei dir an. Wer bist du denn? Nils. Nils, woher kommst du? Aus Imshorn. Ah, bei Kiel also, kurze Anreise quasi. Ja. Ja, sehr schön. Traust du dir zu, diese schwere Frage hier zu beantworten im Namen von 999 anderen Menschen, die hier sitzen? Ja. So, okay, sehr gut. Dann darfst du hier einmal abstimmen, wie viele der 7 Aufgaben kann Team Pietsmiet lösen. Das tippst du jetzt einfach mal an. Sehr gut, er hat jetzt gewotet. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist dein Applaus, genau. Das hast du sehr gut gemacht. Ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, hä, wie kriegen wir das denn jetzt mit? Wir lösen das am Ende auf, wofür ihr abgestimmt habt. Wir wollen ja nicht, dass ihr jetzt hier mit Applaus irgendwie das Spiel manipuliert. Deswegen, ich gehe jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter. Guck mir das hier mal an. So, wer bist du denn? Möchtest du nicht? Ist okay. Ja? Okay. Emilia. Okay, woher kommst du? Aus dem Rheingau bei Wiesbaden, Frankfurt. Oh Gott, da hast du aber eine weitere Anreise gehabt. Extra nur deswegen hier jetzt? Sehr schön, das ehrt uns natürlich. Du darfst auch abstimmen, wenn du möchtest. Sehr gut. Vielen, ja. Vielen Dank dafür. So, nehmen wir nochmal hier die Reihe. Hallo. Hi. Ah, okay. Wer bist du? Laura. Okay, woher kommst du? Aus Hamburg. Ah, okay. Wie viele Leute sind hier eigentlich aus Hamburg? Können wir einmal Applaus haben von Leuten aus Hamburg? Okay, das sind sehr, sehr viele. Ja, sehr schön. Also das heißt, du bist hier, du kennst sie quasi alle. Das ist gut, ja. Du darfst einmal abstimmen. Sehr gut. Und dann, guck mal, du sitzt hier oben wie auf dem Präsentierteller. Wer bist du? Oskar. Oskar, du kommst aus? Lübeck. Aha, okay, das ist, ja, okay, geht so, weit weg. Sehr schön. Möchtest du auch noch hier? Wer bist du? Wie lange dauert das noch? Maximilian, okay. Sehr gut. Oh, so kacke. Gut, dann würde ich sagen, haben wir alle Stimmen. Unser wunderbares Publikum hat abgestimmt. Oh, ich hätte nicht so weit hochlaufen sollen, ey. Das ist ja eine Megastrecke hier. So, da bin ich wieder. Hallo. So, sehr schön. Okay, wir haben ein Voting. Der Twitch-Chat hat natürlich parallel auch schön weitergevotet und ich würde sagen, wir schließen damit unser Voting. Also, lieber Twitch-Chat, auch ihr könnt jetzt nicht mehr abstimmen. Ihr habt alle mitgemacht. Ihr seid natürlich jetzt alle im Pott für das Merch-Paket, was wir verlosen, im Zweifel, wenn Team Twitch-Chat gewinnt. Jetzt haben wir ein Ergebnis. Das revealen wir aber erst am Ende des Spiels, wenn wir uns ein bisschen spannend machen. Und deswegen würde ich sagen, die Jungs haben jetzt lange genug gewartet und wir dürfen jetzt hier, guck mal, Jay,
Du darfst einmal die Sachen abnehmen. Jay, hallo. Hallo. Hallo, Jay. So, muss ich das machen. Christian, du darfst einmal, genau, einmal abnehmen, bitte. Alter, wie nach einer LAN. Einmal abnehmen, bitte. Einmal abnehmen. Ah, hallo. Alter, das war ja einmal abnehmen. Ihr dürft nicht jetzt ein Hörbuch oder so da drauf machen können oder ja, Röststoff oder sowas. Ja, habt ihr keine Musik gehabt? Ja, da hätten wir auch zwei Podcasts von Röststoff hören können. Ja, ohne Scheiße. Mann. So. Alter, ich habe ein Nickerchen gemacht. Ja. Ja, ich auch. Das hat ein bisschen gedauert, aber wir haben alle Votes und die Leute setzen auf euch. Seid ihr immer noch da? Ja, was müssen wir denn jetzt hier machen? Ja, erkläre ich euch jetzt. Das ist ein Handball und das ist ein Football. Oh. Habe ich gewonnen? Das ist ein Baseball. Kommt einfach mal am besten alle. Das ist Baseball, Peter. Kommt am besten einmal alle hier zur ersten Station. Gehen wir alle hier hin? Okay. Genau, alle bitte einmal hier hinkommen. Oh ja, aber der Säger war smart. Hallo, kommt ihr beide mal bitte hier hin. Guck mal, dafür war die Strich. Einmal bitte hier hinkommen. Okay. Der ist gut. Bitte hier hinkommen. Was denn? Da steht auch 8 Kilo draus, natürlich. Bitte hier hinkommen. Bitte hier hinkommen. Nicht zum Publikum in den Rücken. So. Oh nee, da war ich super schlecht. Wofür hast du Werbung gemacht? Was ist das? Das ist eine Säge. Ja. Der Chat sagt, du hast Eigenwerbung gemacht. Ja. Ich glaube, das müssen wir durchziehen. Ja, Röststoff. Das war mal wieder Peter, der Eigenwerbung gemacht hat. Ich war das nicht. Das ist ein guter Podcast. Dankeschön, finde ich auch. So, ihr habt hier... You are breathtaking. Ihr habt hier 7 Stationen, die ihr seht. Und die dürft ihr jetzt in der Reihenfolge, die ihr wollt, abarbeiten. Jede Station darf nur von einem von euch bearbeitet werden. Ihr dürft entscheiden, wer das ist. Es gibt eine Station, das ist die mit den Bällen, die von 2 Personen von euch bearbeitet werden muss. Und wir würden jetzt einmal durchgehen, damit ihr gehört habt, was ihr an jeder Station machen müsst. Okay. Und dann könnt ihr danach entscheiden, wer was, wann, wie. Aber dürfen wir switchen? Ihr dürft switchen. Also das kann Peter machen, das kann Peter machen, das machen Christian und so weiter. Aber dann, wenn ich merke, ich bin zu schwach, kann ich dann mit Christian tauschen? Das ist dein Gesetz. Okay, alles klar. Ja. Ah ja. Das hier ist Station Nummer 1. Und wir haben hier ein wunderbares Holzbrett, also ein, was ist das? Vierkant. Ein Vierkantholz, genau. Und das hier müsst ihr durchsägen. Und zwar... Hast du schon qualifiziert, Sebastian. Stell mich mal hier. Das hier müsst ihr durchsägen innerhalb von einer Minute. Eine Person von euch muss dieses Holzstück durchsägen. Vielleicht solltet ihr lieber Bram dann machen. Ich würde auch Bram... Ihr könnt das erst gleich entscheiden, das müsst ihr jetzt noch nicht machen. Bram sagt, easy Fallhöhe schaffen. Let's go. Ich würde euch bitten, diese Handschuhe hier anzuziehen. Die anderen dürfen gerne ein bisschen assistieren und das festhalten. Alle 5? Aber es darf nur einer sägen. Aber die Finger brauchen wir doch gar nicht zum Zocken. Ach so, weil wir machen das nacheinander. Wir machen nicht alles gleichzeitig. Genau, ihr macht das nacheinander. Yes. Genau. Aber gleich erst. Brille und hier die Säge. Ne? Also macht das doch Schutz jeder. Drauf, bitte abmachen. Nur einer. Okay. Die anderen halten fest. Gut. Aber nur Bram macht dann das und der darf dann das nicht mehr machen. Doch, dürfte er auch. Darf ich alle raten? Machen. Ah, der könnte auch alle machen. Das ist doch Bram, der auch alle machen. Ja. Darf ich raten? Gut. Ja. Ich will doch nicht alles machen. Kommt gerne zur zweiten Station. Ich glaube, wir müssen puzzeln. Ihr müsst puzzeln. Ich habe aber auch Bock drauf. Ich habe erraten, wer das ist. Darf ich schon guessen? Ja. Sean Connery. Nee. Darf's nochmal. Ist das nicht der Spider-Man? Nee. Ey, das ist hinten gar nicht so wie früher. Nee, das ist hinten nie wie früher. Ja, aber früher stand da immer in ganz vielen kleinen Letten. Das ist falsch rum. Das hier ist ein 24-teiliges Puzzle. Ihr müsst dieses Puzzle puzzeln, also eine Person von euch. Und zwar innerhalb von 2 Minuten muss dieses Puzzle gelöst sein. Das ist mega easy. Das will ich machen, das ist einfach. Das Schöne ist... Also das kriegt selbst Julius in 2 Minuten hin. Okay, ja. Moment, was ist das Schwierige? Moment, was ist das Schwierige? Es gibt im Prinzip nichts Schwieriges. Am Ende kommt hier ein wunderbares Bild von Freddy Quinn raus. Oh! Dann habe ich es, weiß ich nicht, ob natürlich. Ich gut, also einer muss hier posieren innerhalb von 2 Minuten. Okay, alles klar, verstanden. Lass uns erstmal alles angucken. Ja. Wir haben hier 4 Bälle. Das hier ist ein Football, ein Tennisball, ein Handball und ein Medizinball. Dieser Medizinball wiegt 7 Kilo, auch wenn man es ihm nicht 6,8. Ja. 7. Ja. Aber ist da was? Da ist Wasser drin, deswegen. Sand. Der ist sehr schwer. Sand. Und diese Bälle müsst ihr euch zuwerfen. Hier sind es 2 Leute, die das machen. Das machen wir hier vorne. Die bleiben dann auch fest. Ihr entscheidet, wer das ist. Und jeder Ball muss einmal hingeworfen werden und zurückgeworfen werden. Ihr habt pro Ball 2 Versuche. Das heißt, wenn ihr einmal verkackt, dürft ihr nochmal. Ihr müsst alle 4 Bälle hin und her einmal werfen. Also mit dem Haar. Okay, also, Jay hat einfach gefragt, können wir uns auch so aufstellen und dann hier? Nein, ich sag, wo ihr euch hinstellt. Aber kannst du jetzt schon sagen, wie groß die Entfernung ist? Also beim Medizinball werden wir die Entfernung ein bisschen reduzieren, aber ansonsten Meter. Bestimmt 7-8 Meter. Da hätte ich Bock drauf. Klingt voll irre. Könnt ihr gleich entscheiden? Nein, das war ein Wasser. Heiße Klaus. Warte mal. Okay. Hier bin ich raus. Das hier ist eine wunderbare Staffelei mit einem Stift und ihr dürft hier eine Zahl aufschreiben. Eine 10-ziffrige Zahl, also eine Zahl aus 10 Ziffern. Und die Zahl, die ihr aufschreiben müsst,
befindet sich ganz da hinten im ersten Block, ganz oben der rechte Sitz. Dahinter, also, da sitzt gerade auch jemand drauf, ja, ihr guckt euch um, da ist eine Zahl versteckt. Wink mal. Und da müsstet ihr hochrennen. Ja, genau, da wird gewunken. Da ganz oben rechts. Wir dürfen aber nicht mitnehmen. Da ganz oben rechts. Ihr dürft die nicht mitnehmen. Eine Minute 30 habt ihr dafür Zeit. Das kann ich gar nicht. Jane, darf ich dir oben fotografieren? Am Arsch mal. Du kannst dir doch 10 Zahlen super merken. Oder nicht fragen. Nicht fragen. Einfach das ist Sebastian, der ist der sportlichste von uns. Ja, am Arsch, ich kann mir doch 3 Zahlen. Also 10 Zahlen merken. Hey, sieht aus, als wäre der Abend schon bunter. Und ich darf nur einer rennen? Ihr dürft da mehrfach hinrennen, keine Fotos machen, das Blatt nicht mitnehmen, ihr müsst euch die merken. Okay, aber dürfen wir mehrfach, also dürfen auch zwei gleichzeitig rennen? Nein, nur eine Person, habe ich ja gesagt, um nur eine. Wie lange? Dürft aber mehrfach anderthalb Minuten. Anderthalb Minuten? Minuten? Ja. Yes. Was? Nein. Ja. Okay, das unmöglich. Das ist ja zum Scheitern verurteilt. So. Darf ich den Block einfach mitnehmen? Nein. Okay. Nein. Oh geil, das ist unser Merch. Das hier ist ein Stuhl und hier befinden sich zwei Jogginghosen drauf. Ihr braucht theoretisch nur eine. Ihr müsst diese anziehen, ohne Arme und Hände zu benutzen. Oh, das sind unsere alten Jogginghosen. Innerhalb von 2 Minuten. Eine Person. Ohne Hilfe. Über Schuhe. Ohne Arme und Hände zu benutzen. Yes. Wie soll das denn gehen? Ja. Ja. Müsst ihr überlegen. Ohne Arme ohne und unsere Hände. Arme und Hände zu nutzen. Und ja, aber es darf nur einer machen. Die dürfen ja auch nicht helfen. Ist ja logisch. Immer die anderen, aber Publikum dürfte helfen. Nein. Frage nicht. Nichts Fragen stellen. Machen. Ja? Okay, wie soll das denn? 2 Minuten mit dem Mund, Peter. Theoretisch dafür die Schuhe ausziehen, wie ihr das. Ich habe das im Internet mal gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Dame, die das da gemacht hat, die war so richtig voll schlank und die war auch so, die konnte auch so bei Limbo so die Höhe. Will ja auch nicht zu nahe treten, Bram, ne? Aber also. Ja, würde uns beiden eh nicht passen. Das ist müsste Stein, eigentlich. Oder? Ja, aber warte mal, wer hat nicht clever? Das ist eine Größe XL. Wenn die mir so gerade, also wenn die mir halt passt, wäre das nicht clever, wenn das jemand macht, dem die zu groß ist, damit der. Ja, das muss Sepp machen. Ja. Außer die andere ist. Ihr könnt das gleich gerne entscheiden, wer das macht. Da kann ich auch kommen. Ja, das ist 2XL, rein. Da bin ich auch wieder dabei. Kommt aber gerne zur Das ist auch XL. Ja, unmöglich. Das ist 2XL. Die ist auf jeden Fall schon. Oh, das ist ja. Kommt gerne her. Wir haben hier ein wunderbares Glas. Oh, geil. Buttercreme. Geil, leer machen. Nee. Einen Würfel. Ihr müsstet einmal, also die Person, die das macht, würfelt einmal und so viele Löffel Erdnussbutter muss sie dann essen. Boah. Okay, also ich bin ganz ehrlich, ich mache lieber das. Ja. Als das. Ja. Wie schlimm ist, darf ich einmal vorher Erdnussbutter probieren? Erdnussbutter, ich weiß nicht, wie das schmeckt. Volle Kanone. Nach Erdnussbutter. Ich habe leider eine Erdnussallergie. Volle Kanone. 6. Die ist ja flüssig, Junge. Ja, die kannst du rühren. Die kannst du rühren. Deswegen warst du vorher noch auf Toilette, Bram. Sag das doch. Die kannst du vorher rühren. Alter! Ja, rühren. Da sind Röststoffe drin. Nee. Boah. Alter. Aber gestrichene Löffel, ne? Da vorne. Ihr Publikum ist schon einem schlecht geworden. Sehr schön. Das wird gerade in groß gezeigt. Sehr cool. Lass mal vorher mal Testwürfe machen. Ich trau dir nicht. Das ist ein rigter Würfel. Nee, also ihr müsst. 1! Ja, nein, Christian macht. Wir haben schon gewürfelt, die 1. 1. Das machen wir erst gleich. Moment, wäre das ein Löffel? Der muss schon ordentlich da. Also, ja, da ist schon, hallo? So, dass also, da nichts mehr drauf ist. Info im Internet, unter den Erdnussbutterliebhabern wird das flüssiges Glück genannt, wenn das so ist. Ja. Wie viel Zeit hat man dafür? Das ist nicht auf Zeit. Wie, das ist nicht auf Zeit? Warum hast du denn schon probiert? Ja, wir wissen, wie es ist. Das ist wie 20 Snickers oder so. Peter, und jetzt würfelst du eine 6. Packst du das? Wir brauchen Wasser. Ja, aber eine Bier. Flasche oder den Schlauch. Alter, das ist ja Killer, Alter. Ja, deswegen dürft ihr. Ihr könnt eine 1 nice. Würfeln, ihr könntet auch eine 6 würfeln. Ja, okay, weiter geht's. Moment, in welcher Geschwindigkeit? Nicht auf Zeit, ihr müsst es nur schaffen und. Ach so, das ist ja easy. Und drin lassen. Alter, hast du so einen Schatten. Aber du hast es hier gemacht. Ja, okay, dann bin ich hier auch wieder drin. Ja, so schnell wie möglich. Wir kommen zur letzten Station und hier ist ein wunderbares Bild. Das bin ja ich? Eines Moderators, das ist Günther ja auch. Ach so, nee, auf dem Kopf sieht das aus wie ich. Ach, danke. Ja. Und wir müssen den Publikum finden. Das wäre schön, wenn er. Also Günther, wo bist du? Nee. Günni, mach mal Hand hoch. Ich stelle euch, also der Person, die. Als wenn ihr alle Günther heißt. Sehr viele Günther. Als wenn du Günther heißt. Das heißt, zeig dein Perso. Günni, du heißt Franzi. Die Person, die diese Station hier spielt, bekommt von mir eine Frage im Wer wird Millionär-Stil gestellt und muss diese auch richtig beantworten. Ja. Dann ist diese Station. Publikum-Joker. Ja, das ist ja easy. Es gibt keine Joker. Ja. Jay okay. spielt Jay spielt das ja I. Das sind alle Stationen. Ich habe eine Frage. Alles Was ist die Wette, die Hamburg gegen den Chat eingegangen ist?
Ja, genau. Wir haben euch jetzt eingeschätzt. Also beide Teams haben gesagt, wie viele von den Stationen also, wie viel ihr schafft. Jetzt. Ist das denn unterschiedlich nicht. Auch oder haben die gleich? Das sage ich euch nicht. Und wir haben gesagt, ja, wie das viele ist mir egal. Auch, ja, dann, wir das sagt doch er uns nicht. Wir können es dann er doch weiß ändern. Nicht. Er weiß es nicht. Also nein, ich will nur wissen, geht es darum, alle zu schaffen? Oder auch nur nein, nur so viele wie möglich. Ja. Die einen haben geschätzt, so, ihr schafft zwei. Die anderen haben gesagt, okay, es schafft nur eine. Weil alle schaffen wir niemals, kann ich euch jetzt schon sagen. Klar. Was meinst du? Sollen wir das mit dem Zahlending einfach auslassen? Einfach jetzt schon mal aufgeben. Ja, wir machen keine. Also wer null getippt hat, hat recht. Das wäre sehr langweilig für die Show. Also, nein, natürlich nicht. Nein. Also, welche Station wollt ihr denn? Mit welcher Station wollt ihr? Das ist ja, komm, egal. Fang rechts wir an, fangen oder? Wir jetzt an, ja. Hinten, oder? Wie geht mal eben fangen an. Wir denn an, genau. Herr Moderator? Wir machen ja nacheinander. Ich darf das selber bestimmen. Also ich sag hier nichts. Entschuldigung. Dann starten wir mit Holzsägen. Also ich bin drin bei Werfen, Erdnussbruder, Puzzeln. Ich kann auch laufen. Nee, da darfst du nicht stehen, Peter. Warum nicht? Weil da wird geschnitten. Ach so, fair enough. Ja, genau. Am besten mal dahinter. Los, Brav. Wir halten den Tisch fest, den Tisch. Mach das bitte hier vorne, damit wir das auch filmen können. Also einmal hier soll geschnitten darauf, werden. Wait, aber ändert, dadurch ändert. Euch filmen kann. Also dann lass Platz tauschen. Um. Dadurch ändert sich ja jetzt alles. Hier, dann nimm mal Handschuhe. Hallo? Ich soll Handschuhe? Du musst Handschuhe anziehen. Haben auch Handschuhe. 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 Und bitte Handschuhe anziehen. Ist es Sicherheit hier? Und die Brille bitte auch an. Sonst kommt die BG gleich und macht hier... Kurz mal, haben wir auch welche, die größer sind als Größe Kleinkind? Ah, okay, kann nur ich das machen. Wenn ihr so große Pranken habt, das ist also... Die sind alle nur Größe 9! Ja, das ist meine Größe. 9 ist voll okay. Ich hab 12! Ich hab 7,5! Ja, ich mach das trotzdem. Als ob du... Okay. Wieso kennt man seine Größe bei einem Handschuh? Weil ich Tierarzt war. Ich spiel Golf und hab keine Ahnung. Na, geht doch! Easy Snack. Haben wir eine Schere? Du musst ja nur Ritsche Ratsche machen. Umso schneller du da durchgesägt hast, desto eher hast du die Handschuhe weg. Auch in der anderen Handschuhe, ne? Denk dran, du hast eine Minute Zeit und ich werde dich einzählen. Ja. Warte. Muss der, also der durchreicht, ne? Also da ist jetzt einmal durch sein. Oh, da ist noch ein bisschen Linie zu sehen. Es muss einmal komplett... Ja, okay, das ist ja easy. Aber kurze Frage, wenn das nicht gerade ist, nicht schlimm? Das ist egal. Nö. Dann heißt hypothetisch, wenn das halb ist und ich hau den Rest durch, ist cool. Du sägst bitte an der Linie. Ja, ja. Ja, aber wenn halt dann ganz am Ende kann ich knack machen. Du solltest versuchen... Sag das doch nicht. Wir dürfen nicht immer... Keine Frage. Keine Fragen. Lieber Bram, bist du bereit? Ja, komm, hau rein. Eine Minute Zeit. Ja. 3, 2, 1, go. Let's go, Bram. Ich versuche den Witz zu hören. Alter. Die Hand. Ach, Hand. Scheiße. Die Hand. Alter. Ja, die Technik wird nochmal geändert. Da kann man fast nicht hinsehen. Du hast noch 40 Sekunden. Okay, gleich hast du den Schnitt, wo du hin und her gehen kannst. Nee. Nee, okay. Dann mach die nicht. Nee, mach die nicht, okay. Bitte durch jetzt. Okay. Die Hälfte der Zeit ist rum. Ja, aber ist okay. Du bist auch bei der Hälfte. Easy. So! Sehr gut! Ah, ey, ganz ehrlich, beim ersten Stroke, ja? Alter, ich dachte, die Säge war so knapp an deiner Hand vorbei, da habe ich mir gedacht, eieiei. Dann habe ich kalkuliert. Ich dachte beim ersten Stroke dachte ich mir eher, das wird nichts. Dachte ich auch. Aber die gefangen. Eins. Nice. Also. Wie viel hat man noch übrig? 20 Sekunden oder so? Ja, 22. 22 Sekunden Zeit. Zwei Stück also hätten wir gemacht. Ja, hätten wir erste zwei machen Station können. Geschafft. Habt ihr gut gemacht. Peter, du warst sehr gut. Danke, Chad. So, jetzt wollt ihr hier mit weitermachen. Peter, ja, eure Puzzle. Ich hoffe, danke fürs Vertrauen. So schwer kann das doch nicht sein, oder? Das ist auch mega easy. Ich stelle dich hier einmal. Peter, machen wir einen wunderschönen Freddy. Peter, ich denk dran, die Ecken zuerst. Ich darf dir einen Tipp geben, das Peter. Das ist jetzt ne? So rum, ne? Guck mal. So, das ist hier richtig. Ich weiß nicht, wohin soll. Guck mal. Ja, okay. Komm, Peter, auf dem Hintergrund ist vorpräpariert, welches Teil wohin. Ist das auch richtig so? Oder ist das nur zum Reinigen? Warum wackelt aber so rum ist falsch rum. Wenn du das jetzt drehst, muss ich mich auch... Was macht der denn? Macht nein! Das hilft ja. Das ist ja... Was? Moment, das ist aber hier rigged jetzt. Die anderen haben ja auch abgestimmt und haben das gesehen. Nein. Sepp, du hättest einfach nichts sagen sollen. Was? Ja, ihr müsst das so puzzeln. Hey, das war doch so. Peter, ganz einfach. Die Ecken und Ränder und dann machst du den Rest. Ja. Die Ecken, so, ja, immer die Ränder und Ecken. Aber jetzt wurde auch der Chat und das Publikum reingelegt. Das ist richtig, das ist das Schöne. Dir kann das eigentlich scheißegal sein, ob du gewinnst oder nicht. Aber ich will ja trotzdem mein Bestes geben, aber jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich das in 2 Minuten schaffe. Peter, soll ich das machen?
Ja, ich will das schon versuchen. Denk an Freddy Quinn. Die glauben an dich. Ja, hopp. Die auch. Okay. Du bist bereit, Peter? Ich bin bereit. Peter, deine 2 Minuten laufen in 3, 2, 1, los. Los, Peter! Sicht machen, ehrlicherweise, weil du hast hier sozusagen... Du fängst ja in der Mitte an. Ja, aber du hast hier Augen und so weiter und so fort. Doch danach. Und ich weiß nicht, wo hier die Ecken sind. Ich hätte mir das vorher mal angucken sollen. Hey, genau. Wenn ihr das schafft, dann, ich glaube, wenn oben nicht, dann machen wir den fertig. Ist unten oben... Genau, ist ja. Mach das deine Taktik, Peter. Mach deine Taktik. Ja, ich mach jetzt hier... Laber den jetzt nicht hier voll. So, wir haben jetzt hier noch Mund irgendwo hier nämlich. So, jetzt wissen wir, unten ist... Aber nicht so viel, Puzzle! Ja. Peter, versuch nicht! So, jetzt haben wir hier Augen. Ja. So, und der jetzt haben wir hier nämlich Ohr. Ja. Und das. Da hast du nochmal Auge. Auge, genau. Jetzt die Hälfte ist rum. Da macht der Auge. Da macht er auch nochmal Auge, nämlich genau deswegen. Big Side Eye. Schneller. Du musst dich jetzt entertainen, du musst gewinnen. Du musst Peter, 40 Sekunden noch. Du musst 40 Sekunden noch? Wie soll man das denn machen? Das ist absolut unmöglich. Das ist absolut. Ja, du machst trotzdem. Die Nase dran. Verbinden. Nee, den mit dem. Ja, der mit dem, genau. Mein Gott. So, nämlich. Einer! 15 Sekunden noch! Das wird ja nie was! Oh. Ich kann gut puzzeln! Hab ich nie gesagt! Warum machst du das denn nicht? 9! Das ist 8, 4! 7! Du hast noch 45 Sekunden. Ja, das könnte ein bisschen eng werden. Das ist der Mund! Da ist der Mund, genau! Oh. Augenbraue! Das ist jetzt noch 40 Sekunden Zeit. Ach so. Ich hab noch 40 Sekunden Zeit. Wieso wurde ich denn jetzt reingelegt? Ja, wir haben falsch in die Ecke. Falsch geguckt. Wir haben falsch geguckt, ja, das ist gut. So, das ist nicht recht, da, das ist unten. Da, nee, das recht ist nicht unten. Da, sondern hier, genau. Ja. Und der ist da und der... Das Nacken, der 20 Ecken. Nacken, das ist gut, ja, so, ja, genau. Da, so. Ecke, ist okay. Ecke. Ja, Ecke hier. Ja, sehr gut. Brauch noch Gesicht. Wenn es schnell geht, macht nix. Ja, ich brauch noch mal Nacken. Ja, Nacken. Oh, Peter, alle mal schneller. Das ist der da oben, der ist da. Und die nein! Aber jetzt hätte ich's. 3, 2, 1! Ey, es tut mir leid, hier schreien 5 Leute in dein Ohr. Alter, ja? Fucking bad. Ja, deine Mutter ist bad, Alter. Oh. Aber freut ihr gleich, wenn du deine Aufgaben machst, ich die ganze Zeit neben dir. Das du, mach schneller, dies, das. Du hast dich doch vorgedrängelt, du hast gesagt, du willst abhauen. Vorgedrängt, da dachte ich auch noch, das wäre mit dem Ding dahinter. Also da macht, da wir ja jetzt nicht in der Schachtel puzzeln durften, Andi, kann man jetzt auch nicht sagen, guckt euch diese. Doch, kann man wohl. Das ist das wunderschöne Bild. Die von sehen Freddy das auch hier Kibben. Oben. Ja. Sein wunderschönes Bild von Freddy Quinn. Wer ist das eigentlich? Lebt der noch? Quinn. Freddy Quinn, Freddy Junge. Quinn. Ach ja, mach klar. Er ist Freddy Quinn. Der weiß. Ja, das ist nicht in Schwarz-Weiß. So. Welche Station wollt ihr jetzt machen? Also eine habt ihr geschafft, die andere leider nicht. Ich nehme die mit den Bechern. Ja, ihr habt die jetzt Becher hier nicht dazu. Soll jemand einen haben? Nein, nein, jetzt nicht. Wir haben auch Zuschauer zu Hause, die können nicht. Jetzt zu den Werfen und Frage. Nee, ja. Okay. Nicht gefangen. Nicht gefangen, Chat. Ja, komm. Also den Rest mache ich jetzt. Ich laufe auf jeden Fall nicht, der Rest ist mir egal. Okay. Mir ist alles, also ich kann alles machen, mir ist das egal. Müssen wir die ist immer, das auch egal. Ist, ich kann das auch machen. Aber du hast gesagt, du bist Körperklaus. Ich bin mega Körperklaus. Ja, dann machst du das nicht. Ich kann ja, dann lass doch jetzt werfen. Ja, dann werfen wir. Von wo bis wo? Ja, und ich werfen. So, Jay. Wer wirft denn? Aber Jay, sag doch erst mal von wo bis wo. Also. Den Hand. Du hast gesehen auf der Gamescom, wie gut ich Football werfen kann. Nee, habe ich nicht. Ich war gar nicht da. Ich hab gewonnen. Lassen. Halb hat den gut gewonnen. Nee, mal, ja, ich weiß nicht. Also, darf ich Jay schubsen, wenn er das macht? Steht hier, also da am schreien? Treppenaufgang. Okay. Die andere Person steht hier, da wo der Fernseher hier unten endet. Echt da? Yes. Ach so, ich habe gedacht, du stehst so, da hinten. Easy. Okay. Den Ball hier gehen wir dann ja, wirf mal einen her. Einen Schritt näher. Ach so, ja, hier, bitteschön. Wow. Ich sag's noch einmal. Okay, pass auf. Und jetzt geht das schief. Das wäre mega peinlich für Jay. Ich höre Andi nicht. Ihr habt kein Zeitlimit. Du wirfst zu Jay, Jay wirft zu dir. Ja. Dann habt ihr den Tennisball geschafft. Dann müsstet ihr die anderen noch. Ihr dürft den Ball einmal nicht fallen lassen. Dann wir müssen alle Zeitversuch. Wir müssen alle 4 schaffen. Ihr müsst alle 4 schaffen. Sobald einer nicht geschafft ist, ist Jay, es vorbei. Jay, eine Frage habe ich bei der ganzen Nummer. Werfen wir so? Oder so. Von unten. Ja, den Football, würde ich halt schon so. Ich habe noch nie einen Football. Den Football würde ich nicht normal werfen. Immer den von unten. Würde ich ganz normal immer, von unten werfen. Immer von unten. Scheiß drauf. Wir haben noch 2 Versuche. Okay, dann dürft ihr gerne loslegen. Es ach so, ich dachte, wir dürfen jetzt erst üben. Nee. Ja, lass uns jedes Mal üben. Geübt. Los geht's. Oh. Musst du nachher werfen.
Tschüss. Mach keinen Scheiß. Hey! Das würde ich mir gerne geben. Ist ja voll easy, auch die hier Challenge. Müsst ihr ihn wieder schaffen. Fang! Jawohl! Fang! Fang! Versauert bitte. Hey! Darf ich den jetzt einmal ins Publikum treten? Jetzt lass ihn richtig werfen. Nee. Von unten. Warum denn nicht? Mit dem Fuß! Ich werf den richtig. Das ist ein Football. Dann bist du schuld. Okay, dann bin ich schuld. Hey! Wie geht das? Also er macht dann so. Zählt das dann aus dem Ständer? Hey, komm! Von, du bist doch bei uns! Nee, hey, das ist das scheißegal. Ich weiß ja nicht, wie getippt worden ist. Okay, dann nehme ich den Ball, dann fange ich ihn. Und dann muss ich so und dann so. Oh! Hab ich alles von Joe Burrow gelernt! Yes! Oh. Ich würde sagen, da ihr das so gut gemacht habt, bleiben wir einfach in dem Abschnitt. Ah. Das wird ein bisschen schöner. Also ihr müsst den jetzt... Darf ich einen Schritt Anlauf nehmen oder muss ich aus... Du darfst ja. Der ist schwer. Nehmen, wenn du möchtest. Ja, natürlich ist der 6 Kilo schwer. Soll ich den auch von unten werfen oder so? Oh, so. Das glaube ich. Ist kontrollierbarer. Ja, ist ja okay. Professionell ab. Sehr gut. Der Jonathan war früher auch Torwart, deshalb, ja, der kann das. Man muss den immer so fangen. Du bist ja Torwart. Ja, Torwart. So, der muss jetzt sitzen, dann habt ihr das Spiel gewonnen. Und den Punkt ergattert. Oh, yeah! Toll. Das war wirklich einfach. Nice. Easy snacken. Also, so delivered, Mann. Das war easy. Das das war wieder jetzt easy. Warum bist du so ein Hater hier heute? Hast du den Original-Football geholt? Ja, natürlich kannst du haben. Aber also jetzt, eine Aufgabe habt ihr geschafft, die zweite nicht. Ja, lass mal diese hier auch. Also zwei Aufgaben habt ihr geschafft von bisher drei. Ich habe hier noch mal eine Frage. Ja. Also. Nein. Doch, Bram, nein, nicht fragen. Ich habe die gleiche Idee. Okay. Ich wollte gar nichts fragen. Ich sag... Bramen! Du musst aber im Laufen machen. Oh, oh. Oh Gott. Oh. Oh, das war fast so ein Bildschirm, der kaputt gegangen ist. Tor gelandet. Okay, der hat schon geflackert. Das ist gar nicht so einfach, so einen Football zu werfen. Der Bildschirm muss das abkönnen. Er hat ein bisschen geeiert, muss man sagen. Er hat ziemlich geeiert. Und war nicht so weit. Der hätte weiter fliegen müssen. Ja. Das auch noch. So. Ja, sollen wir nicht erst das nächste machen? Wie Jordan also ihr dürft auch gerne was anderes. Sollen wir das zuletzt machen einfach? Weil man danach so im Arsch ist, meinst du? Egal. Ja. Meinst du hier nach oder der außer Atem ist, lass darf einfach dann nur Erdnussbutter die Erdnussbutter essen. Ist. Weil er da so viel Spaß hat. Wir machen erst Erdnussbutter. Oder möchte jetzt jemand unbedingt hier Erdnussbutter? Ich kann das machen. Du kannst das machen? Ja, aber die Frage war, ob wir hast du dieselbe Idee wie ich? Ach so. Wir lassen doch erstmal eine Taktik besprechen. Den dürfen wir ja nicht, weil sonst sagt Andi, dass wir das so nicht machen dürfen. Dann flüster sie ins Ohr. Ja. Also. Ja. Das kannst du natürlich machen, aber vielleicht solltest du es auch besser auswendig lernen. Also, ja, natürlich! Wenn es darum geht, dass die Person, das Publikum hier das jetzt reinruft, ich hätte noch natürlich verboten, logisch. Ach so, das ist verboten? Was machst du denn mit den 1000 Leuten, die reinrufen? Wie viel Zeit war das? 1:30. Für 10 Sekunden rechts. Das kann man machen. Da müsst ihr aber alle aufstehen vorher, ne? Soll ich die wegtackeln oder was? Ich dachte, das ist ganz rechts oben. Ja, ist auch ganz rechts oben. Ganz rechts oben. Ja, aber nur überlegt, ich kann auch die Treppe laufen, oder? Du kannst die Treppe laufen? Nee, du musst von außen ranklettern. Du hast ja normalerweise. Weißt du, da ist eine Wand auf der anderen Seite. Oder da hoch. Ja, aber ich habe gesagt, weißt du, bei 1:30, ich habe jetzt damit gerechnet, zweimal hochzulaufen. Eine Postleitzahl hat 5 Ziffern. Ja. Das heißt, die kannst du easy mitnehmen, musst aber dann nochmal hoch. Das könnte ein bisschen knapp sein bei einem. Ey, das ist eine Handynummer, das schaffst du ja wohl einmal auswendig. Ja, dann machst du das doch. Nee, ich bin aus der Puste danach. Kann ich Treppen steigen? Ich habe 8 Ziffern. Ich kann einfach machen das. Sepp ist Akademiker, der Sepp kann macht das. Das. Sepp. Aber ich habe 10. Aber das ist auf jeden Fall die schwerste Aufgabe nach dem Ballwerfen. Wenn ihr da oben schon mal Ballwerfen bei Kindergarten Platz machen, das wäre nice. Sepp, das sagen sie alle. Also nicht mal einen Ball gefahren. 30, linker Block ganz oben rechts an der Rückseite des Sitzes klebt diese 10. Das wird nur ganz kurz. Darf ich die abziehen? Gar nicht beeinflussen, aber geht mal da weg. Wie kann ich die denn sehen? Da oben
Du merkst ja das kommt. Ja, wenn aufsteht, macht auf nichts. Und im Zweifel. Hey, nicht doppelt reden, Bram. Lass alles mal machen. Gemerkt hast. Okay, aber das ist unter dem Sitz. Wenn ich den hochklappe, dann steht das da. Du ziehst das. Du kannst es da oben abziehen, damit du das lesen kannst, aber nimm das Blatt nicht mit. Ah, okay. Also das Blatt bleibt da oben. Weil du gerade Rückseite von dem Sitz gesagt genau, hast. Genau, also du musst es ja schon lesen. Wo muss er denn starten? Da vorne okay. An der Treppe. Ich habe noch eine Frage. Ist das ja. Der garantiert, dass er noch da ist? Ja. Er da oben hat gesagt, jo. Ja? Ah, okay. Moment, dann heißt eins. Ist er noch da? Hier ist gar keine Treppe. Doch, da ist eine Treppe. Die erste gut. Ziffer ist eine 7. Okay. Ja. Gut. Also, 1 Minute 30. 5. Nee, das hat er schon gesagt. Bist du bereit? Hat er schon besprochen. Ja. Wir nicht an. 1 Minute 30 in 3, 2, 1, los. Komm schon, Sebastian Nielsen! Oh Gott. Merkt ihr die Ziffern? Und jetzt alle ruhig! Alle ruhig! Ruhe! Ja, kommt doch an, wie Hamburg getippt hat, oder? Das ist ja festgeklebt. Wenn die getippt haben, wie schaffen das? 1-6-1-8-0. Sind die ruhig? 1-6-1-8-0-3. 1-6-1-8-0-3. Er geht auch. 1-6-1-8-0-3. 1-6-1-8-0-3. 1-6-1-8-0-3. 1-6-1-8-0-3. 1-6-1-8-0-3. 1-6-1-8-0-3. Alles natürlich 50 8, 0, Sekunden. 3. Noch. 3 war da nämlich noch. So weiter. Wird knapp. Gott, wo ist der Zettel hin? 9-4-8, ja, easy. Was? 9-4-8 war das, ne? 20 Sekunden noch. Weiß ich schon nicht. Aus. Sehr gut, Sebastian! Das sind nur 9. War ein Spaß. Sind immerhin 10. Also, einmal stimmt das denn? 1-6-1-8-0-3-3-9-4-8 ist. Ja, Mann! Gut. Sehr gut, Sebastian! Sehr gut! Der Arm war gerade mega auf der Kameraperspektive. Ja, was? Ja, du hast gerade den Arm genau so gehalten, aber exakt die Nummer nicht. Das ganze Blatt konnte man sehen. Exakt die Nummer nicht. Ja, aber dann sehen wir es nochmal. Also, haben die Zahlen was zu bedeuten? Ist das irgendwie. Nö. Oh. Das sind auch nicht die Zahlen von Lost. Nee, passt schon. Also, die nächste Aufgabe, die ihr gelöst habt, damit habt ihr jetzt 3 Aufgaben gelöst, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und ihr habt noch 3, die ihr. Ja, ich will mich redeemen jetzt bei der nächsten Aufgabe. Okay. Du willst das hier machen? Achso, nee, bei der übernächsten. Scheiße. Ich hab die vergessen schon wieder. Also, ihr dürft gerne auch erst die Erdnussbutter machen. Ja, komm, mach kurz Erdnussbutter. Okay, dann gehen wir zur Erdnussbutter. Einfach nur, weil ich jetzt. Ich will uns wenigstens einen Punkt holen. Mach Snack weg. Okay. Also, lieber Peter, du. Alter. Boah. Also, was ja viele gar nicht wissen, da muss man mal ganz kurz erwähnen, ja, ihr sitzt da jetzt gerade schön im Schatten und ihr zu Hause sitzt gerade mit euren fetten Ärschen vorm Rechner, ja? Da sitzen wir sonst auch. Ja, ich weiß, aber jetzt gerade nicht. So, aber der Unterschied ist, diese Leuchten da oben, die sind so warm, dass Erdnussbutter am Schmelzen ist. Ja, ich meine, die ist halt komplett flüssig. Echt? Ist die nicht warm? Nö. Okay. Du hast ja auch Zwiebelschalen-Look. Ich glaube, Sebastian ist warm. Zweimal die Treppe hoch und runter und euch ist warm. Also, nee, ich wünsche dir wirklich, dass du das schaffst, von ganzem Herzen. Dankeschön. Ich wünsche dir aber auch von ganzem Herzen, dass du eine 6 würfelst. Du bist ein Wichser, weißt du das? Muss der isst auch würfeln? Ja, also Peter, ja, ein Zeitlimit. Du kannst dir so viel Zeit lassen, wie du willst. Gut, morgen früh. Einmal würfeln und dann. Also natürlich, wir müssen heute noch fertig werden, ne? Aber ansonsten. Wir müssen heute noch also fertig. 10 Sekunden. Ja. Doch wurde aus dem kein Zeitlimit auf einmal doch ein Zeitlimit. Ja, ich habe mir sagen lassen, es gibt eine Uhrzeit, wo die uns rausschmeißen. Ja. Deswegen sollte das heute. Okay. Kommt davon noch eine Uhr runter. Gut, dann Peter, du darfst einmal würfeln. Was passiert, wenn der Würfel runterfällt? Darf ich dann nochmal? Nee, was dann da liegt, das ist dann. Also was dann da liegt, okay. Jetzt sag mir nicht, dass du den Tisch nicht triffst. Ja, er rollt drüber. Wow. Und es ist. Die 6! Es ist eine 6! Oh mein Gott! Nee. Mal ganz kurz, sowohl ihr da draußen beim Chat, ja, ich sehe, ich kann euch lesen, als auch ihr miesen Pisser hier im Publikum, ja? Was ist denn das für eine Schadenfreundenhaltung hier, ja? Hey, das ist mega lustig! Der Mann heute, muss man sagen, dieser Mann aber hat heute so Sachen durchgemacht, ja? Das glaubt ihr gar nicht. Aber ich habe auch in einem Vlog
Ja, der hat seinen Ring verloren und dann sind hier Sachen passiert. Also, und jetzt muss der auch noch 6 Level verlieren. Aber tut mir sehr leid. Also, ich muss sagen, also wer so Nierenkram und Süße, ja, danke. Da kannst du dir dann auch geben. Ah, das ist lecker. Du hast ja schon einen gerade also gegessen. Wir reden. Ja, jetzt kann ich den abziehen, den einen von gerade? Der zählt doch bestimmt, ne? Das muss auch ein bisschen voller. Guck mal, das ist jetzt warte. Schon eine ganz kleine Portion. Jetzt ist voller. Nein, Peter. Jetzt ist voller. Wie viel Kilogramm Erdnussbutter kann Peter verdrücken? Kannst du, ja, das, mal, Jane, das, du okay. kannst das auch Jay in den Mund schieben, wenn du möchtest. So, 6 Boah. Löffel. Lass es dir schmecken, lieber Peter. Ich muss beim Zugucken schon... 1! Mmh, yum, 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 yum. Mmh. Wir sind in einem Team! Dann ist dir bewusst, Apel. Wir sind ja, in einem klar, Team. Ich bin auch ja, wir schon. Nein. Okay. Das ist also, so trocken. Hoffentlich erstickst du daran. Ja. Ich freue mich total. Also, okay. Das ist super stark, was Peter macht. Hat schon einen Löffel weg. Muss nur noch 5. Das ist mega gut, was Peter da macht. Aber der Chat ist für dich. Ja, ich bin auch für Peter. Peter, 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 Bevor du weiter isst, schlag eine Wechselwette vor. Und zwar, du nimmst einen fetten Schluck aus dem Glas statt noch einen Löffel. Auf gar keinen Fall. Einfach mal so einen richtigen, so als wenn du einen Schluck Bier trinkst. So. Ja, danke. So. Schmeckt das jetzt besser als Kaviar? Nein. Du kannst Wasser trinken. Mach ich gleich auch. Ich guck mal, wie weit ich komme ohne Wasser. Aber gerade war schon schwierig. Ja, ich muss sagen, sein Limit muss man rausfinden. Das ist doch nur ein bisschen salzig, mein Gott. Ey, das sieht wirklich exakt komisch aus. 3. Aber der ist chunky. Das stand einfach nur lange. Alter, stell dir auch vor, du nimmst irgendwie Schluck. Alter, ich krieg das nicht runter, Alter. Das klebt dir das ja, Maul. Trink's doch einfach weg. Ja. Da hat keiner gesagt, dass du es nicht wegtrinken darfst. Ich schütte einfach Wasser. Ich möchte mal ganz kurz sagen, ich glaube, dass jeder alles in den Löffel, den du hast, knapp 627 Kalorien hat. Ja, viel Fahrrad. Da ist ein Kilo drin. Wer kauft ein Kilo Erdnussbutter, Alter? Alter, ey. Ich habe die Hälfte jetzt, ne? Ja, du musst noch 3. Das, was du eben gegessen hast, musst du jetzt nochmal. LOL. Ey, Peter, das ist voll geil zum Gain. Das hat 28 Gramm Protein auf 100 Gramm. Ja, dann rein da. Mega. Das ist für die Muscles, Alter. Klingt mega gesund. Alter. Vier! Ist das so wie Mate? Das schmeckt am Anfang scheiße und wird immer geiler? Nein. Du kannst halt auch gerne probieren, wenn du möchtest. Ja, komm. Ja, ich weiß, wie Erdnussbutter schmeckt. Boah, Alter, Andi, mir wird gleich so schlecht die restliche Show. Ja, das ist ja der Sinn, ja. Das ist ja der Sinn, ja. Hast du nicht gekleckert, Bram? Ich werde einfach nur noch leiden hier nach. Löffel Nummer 5. Ey, stell ihn mal nicht so an. Er ist schon ungeil, oder? Okay, der vorletzte. 5. Nice, Peter. Als ob du das jetzt ausspuckst, Bram. Ich weiß, was du meinst mit dem Zugkleben. Das ist krass, oder? Alter, ganz ehrlich, das schmeckt so, als wenn jemand 60 Snickers ins Gesicht kriegt. aber vorher die Schokolade abgezogen hat. Lecker. Kann ja nicht alles so gut schmecken wie in der La Mia Grande Pizza. Wie trocken kann was Flüssiges sein? Das ist echt komisch, oder? Ich verstehe das auch nicht. Das ist wie Kleister. So, letzter Würfel jetzt hier. Peter, 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 Peter. Und habt ihr auch diese Station erfolgreich hinter euch gebracht. Warum sind da Stückchen drin? Ja, wir können auch nicht. Wie viele hat er jetzt? 3, oder? So. Ja, Peter, Mund ist leer. Yes! ich hab jetzt braune Zähne. Ja, nee, passt aber sehr gut. Diese Station habt ihr auch geschafft. Das ist die 4. Nice. Das ist eine gute Quote bisher. 5 Stück, davon 4 geschafft. Ja, wir sind ja auch Tiere. Ihr seid Tiere. Ich möchte kurz sagen, dass wir die Sportsachen geschafft haben, aber das Puzzle leider nicht. Da wurde ja reingelegt. Ja. Ein bisschen. Papa hat immer gesagt, work smart, noch hart. Ja, aber gut, hat nicht geklappt. Nee, nicht noch hart. Ne? Ja. Ja. Gut, ihr habt noch 2 Stationen, einmal die Jogginghose und einmal die sehr schwere Quizfrage von Wer wird Millionär? Und ja, ihr dürft jetzt entscheiden. Also ich bin ganz ehrlich, das ist mir völlig Sepp, egal. Nimm die XXL-Hose. Ja. Dann ist die Sache durch. Haben wir eine Zeitbegrenzung? Ja, mit dem Mund. Oder so. 2 Minuten habt ihr dafür Zeit. Er muss es mit dem Mund machen.
Darf ich da vorher schon mit den Füßen rein? Nein, also du darfst hier so? Die Schuhe ausziehen. Ich weiß auch nicht, ich kann es auch nicht. Die Hose aber nicht lang genug. Ja, krieg ich hin. Ja. Okay, du darfst dich auch gerne auf den Stuhl setzen. Aber nicht die Hände oder nicht die Arme? Hände beides. Und Arme nicht benutzen. Ja. Deswegen, wie machen? Also weil mit den Zähnen darfst du die Hose nicht so hoch. So und dann hoch. Ah, oder? Wie er das macht. Das ist darf er das schon mal, also darf er das schon mal hinlegen? Aber ich glaube, du musst erst mal liegen. Ich muss auf jeden Fall mich erstmal entkleiden. Aber dürfte er mit seinen Armen dann aufstehen, ohne die Hose zu berühren? Solange die Hose nicht berührt wird von okay, Arm das ist das Relevante. Du darfst andere Sachen berühren. Nein, eine ganze Handtasche. Und ihr dürft das natürlich vorher einmal präparieren und hinlegen und dann. Und nur gucken, ob da immer eine Nummer drauf steht. Ach so, nee. Ja, hier. Das ist geiler Popsocket. Ja. Häufig erwerbbar auf Pizza. Soll ich das Mikro auch eben abmachen? Ja, ne? Komm mal. Jetzt. Oder eine Halle A1 drüben, falls ihr morgen vorbeikommt. Sound aus. Ja. Okay, Sepp bekommt einmal das Mikrofon hier. Ja, weil sonst wäre ein bisschen blöd, glaube ich. Ich habe eine ganz komische, ganz kurze Frage. Du willst jetzt die Hose ausziehen? Nein. Okay. Das wäre geil. Der hätte sagen können, in der Box. Gute Frage. Aber der hat ja den Sender da dran. Ja, also ich fände es nice. Also in Boxershorts hätte er nichts dagegen gesprochen. Ich meine, wir kennen ja Luca. Ja, aber wenn er seine das stimmt. Ja, also du hast kein Mikrofon mehr. Genau, aber ich dachte mir bei der komischen Kameraeinstellung, könnte halt sein, dass einmal der Stream offline geht. Gut, also Sepp. Darf man die einmal anziehen, damit die ein bisschen geweitet ist? Soll ich die einmal anziehen? Das ist ja eine frische Hose. Bram, du darfst die einmal gerne anziehen. Das ist ja eine frische Hose. Die muss ja einmal anziehen, dann ist sie weiter. Das darfst du, glaube ich. Doch, haben wir gerade gefragt. Ja, Bram, dürft ihr die einmal anziehen, weil das will ich gerne einmal sehen. So, also so zieht man eine Pizza mit Jogginghose an, ganz gemütlich, ja? Aufentspannt. Hey, die ist ja viel größer, als ich dachte. Ach so. Ja, guck mal, geschafft. Ja, sehr gut. Punkt gut. Good job. Sehr gut. Oh Gott. Nicht kaputt machen, bitte. Er ist jetzt ganz schön doof. Die passt eigentlich ganz gut. Kannst du danach wieder haben. Gut, okay. Also Sepp muss diese Aufgabe jetzt machen. Sepp, du hast dafür 2 Minuten Zeit. Du darfst sie gerne vorher auf den Boden legen und präparieren. Aber wenn die 2 Minuten laufen, darfst du Arme und Hände nicht mehr an der Jogginghose benutzen. Keine Ahnung. Stuhl benutzen, dich hinsetzen, wenn du möchtest. Und mach das vielleicht auch so, dass die Kamera das auch schön filmen kann. Also, genau. Aber kannst du die fixieren mit irgendwas? Ja, mit dem Stuhl. Vielleicht? Er kann oder aber auch. Stuhl irgendwie, Sebastian, Sebastian, nutz. Und dann da rein. Ja, du machst das. Ja, okay. Ja, okay, finde ich gut. Okay, Sepp hat eine Taktik und möchte den Stuhl nicht benutzen. Können wir noch mal ganz kurz im Detail die Regeln hören? Ein letztes Mal. 2 Minuten Zeit, ohne Arme und ohne Hände. Du darfst den Stuhl gerne benutzen. Und sie muss danach angezogen sein. Die anderen dürfen selbstverständlich nicht helfen. Was die Frage ist. Nein, die anderen sind auch nicht das Publikum. Nein, ist auch in Ordnung. Da kannst du nicht. Sind auch nicht die Leute, die hier sonst noch auf der Bühne sind. Nein, das die Kamera nicht führen. Nicht kannst du den Gesichtsausdruck bitte nochmal machen? Ich war neugierig. Okay, also Sepp, bist du bereit? Ich versuch's. Dann laufen deine 2 Minuten in 3, 2, 1, los. Come on. Sebastian Lenzen, du Tier, du kannst das schon bestimmt. Oh, das ist gut. Ja, das sieht gut aus. Das erste Bein ist gleich drin. Ja, das ist eine gute Taktik. Ja, da kommt der Fuß. Da ist der Fuß schon, da unten rechts ist der Fuß schon durch. Sie muss aber angezogen sein, also es reicht nicht. Ja, eins kommt schon mal. Yeah. Auch eine gute Taktik. Oh yeah. Ja, die Strandler-Taktik. Oh. Bei Julius geguckt. Sehr gut, Sepp. Komm, Sebastian. Ja, yeah, Baby. 1:30 hast du noch, also alle Zeit. Jetzt muss irgendwann der Mund muss kommen, genau, der Mund kommt, perfekt. Jetzt reiß hoch. Geht das nicht? Nee. Nimm den Stuhl. Nimm den Stuhl, die meine Arschtaktik. Oh. Nimm die Arschtaktik. Ja. Yeah. Nimm die Arschtaktik. Hier, nimm die Ecke. Hack dich da mit der Ecke ein. Und deswegen... Oh ja. 1 Minute hast du noch Zeit. Deswegen ist dieser Mann schon lange Vater, weil da kann niemand widerstehen. Das nennt man Balztanz. Alter. Oh, da entwickelt sich aber was. Ja. Da entwickelt sich was. Da könnt ihr euch alle mal eine Scheibe von abschneiden. Ja? Das nenne ich Breakdancen. Oh ja, oh, reib ihn, Sebastian Reih, jawoll. 30 Sekunden hast du noch Zeit. Kennt irgendjemand noch Magic Mike, den Film? Ja, nee. Ja. Channing Tatum, Wattenlappen, Alter. Guckt euch den Mann an.
20 Sekunden noch. Geht jetzt mit dem Mund oder geht auf keinen Fall? Das kriegst du nicht über die. Ja, dein Hintern geht nicht drüber. Hier dran in die Ecke. 10 Sekunden. Jetzt zieh hoch. Ja, da willst du hoch. Genau so. Und die Zeit ist rum. Aber alles gegeben, das Sebastian. Mehr. Alles gegeben. Der ist an. Guck mal, was ist das? Guck mal. Also, das trägt man heutzutage so in der Schule. Ja, Krisenkarte ist an, oder? Hose. Also, ich würde sagen, wir sind heute nett, das zählt. Ah. Ja. 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 Na, Chat oder Hamburg, werdet ihr schon nervös? Habt ihr weniger gedacht, ihr ungläubigen Kleinen? Danke. Wer möchte Hose haben? XXL. XL, stimmt. Nein, XXL. Schreien dieselben. Hier, komm. Jetzt haben drei. Warte, okay, ich deine Props verschenken. Nee, das ist nicht meine private Hose. Ja, alles gut. Ja, ich war mir nicht sicher, hätte da sein können. Nee, alles gut. Also, 6 Stationen habt ihr gemacht. Ja, danke. Davon habt ihr bisher. Das ist okay. Positiv gemacht, sagen wir mal so. Eine fehlt noch. Eine fehlt noch. Und das finde ich halt so geil. Ich bin ganz ehrlich, ich würde das voll gerne machen, aber das ist die Sache, wo, wenn du nicht weißt, dann weißt du es halt nicht. Ja, es könnte halt sein, Andi hat vorhin gesagt, die super schwere Werbemillionärfrage. Das heißt, es könnte sein, dass das so eine 50-Euro-Frage ist, falls es so gibt bei Werbemillionär. Es könnte aber auch eine sein, wie heißt dieses komische Effekt, der Staus beschreibt. Ja, genau. Und den gab es schon mal in der ersten. Wer hat denn bei uns am meisten Wer wird Millionär schon mal gewonnen? Hast du schon mal Wer wird Millionär gewonnen? Du warst auch schon mal Millionär gewonnen? Ja, hat doch jeder schon. Die meisten 50 Fragen hat, glaube ich, Bram gewonnen. Stimmt, es gibt so eine ewige Statistik mit den meisten 50 Fragen, ne? Die hat Bram, glaube ich. Ja, okay. Aber die meisten Wer wird Millionär folgen hat Jay. Aber, ey, komm, aber wissen wir das? Ich weiß, das ist doch völlig egal. Also, ich würd das probieren. Jay. Du kriegst den ganzen Hass ab. Das ist richtig. Und von mir. Ich sag's so, wie es ist. Easy Frage. Okay. Bram macht das. Fallhöhe schaffen. Ich mach das. Okay, Bram, du machst das. Ja, ja, klar, warum nicht? Dann stell dich gerne einmal hier hin, an die Ecke. So, was ist der Dunning-Kruger-Effekt? Jörg, Bram, herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Ja. Ja. Oh, wie schön, er sich dass du freut, da bist. Ja. Sie sind Dennis Bram aus? Das kommt drauf an, aus Berlin in aus dem Berlin. Fall. Okay, wen haben Sie mitgebracht? Oh Gott. Das ist jetzt eine Frage, wie oft ist Hamilton Weltmeister geworden? Ja. Das ist voll schlimm. Das ist nämlich eine Frage, die wird jetzt gerade gewechselt, je nachdem, welche steht. Oh, das könnte sogar wirklich sein. Okay. Also es ist ja so, ihr erwartet ja immer von diesen Fragen hier sehr viel. Ne? Also ihr habt das ja, glaube ich, auch jetzt kürzlich vor einer Woche sehr oft zugeschickt bekommen. Es wurde ja eine große Wahl gemacht, auf die ihr immer wartet. Jedes Jahr wird ja etwas des Jahres gewählt. Ne? Und das, da seid ihr ja Profis drin, denke ich mal. Ihr habt euch das ja vorher gut angeguckt. Klar. Irgendwie der Vogel des Jahres. Ne? Ach so. Oder Tatsache, ja. Ja, das hast du, glaube ich, auch zugeschickt. Sag mal schnell laut, bevor er das macht. Das habe ich auf Twitter geschrieben. Sag mal schnell laut. Das haben wir auf Twitter geschickt bekommen, wa? Ja. Und es gibt ja ganz viele Sachen des Jahres. Und deswegen lautet meine Frage, lieber Dennis Bram. Bitte der Vogel, bitte der Vogel. Was ist denn die Mikrobe des Jahres 2023? Okay. Platz A. Ah, du hast ABC. Ja, es gibt auch Antworten. Ja, ist der Werbemillionär. Ja, genau. A. Coxiella Burnetti oder B. Burgholderia Malai oder C. Bacillus subtilis oder D. Fistulae planae. Eins davon ist richtig. Du musst herausfinden, was es ist. Die Mikrobe des Jahres 2023. Okay, pass auf. Also. Nur drei. Wenn man bei C. Subtilis, ja, das klingt so schon so, als wenn du mich da reinlegen willst, mit das ist irgendwie subtil. Ne? Dann Fistu für Fisten. Fistu Lea Planale, ist schon draus, ja? Cox bei A. Aha. Und bei B hast du Burg oder Hold oder Halderia, Malai. Also nichts von all dem. Ja. Und deswegen würde ich sagen, es ist wahrscheinlich nicht, dass du mich hier fisten möchtest. Du möchtest mir auch nicht den Kopf geben. Subtil möchtest du mir auch nicht einfach, ganz ehrlich, Bacillus subtilus. Ja, Alter, Mann. Also nämlich würde ich B nehmen. Die klatschen da. Volteria Malai. Okay, du lockst die ein. Die klatschen doch bei C. Mann, die klatschen doch. Ja, aber da hört man immer nicht drauf. Als du Subtilis gesagt hast, haben die geklatscht. Ja, aber da hört man nicht drauf, weil das unfair ist. Ja, also ich muss sagen, liebes Publikum.
Vielleicht ist das ja trotzdem falsch. Vielleicht ist das ja Alter, falsch. Das ist mir scheißegal. Okay. Also das hier ist die letzte Station. Wenn du jetzt diese Frage richtig beantwortet hast, dann habt ihr 6 von 7 Stationen. Ja, 6 ist aber auch 5 ist auch gut. Ja. Ich kann dir so viel sagen. Coxiella burnetii ist ein Bakterium, das löst das Kuhfieber aus. Okay, das gibt es wirklich. Krass. B, für das, was du dich entschieden hast, ist ein Bakterium, das löst die Krankheit Rotz aus. Die heißt wirklich so. Rotzen? Ja, Bacillus subtilis, dazu schreibt der SWR online, das wirkt im Darm und in der Toilette, was auch immer man darunter versteht. Und Fistulae planae ist lateinisch für Flachpfeifen, das habe ich auch. Nice. Okay, du hast schon mal nicht das komplett Falsche genommen. Also D ist es auf jeden Fall nicht. Und lieber Bram, die richtige Antwort ist C. Ah. Nice. Aber nice try, Alter. Also ich hätte es auch genommen, Bram. Es ist, weil, falls es dir aufgefallen, sogar der Chat ist ausgeblendet. Ja, weil wir jetzt smart sind. So, also leider diese Station hier nicht erfolgreich hinter dich gebracht. Aber wir haben jetzt alle hinter uns und ihr habt 5 geschafft. Und das ist sehr, sehr gut. Immerhin. Das nehmen wir. Na schön. Jetzt interessiert uns natürlich noch, wie die beiden Teams abgestimmt haben. Das Team Publikum hat euch eingeschätzt vorher und der Twitch-Chat hat euch eingeschätzt. Die Frage war, wie viele dieser 7 Aufgaben kann Team Pietsmiet denn lösen? Ja, und wir schauen einmal, was das Publikum gesagt hat. Also jetzt wird Publikum hat gesagt 4 Aufgaben. Ja. Wieso haben die dann bei dem richtigen? Also ganz ehrlich, jetzt entscheide ich, wem ich parteiisch gegenüber werde. Also 4 haben die gesagt. Ihr ungläubigen Mikrofon. 5 ja, Kraft. Fistulae planae. Ja, wirklich, hier Fistulae planae. Jetzt müssen wir noch schauen, ob der Twitch-Chat noch etwas schlechter abgestimmt hat, also mehr als 1 weg ist. Der Twitch-Chat hat gesagt, oh, nichts. Cool, Twitch-Chat, was soll das, Twitch-Chat, was soll das? Sehr gut. Warte mal. Nee, also geht da gerade die Zahl oder haben die wirklich gesagt, das fehlt die Zahl. Wir haben das richtige Ergebnis, weil der liebe Ben ist in der Regie, der spricht mir die ganze Zeit aufs Ohr und wir haben ein Ergebnis. Er ist quasi unser Notar. Aus der Regie so, es brennt gerade an, die überbrücken. Der Twitch-Chat hat geantwortet, 4. Und zwar... Was? Das ja. Damit haben beide Teams das gleiche geschätzt und dann sind beide Teams gleich. Alle sind Gewinner. Leute, beide Teams bekommen einen Vorteil. Das ist egal, was wir gemacht hätten. Ja, egal, was wir gemacht hätten. Ja, deswegen haben sie es uns doch vorher nicht gesagt. Ja, das ist falsch. Beide Teams bekommen einen Vorteil fürs Finale. Ja, jetzt stimmt's. Ja, das wäre ja auch gewesen, wenn wir 0 gemacht hätten. Ja. In dem Fall schon. Ja. Aha. Wie geil schmeckt jetzt vor dem Hintergrund diese Erdnussbutter? Noch beschissener. Da freue ich mich morgen auf deinen Spiel. Aber jetzt ist mir das mit dem Puzzle mehr egal. Ja, das ist richtig. Weil er hat eh nichts geändert. Aber egal, das wird bei den anderen Spielen ja anders sein. Richtig, also, ihr habt jetzt einen Vorteil fürs Finale. Der Twitch-Chat hat einen Vorteil fürs Finale. Ja, wir haben aber noch 3 Spiele und danach natürlich das große Finale, lieber Bram. Alle ungläubig. Ja, ihr dürft euch jetzt nach eurer grandiosen Leistung wieder ein bisschen ausruhen und ihr dürft euch wieder zurücksetzen auf diese wunderbaren Gibt's Spiele. Eigentlich irgendwann Werbeunterbrechung oder Pinkelpause? Oder? Darf ich mir aber zu trinken holen? Wir haben hier zu trinken. Ja, das ist alles angesammelt. Vorhin gewesen. Ach so. Ich würde gerne hier eine von diesen Behältern nutzen. Ja, das passt wahrscheinlich rein. Das wird eng. Ach so, das ist okay. Gut, also setzt euch bitte hin. Bleiben die Tische gleich stehen? Das seht ihr gleich. Ja, das wäre praktisch für die Brille. Ihr dürft diesmal theoretisch sogar nur die Kopfhörer aufsetzen und die Brille, das gar nicht. Nur Kopfhörer. Yes. Ach, ohne Brille. Nur genau, die Kopfhörer. Also bitte einmal nur die Kopfhörer aufsetzen, die Brille könnt ihr anbehalten. Ja, super. Ich kann doch Lippen lesen. Hallo Chat. Nee, hallo Publikum. Boah, ich bin ist denn da passiert? Achso, da ist so gesägt worden. Ja, schon wieder vergessen. Ist ein bisschen dreckig geworden, aber das passt. Das ist doch alles. Kokain. Ja. So, setzt bitte eure Kopfhörer auf und seid diesmal bitte so nett und seid. Danke. Wow. Haltet so lange die Klappe, ne? Das wäre sehr nett. Dann können wir das hier auch schön moderieren. Sehr schön. Also, Christian fehlt noch mit den Kopfhörern. Sehr gut. Und damit sind alle wieder vorübergehend. Und das war das erste Spiel. Und jetzt spielen wir natürlich ein zweites Spiel, während unsere fleißigen Helferlein hier das Spiel abbauen. Vielen, vielen Dank. Guck mal, wie sexy Andi ist, Alter. Kann ihn sehen. Wir kommen zu Spiel Nummer 2 und das zweite Spiel, das heißt so. Ah, oh, Andi, bist du geil. Oh, Andi, yeah. Ja.
Konfiszieren heißt das Ganze. Ich kann den Chat lesen. Das ist unser zweites Spiel. Ihr seid alle? Ja, sehr schön. Okay. Konfiszieren heißt unser zweites Spiel. Und das Ganze wird jetzt so funktionieren. Ich erkläre es jetzt einmal. Und wenn die Jungs die Kopfhörer abhaben, dann erkläre ich es nochmal. Die Jungs müssen gleich jeweils einen Gegenstand hier im Publikum konfiszieren. Das heißt, sie müssen hier nacheinander ins Publikum gehen und hier gewisse Gegenstände von euch holen. Ihr kriegt die natürlich wieder zurück, also keine Angst. Ihr wisst aber natürlich auch nicht, was diese Gegenstände sind. Das wäre ja auch irgendwie witzlos. Jeder von den Jungs spielt immer nach und nach einen Gegenstand und das Ganze geht auf Zeit. Die Person, die am schnellsten ist, die müsst ihr quasi erraten. Das bedeutet, lieber Twitch-Chat, ihr dürft jetzt voten und zwar mit Ausrufezeichen Vote, Leerzeichen und dann den Namen der Person. Also Brammen, Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen, Peter und so weiter. Dann könnt ihr für die einzelnen Personen stimmen, wer die schnellste Zeit gleich haben wird, um hier einen Gegenstand zu konfiszieren aus dem Publikum. Ja, ich glaube, das ist alles schon gut erklärt. Was denn? Ja, Voting läuft. Ist alles gut. Ja, du siehst den Chat, das ist gar kein Problem. Ja, alles gut. Der Spielende darf aber natürlich währenddessen nicht reden. Das wäre ja auch langweilig, sonst könnt ihr hier einfach sagen, ich suche jetzt hier XY, sondern das muss natürlich ohne Reden gehen. So, habt ihr das alle verstanden? Sehr gut. Dann darf ich jetzt voten. Mehr klatschen. You're awesome. Schön. So. Ich gehe jetzt hier einmal... Ein optisch klatschen die mehr. Während der Chat votet, Ausrufezeichen Vote und dann den Namen dahinter. Und ihr dürft jetzt auch ran. Und jetzt gehe ich mal da hinten hin. Andi, geht so. Jetzt. So, hey, Andi. Hier hoch. Hallo. Großartig. Er wird so ein Bowline. Wer bist denn du? Ich bin der Mikkel. Hallo. Bitte nicht das Mikrofon anfassen. Das ist, wer bist du denn? Woher kommst du? Ich komme aus Hamburg. Okay, was machst du da? Falafel. Sehr schön. Hast du schon mal Feedsmeet geguckt? 2-3 Mal, ja. Okay, das heißt, du kennst die Jungs? Ja, entfernt. Du würdest sagen, du kannst sie gut einschätzen? Ja. Okay. Dann darfst du jetzt hier einmal abstimmen, wer kann am schnellsten einen Gegenstand aus dem Publikum konfiszieren. Dankeschön, gerne. Lieber John, war das? Nee. Okay, dankeschön. So, du bist die Nächste. Wie heißt du? Kim. Kim, woher kommst du? Aus Oldenburg. Aha, okay. Du darfst auch einmal voten. Dankeschön, dankeschön. Ich mal hier lang, da weiß ich auch noch nicht. Ich mach mal eure Quanten hier beiseite. So, wer bist du? Ja, Dennis. Dennis, du darfst auch einmal abstimmen. Noch einmal bitte. Genau, sehr gut. Und du? Die Saskia. Du darfst auch einmal. Rammen! Sehr gut. Wer bist du? Morten. Du darfst auch einmal. Wer bist du? Lea. Du darfst auch einmal. Sehr schön. Dann haben wir alle Votes. Das ging schnell. Ihr seid sehr professionell. Das macht ihr sehr gut. Jetzt bin ich wieder so hochgelaufen. Die wackeln da oben mit den Ohren. Ja, wirklich. Awesome. So, dann haben wir das Voting aus dem Publikum. Oder soll ich? Fertig aus. Komm, ich gehe auch noch mal da hinten rein. Wir haben ja die Zeit. Wir haben ja die Zeit. So, erste Reihe. Hallo, wer bist du? Ich bin Domi. Du darfst auch hier einmal abstimmen. Dankeschön. Wer bist du denn? Ich bin der Luca, hi. Aha, Luca, hi. Ja, woher kommst du? Ich komme aus Marburg. Aha, okay, was machst du da? Arbeiten. Okay, muss ich jetzt Angst haben, dass du dich ausziehst? Nein. Okay. Luca arbeitet bei uns nur für die Leute. Nee, du stimmst scheiße ab. Ich sehe das. So, und dann... Gucken wir hier noch. Guck mal, du darfst hier auch noch. Wer bist du? Eileen. Du darfst auch einmal noch voten. Dankeschön. So, sehr schön. Nice. Äh,
Dann haben wir alle Votes aus dem Publikum. Und der liebe Twitch-Chat, da beenden wir jetzt auch das Voting. Also, lieber Twitch-Chat, ihr habt fertig abgestimmt. Dankeschön für eure Votes. Wir haben alle Votes. Alter, geh aufs Ganze. So, ich nehme Umschlag, ich nehme Tor 3. Ich nehme Tor 3. Ich nehme Tor 3. Ja, okay, dann nehme ich aber den zweiten Umschlag. Das ist okay. Okay, gut. Den blauen oder vielleicht doch den ersten. Und ich würde sagen, ihr dürft wieder abnehmen. Sehr schön. Kommt gerne zu mir nach vorne. Guck mal, ihr kriegt schon Applaus dafür, dass ihr das hinbekommt, dass ihr Kopfhörer abnehmt. Das finde ich sehr gut. Also da wurde jetzt irgendwas gevotet. Es wurde gevotet. Alter, ich bin mal gerade so frei und leg die Ja, aber auch so verschiedene Leute aus dem Publikum haben was gevotet. Ach so, dann habe ich nicht mitbekommen. Ja, der Twitch-Chat halt auch. Doch, Andi ist rumgegangen und Luca hat gevotet und Mikkel hat gevotet. Warum winkt ihr alle? So. Die beiden Teams haben gevotet, also das Publikum hat gevotet und der Twitch-Chat hat gevotet. Und wir spielen jetzt ein Spiel und das nennt sich Konfiszieren. Was? Konfiszieren. Ah, das ist so das, was auf die Torte kommt, oder? Das ist den Konfiszieren. Der war nice. Konfiszieren, also ihr müsst quasi jetzt gleich etwas besorgen. Etwas. Ja, es dir. Das wurde ich heute in Hamburg, das war das Erste. Ich bin heute aus dem Taxi aufgestiegen. Derselbe wie und bei uns. Da wollte auch jemand und hat mich aber gefragt, brauchst du? Und er wollte. Du hattest schon. Ich glaube, er hat auch schon mitgespielt. Also, ja, okay, das kann ja sein. Also, da haben wir irgendwo einen Spitzel. Das spielt schon los von Andi. Das war das Erste, was mich einer in Hamburg gefragt hat: brauchst du? Ich denke mir so, was denn jetzt? Also, da brauchst du. Also, das klären wir jetzt vielleicht. Wir spielen jetzt Konfiszieren. Also, ihr müsst jetzt gleich nacheinander. Ihr spielt immer einzeln und das Ganze geht auf Zeit. Ihr müsst einen Gegenstand aus dem Publikum konfiszieren. Welcher das ist, das dürft ihr hier aus diesen Umschlägen ziehen. Da steht immer ein Gegenstand drin. Den zeige ich dann der Person, die spielt. Und dann läuft der Timer nach oben. Und ihr müsst so schnell wie möglich einen Gegenstand, der da drauf steht. Da steht jetzt gleich Prinz Albert drauf. Zum Beispiel. Genau, zum Beispiel. Und diese, das müsst ihr dann holen. Hast du noch ein Mikro? Ja, sehr gut. Das Mikro steht so ein bisschen im rechten Winkel ab. Das heißt, ich sage dann, ey, wer hat Kopfhörer? Und dann gibt mir. Das ist ja das Schöne, ihr dürft ja nicht reden. Okay, aber darf ich hier stehen und machen? Ja, ich glaube, da auch. Und dann dürfen die Leute, hier, ich hab. Und dann musst du da hinrennen und dir das holen. Also, liebes Publikum, bitte nicht aufstehen, bleibt einfach sitzen. Das müssen die schon selber sich holen. Ah, das ist aber schade. Ja. Aber okay, nee, verstehe ich. Wer wirft denn seine Kopfhörer? Das heißt, es. Werfen, hallo. Nicht werfen. Genau. Das heißt, also es geht darum, ich muss hier pantomimisch darstellen, was ich brauche. Die Leute signalisieren mir, ob sie es haben, und dann renne ich dahin und hole mir das. Right. Darf ich dann auch schreiben? Wo denn? Du hast keinen Stift. Wo denn? Nicht schreiben, nicht reden, pantomimisch machen. Okay, und die haben jetzt gevotet, wer am schnellsten das kriegt. Genau, und wie gesagt, es geht auf Zeit. Das heißt, dass der Twitch-Chat und das Publikum hat gevotet, wer das von euch am schnellsten. Da müssen die anderen aber weggucken. Also, das gibt ja, sonst ist es halt genauso rigged wie halt das Klatschen bei Bacillus. Dann dreht euch in der Zeit um, vielleicht. Das wäre dann ganz nett. Also, sonst kannst du es ja abgucken beim Ersten. Gerne. Das passt ja. Aber wir haben noch nicht die gleichen Items. Nein, ihr habt natürlich nicht die gleichen. Ja, aber was weiß ich, der kann. Wenn du Jane krassen den Trick rausfindet. Von jemand anderem. Vielleicht habe ich mir was Geileres ausgedacht. Ach so, oh ja, habe ich das nicht richtig. Also, habe ich das richtig. Wir spielen noch in einem Team, oder? Nee, das ist der Schnellste. Du würdest das wir spielen miteinander gegeneinander, sozusagen. Okay, habt ihr das verstanden? Ja, okay. Sehr schön. Dann dürft ihr jetzt bestimmen, wer anfängt. Ja, Jay. Ja, meinetwegen kann ich anfangen. Okay, dann fängt Jay an. Sonst gehen wir einfach da vorne hinter den Vorhang. Gibt's da ein Klo? Nein. Ja, da hinten gibt's ein Klo. Ja, ey, wenn du schnell bist, dann kannst du unten aber. Okay, alles klar. Aber dann bist du quasi einfach Letzter, ist ja okay. Heißt ich darf aber zeigen. Da ist noch jemand. Ja, ja, da ist ja. Zeigen, also wenn Brille steht, darf ich so machen, oder was? Pantomimisch. Heißt Idiot. Ja, okay, aber das wäre ja. Wenn Brille steht, darf ich so machen. Ja, also nicht ihr anderen im Zweifel. Ja, einfach ihr müsst euch umdrehen. Dann dreht euch um. Ja. Ganz ehrlich, Jay, ja, nur mal so, guck dir den mal an. Ja. Wie lange der uns schon kennt. Ja, wird nur Scheiße drauf. Ja, aber meinst du, da steht jetzt auch Brille drauf? Da natürlich steht vielleicht, keine Ahnung. Wie gesagt, deswegen sage ich ja Prinz Leerer Albert. Fluxkompensator oder so. Ja, oder das. Ich stelle dir jetzt extra diese Frage. In welche Richtung darf ich gucken? Hä, die Dinger aufsetzen, oder nicht? Ja, wir gehen einfach hinter die Bühne. Ja, dann siehst du es doch auch. Hä, was, wenn ich hinter, ja, wenn ich da hinter den Vorhang gehe? Mir ist das scheißegal, ob ich das gewinne. Ich gucke hier ja nicht. Ob das Publikum oder Hamburg gewinnt. Wir gehen einfach hier vorne auf die Bühne.
Ist mir scheiße. Mir ist das egal. Ich hab's nur gesagt. Ich war für euch. Also, lieber Jay, ich habe jetzt hier, es sind insgesamt 15 Umschläge. Da darfst du jetzt einen aussuchen. Ist ja mega. Und in jedem steht ein Gegenstand drin. Das nimm die 1. Du nimmst, gib mir den gerne, das ist die Nummer 1. Jetzt, das ist ein Zaubertrick, jetzt kriege ich gleich was anderes. Das ist die 1. Da passiert nichts. Der verarscht mich. Okay, ihr seht jetzt natürlich den Gegenstand nicht. Im Stream wird das eingeblendet. Ihr dürft das natürlich nicht sehen. Ich zeige dir den jetzt einmal. Du darfst das nicht jemand anderem zeigen, nur du siehst das. Der Kamera darf das nicht zeigen. Nee, natürlich nicht, weil sonst sehen die das ja, ich weiß. Und dann zähle ich runter, 3, 2, 1 und dann läuft deine Zeit, okay? Ja, können wir uns da vorne hinstellen? Wir bleiben hier stehen. So. Hier ist eine Wand hinter, und das würde er das nur abdecken, damit man nicht gegen eine kahle Wand guckt. Aber hier ist Raum. Ja, du, ich finde es schön, wie du dich hier noch an so kleinen Sachen erfreuen kannst. Hallo, Ben. Hallo. Hallo, Mike. Schön, dass ihr da seid. Jay, bist du bereit? Ja. Okay, das hier ist dein Gegenstand. Stopp. Ach, Jay, ich habe gesagt, ich zähle runter. 3, 2, 1, los. Boah. Bringt den dann auch mir hierher. Es zählt erst, wenn ich den in der Hand habe, den Gegenstand. 50er! Und stopp! Zeit ist angehalten. Das ist das, was Jay mir gebracht hat. Ein jetzt eingerissener 50-Euro-Schein. Das ist gut. War das bestimmt auch schon vorher. Dankeschön. Und wir schauen mal in den Umschlag rein. Und es sollte geholt werden. Ein 50-Euro-Schein. Sehr gut gemacht. 29 Sekunden hast du gebraucht. Das ist sehr gut. So, jetzt müsstest du den bitte einmal zurückbringen. Weil sonst ach so, schade. Ja, ist so. Ich finde das auch schade. Okay, Jay hat also gut vorgelegt. Das war eine gute Zeit. Und während Jay den Schein zurückbringt, kann gerne der Nächste kommen. Dankeschön. Die nächste Person von euch kann gerne zu mir kommen. Christian, möchtest du direkt? Komm gerne hier vor, dann bist du jetzt der Nächste. Ich weiß einfach nur, ob Jay fertig ist, aber ich kann gerne weiter. Jay ist schon fertig, ja. Also, du hast alles verstanden? Warte. Wo ist der Knick drin? Es gab immer so einen Knick hier oben in der Ecke. Da war der Gewinn drin. Also, kann ich jetzt einen ziehen oder gibt's mehr? Genau, es sind jetzt noch 14 Umschläge, du darfst dir einen ziehen. Wait, wieso denn noch 4? Ich hab die 1 genommen. Ich nehme K9. Also die Nummer 9. K9. Für Hund. Richtig, sehr gut. Ja, jetzt, pass auf, jetzt tauscht er die gerade wieder um. Hat er bei mir auch gemacht. Ja, macht er wirklich? Ja! Nein, ich hab die 9. Du kriegst jetzt was anderes. Ja, der hat jetzt eine andere K9. Ja, der hat jetzt eine andere. Das hat er bei mir auch gerade gemacht. So, ich zeig dir jetzt den Gegenstand. Nur du siehst den. Du darfst nicht reden und nicht schreiben. Du musst es pantomimisch darstellen und musst dann ins Publikum rennen. Jetzt. Stopp. Der Chat, relativ viele schreiben, nicht einblenden. Können wir das machen, damit die Spannung halt haben? Dann blenden wir das jetzt. Also nicht ist ein. Das machbar? Genau, ab jetzt blenden wir es dann nicht ein, dann ist es ein bisschen spannender. Das eingeblendet und Jay muss das im Stream, nicht hier. Das wäre sonst langweilig. Sieht man mich da unten? Ja, okay, beim nächsten Mal. Kannst ja gerne rumrennen. Ich meine von der Helligkeit für die Kamera. Das sieht man. Ja, das passt. Also du musst ja ins Publikum, ihr bringt das nicht. Christian muss sich das selber holen. Wir machen das hier oben, ich zeig dir das, dann zähle ich runter und dann rennst du los, dann läuft deine Zeit. Okay, bist du bereit? Ja. Gut. Nicht reden, nur Pantomime. Das hier ist das, was du suchen musst. 3, 2, 1, los! Ihr müsst hier hochkommen, nur dann zählt's. Hierher kommen bitte, hier hinkommen. Und wir stoppen die Zeit, 32 Sekunden. Ich hole mal kurz, eine Sekunde. Nichts passiert, ne?
Geil, danke schön. Ihr seid, also ich habe das richtig, Anni, yes. Fertig, darf ich reden? Ja, jetzt ach, cool, ist danke. Abgelaufen. Genau. Also es, ihr seid verheiratet. Korrekt. Danke schön. Ja, also, ah, aber danke, lange? Dass ihr mitgemacht habt. Oh, 2,5 Jahre? Sehr gut, okay. Danke an... Ja, wir wissen es ja noch nicht, lieber Moment. Christian. Vielleicht stimmt das, vielleicht hast du mir ja was Falsches gebracht. Wir müssen es ja erst noch... Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Personalausweis. Und Christian musste holen ein Ehepaar aus dem Publikum und das hat er geschafft. Sehr, sehr gut. Sehr gute Zeit. Dankeschön an euch. Danke. Das ist euer Applaus. Dankeschön. So, ja. Dankeschön. So, Christian ist fertig. Jay ist fertig. Jetzt dürfen die anderen drei, einer von euch, Peter, Brahmen, Sepp, ihr dürft gerne zu mir kommen. Du hast die Regeln verstanden, lieber Brahmen. Du zeigst mir einen Begriff und dann mache ich dann auf ganz entspannt, geh da hin, lass mir schön viel Zeit und guck mal. Darfst nicht reden und nicht schreien. Darf nicht reden, ja. Yes. Du hast gesagt, ich darf die nutzen. Du darfst einmal wählen. Ich darf die nutzen von Jules. Ganz ehrlich? Alle? So, in der... Wenn ich da erst drüber nachdenke, würde ich sagen, das ist random, ja? Wenn du mir das machst, so zeigst, denke ich mir so, du mieser Verräter, weißt du, du wirst mich jetzt irgendwie über den Tisch ziehen. Ich fühle mich gerade wie bei so einem Zaubertrick, ja, wirklich so, nimm den. Ich nehme den. Okay. Mir wurde gesagt, noch nicht reingucken. Tauschst du den jetzt? Das ist die Nummer 7. Du hast dich für die Nummer 7 entschieden. Ja, okay. Nee, du, weiß ich noch nicht. Ich zeig dir jetzt erst den Begriff und dann zähle ich 3, 2, 1 und dann geht's erst los, okay? Wir entspannen uns alle. Haben wir ganz entspannt. Genau. So, jetzt muss schneller ist besser, ne? Muss ich nur noch aufbekommen. Bist du bereit? Das hier. Ja, aber doch nicht alle. Du musst 3, 2, 1, los. Die nicht. Ja, Zeit gestoppt. Also. Entschuldigung. Leben noch alle? Hast du die wiedergekriegt? Oh Gott. Weil jetzt die Nase hat jemand eine Packung Tempo, die er mir leihen kann? Da, danke schön. Sehr gut, danke schön. Also, Bram hat mir hier eine Packung Taschentücher gebracht. Und wir schauen einmal, ob das stimmt, denn die sind von Softies, das ist vielleicht ganz wichtig, und er sollte mir bringen, eine Packung Taschentücher, aber nicht von Tempo, das hast du richtig gelöst, innerhalb von 15 Sekunden. Sehr gut. Danke. Von wem war das? Wer wollt ihr das zurückhaben? Hätte ihr das gegeben? Ist das wichtig? Wem, ja? Ja. Echt gemacht. Oh! Nice! Ja, oder? Sehr gut. Sehr schön, okay. Dann fehlen noch 2, Peter oder Sepp. Einer von euch beiden. Was macht Jada eigentlich? Der verteilt Kissen. Das ist sehr nett von dir. Von den Helfern. Die Helfer bekommen Sachen. Ja, dann mach das mal gerade. Wer war denn jetzt der Softie? Ja. Ah, du warst der Softie. Bitteschön. Wieso? Ja. Sag ich gleich. Ach so, alles klar. Okay. Peng, peng, peng. Cool. Okay, Sepp, du bist dran. Ja. Du darfst jetzt einmal dir eine Karte hier aussuchen, einen Umschlag. Sind die alle gleich? Oh, 12 ist cool. Ja, 12 nehmen wir. Die Nummer 12. Gib mir den gerne nochmal. Dankeschön. So, cool. Ich zeig dir den jetzt einmal. Nur Pantomime, nicht reden. Kurze Regelfrage. Bis wo muss das Objekt der Begierde kommen? Zu mir. Ich muss zu mir. Ich darf das zu dir werfen? Bei mir steht. Nö. Okay. Du musst hier hinkommen mit dem Gegenstand. Wo ist die Treppe? Es gibt nur eine Treppe? Okay. So, die Nummer 12. So, ich zeig dir das einmal jetzt. Ja. Dann zähle ich 3, 2, 1 runter. Ja. Dann darfst du Gegenstand Nummer 12 hier dann für mich holen. Okay. Also, 3, 2, 1, los! Nicht hinfallen. Und stopp! Zeitstopp. Sehr gut.
Du hast mir eine Sonnenbrille gebracht. Ja, war ein bisschen schwierig, weil es ist dunkel hier. Es ist dunkel hier. Auch die Sonnenbrille, also es ist eine leichte Sonnenbrille, aber es ist auf jeden Fall eine Sonnenbrille. Und dann schauen wir einmal nach. Was solltest du holen? Eine Sonnenbrille! Jawohl! Sehr schön! Dankeschön! Auch das eine gute. Ich bring's mal wieder zurück. Du bringst das besser mal zurück, genau. Und dann fehlt jetzt noch einer, derjenige, der das Rennen liebt. Der Dynamischste aus dem Pizzeed. Ah, danke, Luca. Ich war jetzt ganz schön lange in dieser stillen Ecke da. Ich habe mich wirklich so gefühlt, als hätte ich was verbrochen. Vielleicht, ja, sie ist als Strafe, genau. Ja, du darfst jetzt hier einen von diesen Umschlägen ziehen. Ist egal welchen. Dankeschön. Gib mir den einmal nochmal. Also. Weil man das da hinten nicht so gut versteht. Also, ich muss wieder exakt an diese Stelle damit kommen, quasi. Ihm in die Hand geben. Mir in die Hand geben. Mir in die Hand geben oder aber hier ich darf es nicht hier werfen. Genau. Du hast dich für die Nummer 6 entschieden. Wo ist denn hier der Weg nach unten? Ah, da hinten, okay. Geradeaus runter, Peter. Ja, einfach nee. Springen. Ich habe viel Schwungmasse. Und du darfst nicht reden und nicht schreiben. Nicht reden und nicht schreien. Okay. Gebrochenen und nicht schreiben. Achso, dann auch nicht. Nicht reden. Ja. Genau. Okay, dann zeige ich dir das jetzt. Ich zähle dann 3, 2, 1 runter und dann geht's los, okay? Okay. Also. Alles klar? 3, 2, 1, los! Was? Also. Du bist. Ich bin 20. 20, ja. Ich bin jetzt. Und wir stoppen die Zeit. Sehr gut. 39 Sekunden. Da stand jünger als 20, ne? Das klären wir jetzt einmal. Wer bist du denn? Ich bin Jonas und ich bin 18. Du bist 18? Hallo Jonas, danke schön erstmal, dass du mich verstanden hast. Sehr gut. Das war nämlich gar nicht so simpel. Also, Jonas ist 18 und Peter sollte finden, eine Person aus dem Publikum, die jünger ist als 20. Deswegen konnte ich dich nicht nehmen. Das hast du geschafft. Weil... Sehr gut. Aber es ist auch schwierig zu beschreiben. Aber ja, Dankeschön, Jonas. Dankeschön, Jonas. Ja, du kriegst nochmal was Geiles. Noch ein Kissen. Genau. Hier, bitteschön. Das danke, ist dass ein du Applaus. Mitgemacht vielen, hast. Vielen Dank. Danke, Jonas. Also, eine Sache muss ich dir sagen. Du bist mein Leidensbruder im Geiste. Wieso? Du musstest jemanden. Naja, die anderen mussten alle nur Gegenstände holen und wir mussten Personen aus den Reihen hier vorne holen. Ach, das ist dann zeitlich. Das dauert ich jetzt mal, dass länger. Wir schlechter sind. Da bin ich bei euch, das ist schon deutlich schwerer. Ja, okay. So, ja, gut, machst du nichts, das weiß man ja vorher nicht. Wir hatten halt Pech dann. Ja, ihr habt alle sehr, sehr gute Zeiten hinbekommen. Und ich habe eine ganz kurze Frage noch, weil der Chat das vorhin geschrieben hat. Als er mir die Tempos gegeben hat. Ja. Habe ich die in der Hand gehabt und habe tatsächlich gesagt, ach, das sind die scheiß falsch und habe die weggeschmissen. Aha. Ich wollte das ganz kurz einmal der Ehrlichkeit halber sagen, weil ich da nicht drüber nachgedacht habe. Das ist sehr fair. Und danach habe ich von ihm die Softies gegriffen. Ehrlicherweise aber auch hat er die schon lange vorher gehalten. Weil ich hatte erst links die Tempos, die habe ich auch genommen, dachte mir, fuck, wieder wrong. Und dann hatte er die Softies und die habe ich mir gegriffen. Das musst du jetzt entscheiden, ich wollte das nur gesagt haben, der Fairness halber. Das ist sehr fair von dir. Aber weil du so fair bist, bist du disqualifiziert. Ja, dann ist das halt so. Ich würde sagen, da du so fair warst und das hier so Spaß macht und wir auch noch ein bisschen Zeit haben, glaube ich, für das Spiel, dann musst du halt einfach noch mal jetzt dran. Also komm bitte noch mal mit nach vorne. Hey, zweite Chancen sind gute Chancen. Ja, also Bram, du hast es weiterhin verstanden, du darfst nicht reden. Ja. Gut, dann darfst du dir jetzt wieder einen hier aussuchen. Deine Zeit wird natürlich genullt. Willst du mit denen anzeigen? Ja, beim letzten Mal war gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Jetzt hast du zwei gezogen. Soll ich du kannst auch gerne, also du kannst auch zweimal ran. Geht's so. Nee, ich will gar nichts hier. Wie du das bitte? Naja, bin ich der Schuldige. Gut. Das ist die Nummer. Den wollte ich abgeben. Habe ich dich ausgetrickst, ne? Scheiße! Also den willst du spielen? Den will ich spielen. Okay, gut. Aber wo habe ich den jetzt her, ne? Den hat mir Ben gerade gegeben, während ich da saß. Ah, okay. Ja. Der ist aber in meinem Team leider. Ja, glaubst du. Das hier ist die Nummer 11. Du hast dich für die Nummer 11 entschieden. Ja.
Und ich hoffe, wir nullen einmal die Zeit, bitte. Ja, genau, nullen mal hier die Zeit. Ja, sehr so gut. Lieber Bram, ja. Ich zähle dann noch runter. Ja, ich habe jetzt schon Angst, ich weiß, ja. Okay. 3, 2, 1, los! Oh. Oh, oh. Ja, stopp. Was? Okay, das geht wirklich schneller als eine Person. Usain Brammen. Kannst du noch ein bisschen laufen hinter der Bühne? Warum geht Bram jetzt einfach? Der holt jetzt Kissen. Ach so, ja, okay. Also, wow. Hätten Sie auf dem anderen Abend abnehmen können, weil der Zähler ja... Das ist eine sehr, sehr gute Zeit. Ich also weiß nicht, ich habe das ja nicht so ganz mitbekommen, was die anderen hatten, ne? Aber das ist, glaube ich, ganz gut. So, du hast... Warum gehst du jetzt einfach? Ach so, ich wollte Dankeschön sagen, weil ich habe 9 Sekunden nur gebraucht. Ich bin krass. Ja, ja, aber wir sollten vielleicht, wir sollten vielleicht erst mal auflösen, wie wäre das? Entschuldigung, ja. Also, Bramen hat mir ein wunderbares Haargummi mit sogar noch einem Haar dran gebracht. Dankeschön. Das ist ein Haargummi, möchte ich sagen. Ja, ja, nee, das ist genau. Ja, okay. Und du solltest mir bringen ein Haargummi. Und das hast du auch geschafft innerhalb von 9 Sekunden. Sehr gut. So, das darfst du jetzt einmal zurückbringen. Oh. Das war hart delivered. Das war krass. Das war krass. Ach, da stehen die Zeiten ja. Ja, Ram hat sich verbessert. Schade. Danke fürs Mitdenken. Ich glaube, Ram hat gewonnen. Kann man so sagen. Wow. Ey, Bram hat das, glaube ich, kurz seine Haare berührt, da war das Gummi schon raus. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das war zu schnell, Alter. Du kannst fast Brams. Anni, der Zettel hat gesagt, du hast 29 gebraucht. Suchst du deine Karten, Anni? Ja, ich suche meine Moderationskarten. Hast du da sitzt? Hast du auf meinen Platz gelegt. Dankeschön. Bitteschön. So, weil ohne Moderationskarten ist das, sonst wird das hier nichts mehr. Ach so. So. Okay, sehr schön. Also alle haben einmal hier etwas... Wie bin ich da hochgesprungen? Ja, das frage ich mich aber auch. Ja. Alter. Ich habe kurz deinen Fuß gelenkt. Ein absolutes Tier. Sehr gut. Okay, das habt ihr sehr, sehr schön gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde sagen, wir schauen dann einmal auf das Voting. Wie haben denn die Teams euch eingeschätzt? Wir haben einmal das Team Publikum. Ihr habt die Frage beantwortet, wer aus Team Feedsweet wird die geringste Zeit zum Konfiszieren benötigen. Und den Twitch-Chat haben wir gefragt. Auf das Ergebnis vom Twitch-Chat bin ich sehr gespannt, ob das jetzt hier eingeblendet wird. Und damit starten wir auch mal. Was hat denn der Twitch-Chat gesagt? Danke für den Race. Der Twitch-Chat wieder. Aber wir haben natürlich unseren Notar und mit 41%. Wow. Er war einfach sprachlos. Hat der Twitch-Chat Brammen gewählt. Wow! Not bad. Hey, hey, hey. Ja. Wenn der Twitch-Chat gewinnt, ist gut, da müssen wir nicht singen. Also, mega! Aber jetzt mal die Frage, ich kenne das Ergebnis ja noch nicht. Wenn ihr jetzt hier nicht für mich gewählt habt, wieso gibst du mir innerhalb von 0 Sekunden dein Gummi und sagst hier bitte? Das Schöne ist, das Publikum weiß ja gar nicht, was sie gewotet haben. Ach so. Ja. Entschuldigung. Das haben wir gedacht. Also, gut. Bram hat ja auch die geringste Zeit, das heißt, der Twitch-Chat hat sich hier ganz gut entschieden. Dann danke für den Raid, aber trotzdem. Die Freuds haben gerade geradet. Ah ja, danke schön. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Also. Dann schauen wir uns noch an, was das Publikum gesagt hat. Was ist denn das Publikumsvoting? Jay! Es tut mir so leid, aber ich war ja auch der Erste. Ich war es ja viel schwerer. Ja, dann das Publikum das stimmt. Leider. Naja, so Bram war Tier. Peters war echt schwerer. Peters war wirklich schwer. Selbst wenn du das sofort weißt, was sollst du machen? Die Person auf den Arm nehmen? Ja, so ist das. Das ist Losglück. Na ja, gut, ist halt gelost. Ne? Ja, aber ist mit halt dem da hochspringen. Ja. Werfen einfach. Ja, ich schmeiß das einfach werfen. An die ja, Arme. Also die schnellste Zeit hatte Bram. Darf ich ja nicht. Der Chat hat sich für Bram entschieden. Das ist ein Vorteil für den Twitch-Chat beim zweiten Spiel. Und fertig ab, Mick. Leider keinen Vorteil. Tut mir leid, Hamburg. Ja, ihr könnt gerne einmal für den Twitch-Chat niemals mehr für mich voten. Das wäre sehr, sehr nett. Die können das ja leider nicht. Du hattest 2 Personen? Der Chat... Ach, freut sich aber, das ist sehr gut. Ehepaar. Ja, also 2-1 steht es nach dem zweiten Spiel. Okay. Ja, gut. Aber wir haben ja noch 2 Spiele und danach das große Finale. Und Spiel Nummer 3, das startet jetzt und heißt so. Boxen! Alle Boxen haben die. Aha, Fitness-Strecke. Oh. Aha.
Warum habe ich eigentlich was gesagt? Ohne Scheiß! Oh. Okay, alle Boxen an, die haben wir uns jetzt hier bei, drauf geeinigt bei Team Pizmeet. Chat, also ich kann mich da. Was ist das denn für eine Kacke? Hey Jules, wenn du uns hinter der Bühne hörst, kannst du dich noch an unser Gespräch erinnern. Muss er bald nicht mehr, dann ist er nicht mehr da. Ihr dürft gerne einmal die Kopfhörer wieder aufsetzen. Achso, damit ihr das jetzt nicht mitbekommt, weil ich erkläre jetzt einmal die Regeln. Nur Kopfhörer? Ja. Das Geile ist, mit den Kopfhörern höre ich an, die genauso gut wie wenn du nach vorne redest. Also. Das ist gar nicht, also lasst euch da nicht limitieren. Ne? Einfach Kopfhörer aufsetzen. Ja, wobei, ich höre nicht gut. Sehr schön. Okay, guck mal, das klappt ja immer besser. Wir spielen das dritte Spiel, das heißt Fitness-Tracker. Und die Jungs werden jetzt gleich einen Fitness-Tracker bekommen. Und Schritte werden gezählt. Und wer am Ende die meisten Schritte gemacht hat, der hat natürlich dann gewonnen. Beziehungsweise das müsstet ihr einschätzen, wer von den fünf die meisten Schritte machen wird. Es wird aber noch eine kleine Überraschung geben. Das sage ich jetzt schon mal, was das sein wird. Das möchte ich jetzt noch nicht spoilern, aber es werden Schritte gezählt. So, das bedeutet, wir starten jetzt einmal das Chat-Voting. Lieber Chat, ihr dürft jetzt abstimmen. Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen und dann den Namen der Person, von der ihr ausgeht, dass sie die meisten Schritte machen wird. Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen, Pete zum Beispiel. Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen, Brammen und so weiter. Und ihr dürft dann einmal voten. Das funktioniert auch schon sehr, sehr schön. Und das Publikum wird natürlich auch voten. Und dafür gehe ich jetzt wieder ins Publikum. Das so. Wo war ich denn noch nicht? Ich war schon überall, oder? Aber ja, komm, dann machen wir da nochmal. So, die meisten Schritte mit dem Fitness-Tracker. Und ich höre gerade, Lamia Grande hat nochmal eine Sub-Bombe geworfen. 10 Abos, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch wäre das nicht möglich. Guck mal, hier, wer bist du denn? Ich bin der Wein. Hallo, traust du dir das zu? Ja, ich traue mich das. Okay, dann darfst du einmal abstimmen. Wer kann die meisten Schritte machen mit dem Fitness-Tracker? Geheim hier abstimmen. Sehr schön, danke schön für dein Vote. Dann sind wir hier nochmal. Hallo, wer bist du? Der Tim. Du darfst auch einmal abstimmen. Sehr schön. Da lässt du mich einmal kurz hier durch. Genau, dann komm mal, dann machen wir hier die Liste noch voll. Hallo, wer bist du? Maxi. Du darfst auch einmal abstimmen. Vielen Dank. Du? Patrick. Patrick darf auch abstimmen. Warte, ja genau, jetzt. Sehr schön. Oh Gott, da hinten komme ich nicht mehr gut hin. So, wer bist du? Kevin. Kevin darf auch abstimmen. So, könnt ihr das gerade einfach durchgeben? Ich glaube, das ist einfach. So, gebt das mir einfach dann wieder vor. Du darfst dich wieder hinsetzen. So, guck mal, jetzt voten hier alle aus dem Publikum. Alle wissen natürlich nicht, was gewotet wurde. So kann auch keiner hier manipuliert werden. Und alle haben in der Reihe abgestimmt. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Einmal durchgeben. Dankeschön, Dankeschön. So, und eine Person nehmen wir noch. Guck mal, du hast dich schon gemeldet. Wer bist du? Ich bin Philipp aus Jena. Aha, okay, guck mal, direkt schon die Stadt mitgenannt, du darfst einmal noch abstimmen. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Gut, wir haben alle Votes und der Twitch-Chat war auch hoffentlich, oh Gott, jetzt kriege ich die hier, war auch aktiv. Ja, sehr schön. Hallo, Jay. Was denn? Nee, alles gut. Hä? Nee, ist alles gut. So, ich würde sagen, lieber Twitch-Chat, da das Publikum fertig ist, beenden wir auch das Voting im Twitch-Chat. Ihr habt alle abgestimmt. Vielen, vielen Dank. Das Voting lösen wir natürlich erst gleich auf. Liebes Team Pizmeet, ihr dürft einmal die Kopfhörer abnehmen. Also, wer auch immer für mich abgestimmt hat, der tut mir jetzt schon leid. Da kann man doch mal klatschen, wenn man die Kopfhörer abnehmen. Ja, Fitness-Tracker. Weißt du, was ein Fitness-Tracker ist? Entweder musst eine Uhr. Ja, entweder musst du jetzt ganz viele Meter laufen oder du musst jetzt gleich hier Puls kriegen. Wie viel oder? Hast du denn heute schon gelaufen? Ich glaube, einfach. 7.000 Schritte. Wie schnell kannst du... Was? 12.000 hast du schon? 12.700. Wie machst du das, Mann? Ja, wir sind Also das ist so, das ist so aber du hast dich nicht wieder auf 30 cm Größe gestellt, oder? Nee, aber ich bin auch wirklich schon echt viel gegangen. Ich war schon bei irgendwie 6.000, bevor ich in den Zug gestiegen bin. So, wir spielen das Spiel Fitness-Tracker. Und das funktioniert so, ihr bekommt jetzt alle hier einen Fitness-Tracker dran. Das dürft ihr euch gerne auch schon einmal
dranpacken. Wo macht man das dran? An den ans Bein. Kork. Du kannst es auch gerne ans Bein packen. Meiner ist leer. So. Ach nee, Moment, das ist der Knopf. Ja, nice. Sinn an, yeah. Alles gut. Also einmal mach mal meinen einen ab und mach den anderen dran. Ja, wirklich, mach mal den einen ab und den anderen dran. Also ich habe jetzt mal eine kurze Regelfrage, ja? Ja. Ich habe ja noch gar keine Regeln erklärt, aber stell gerne eine Regelfrage. So ein Fitness-Tracker haben wir ja herausgefunden. Wenn Bram den auf 30 cm Körpergröße einstellt, ja, dann schafft er von hier Schritte. Einmal die Bühne entlang 5000 Schritte. Was müssen wir denn auf überhaupt machen? Auf welcher Größe ist denn das hier eingestellt? Auf 1,86 oder? Das ist auf deine Größe von 2,3 Meter eingestellt. Das glaube ich dir nicht. Ja. Nee, also bitte alle dran machen. Wie fest muss das denn? Sollte das blau werden irgendwann? Lass ihn doch erst erklären und dann fragen. Das wäre vielleicht ganz gut, oder? Nee. Ach so. Kann ich schon mal vorher fragen. Ja, hopp. So, wow. Das Spiel läuft schon quasi. Jetzt keinen? Ha, 93! Ah, da. Hallo, können wir mal dem Moderator erklären lassen, was wir machen müssen? Ja, im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr habt einen Fitness-Tracker an den Arm bekommen und ihr müsst jetzt Schritte sammeln. Wie zählt das Ding Schritte? Ja, du, ich habe das Ding nicht programmiert, ne? Also, ja, also macht er das wirklich über die Hände? Der zählt die Schritte, ja. So gut, wie eben so ein Ding für 10 Euro das sammeln kann. Also so? Also ich sag mal so, das sind jetzt nicht die Hightech-Dinger, die ihr normalerweise gewöhnt seid, sondern das sind ein bisschen billigere, ihr müsst das vielleicht... Das waren 47? Ich bin immer noch bei... Meiner zählt gar nichts. Der zählt ja auch nichts. Beweg dich da auch mal, du Das Stück. War keiner? Hey, der steht wahrscheinlich schon auf... Ich habe nämlich schon 83. Da. Das sieht läuft sehr schön schon. Aus. Dankeschön. Der zählt keine Schritte! Doch, der wird gleich zählen. Du hast es ja auch kaum dran. Guck mal, das hat ja einen richtigen... Wie lange Zeit haben wir denn? Wie lange ich haben wir auch bei derselben Schrittzahl? Ich kann das enger machen, wenn du möchtest. Kannst du es auch gerne enger machen. Christian läuft hier schon. Mach vielleicht an meine rechten Arm, da kann ich besser Schritte so machen. Ja, mach ich, hab ich auch. Ab wann denn? Ab jetzt? Ja. Meine ist auf Fahrradfahren eingestellt. Sehr schön, Matthias. Ist das nicht regelkonform? Das sind keine Schritte, Andi. Nö, das ist alles in Ordnung. Ihr dürft das machen, wie ihr wollt. Ich hab einen bisher. Ey, der zählt bei mir nicht hoch, Andi. Denk dran, der zählt nicht hoch. Denk dran, der Abend geht noch ein bisschen. Wie lange laufen wir? Gehen. 5 Minuten. Nee. Der zählt nicht hoch. Dann machst du, dann checkt er das. Das macht ihr sehr schön. Also überanstrengt euch nicht. Ich würde euch bitten, einmal noch mehr hier hochzukommen. Kommt bitte einmal noch mal zu mir, Christian. Wie kommt? Was willst du mir damit sagen? Wollen wir jetzt zu dir kommen? Okay, hast du gesagt, wir sollen zu dir kommen? Ja, genau. Kommt mal bitte zu mir, Jay, bitte zu mir kommen. Der zählt bei mir immer noch nicht. Ey, wenn das jetzt nicht zählt, ne? Der zählt halt immer das noch klingt nicht so, als wäre das nur ein Test gewesen. Das wäre so arschig. Dann geh ich. Naja, ihr habt mir nicht zugehört, ihr seid einfach losgerannt, ne? Was? Du hast gesagt, ab jetzt läuft die Zeit. Ja, ja. Also, ihr habt jetzt... Macht das gerne wieder dran, genau. Wir spielen jetzt dieses Spiel Fitness-Tracker. Der Gag ist daran. Seh ich dein Scheiß ernst? Das ist so rigged, Alter. Ah, gar kein Problem, Jay. Was hast du denn jetzt gemacht? Ja, aber du hast ja schon mehr auf der Uhr. Hat sich da der wenigstens gelohnt? Ja. Ja, weiß ich noch nicht, wie viel hast du? Nicht viel. Der mehr. Hat bei mir ich hab 200. 14.000. Ja, nicht mal, der hat bei mir den ganzen Anfang, hat ja nichts gemacht. Ich hab ja, vielleicht zieht er nach auch. Dass du falsche Schritte gemacht hast. Also vielleicht das sind falsche Schritte, willst du mich das verarschen? Du hast so gemacht, das sind ja keine Schritte, du musst hier gehen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass du musst schon richtig laufen. Also, ihr habt dafür genug Zeit, das zu machen, denn das Schöne ist, wir spielen dieses Spiel Fitness Tracker parallel zum nächsten Spiel. Oh, das ist ja okay. Tür Nummer 4. Cool. Und ja, weiter, Andi. Rennt einfach weg. Moment. Ihr könnt gerne, ja, wenn ihr wollt, wir könnt jetzt gerne noch ein paar Schritte sammeln. Aber das kann zählt ja zuhören, nicht rein, oder nicht? Doch, natürlich, das zählt schon. Das aber zählt jetzt schon. Hey! Ah, dann trackt der nicht. Dann startet der nächste Arme Spiel. Müssen immer unten bleiben. Ja, das mache ich aber erst, wenn die wieder da sind. Ja, ich meine, gerade ist der Nachteil für uns. Ja, lauf doch. Kommt gerne zu mir. Nee, ich kann ja hier zuhören.
Okay, wenn Christian hier zuhört. Ich kann hier auch zuhören. Dann machen wir das jetzt so. Wir starten jetzt direkt Spiel Nummer 4 und wir spielen das Fitness-Tracker-Spiel parallel zu Spiel Nummer 4. Und das Spiel Nummer 4, das heißt so. Was ist das? Das zählt nicht? Peter, ich geb. Andi, das hat immer noch nicht gezählt. Jetzt habe ich einen gemacht. Du hast einen gemacht, den du nicht hingesetzt hast. Also, wir spielen das jetzt hier parallel. Ich muss euch aber bitten, jetzt euch einmal noch mal die Kopfhörer aufzusetzen. Das ist die Uhrzeit. Auf was stellst du denn hier ein? Hey, du musst da einmal drauf. Da sind deine Schritte, Alter. Alter, ist das dumm? Guck mal da. Vielleicht zählt er ja doch. Ja. Das ist der sogenannte DAO, der dümmste anzunehmen. Ja, das da. Wirklich. Genau. Ja, aber ich dachte, die ist halt auf die Schritte eingestellt, weißt du? Ja, ja, okay, merkt man schon. Ich würde euch bitten, einmal, oh, guck mal, die haben ja schon all die Kopfhörer aufgezogen. Das wird jetzt sehr interessant für die Regie, hier alles einzufangen. Ach so, ja. Wir auch heute noch mal die Kopfhörer aufsetzen. Sehr schön. Ach, das ist doch scheiße. Das ist was anderes. Wir spielen jetzt das vierte Spiel, während die Jungs hier noch Schritte sammeln und ganz fleißig sind und sich so viel bewegen wie noch nie vorher wahrscheinlich. Spiel Nummer 4 heißt Nachbarschaftsstreit. Und die Regeln sind folgende. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Ruckzuck gesehen habt, aber sowas werden wir jetzt hier spielen. Die Teilnehmer stehen hier gleich Rücken an Rücken hintereinander. Der Erste hat keine Kopfhörer auf, dem zeige ich einen Begriff. Diesen Begriff muss er der nächsten Person der Reihe erklären. Dazu tippt er dieser Person auf die Schulter, der nimmt die Kopfhörer ab, muss sich das anhören. Und wenn er den erraten hat, geht es zur nächsten Person und so weiter, bis alle Personen einmal abgefrühstückt wurden. Und wenn die letzte Person innerhalb der Zeit mir den korrekten Begriff nennen kann, dann, dann haben sie diese Runde geschafft. Und ich würde sagen, wir spielen insgesamt 12 Runden. Wir spielen ein paar Runden, weil das, glaube ich, sehr viel Spaß macht. Und auf die genaueren Regeln gehe ich gleich noch ein. Es gibt noch ein paar Einschränkungen, aber das ist im Groben das Ganze, weil ich weiß ganz genau, dass die 5 hier gleich sehr viele Regelfragen haben werden. Die klären wir aber natürlich alle gleich noch. Und in der Zeit dürft ihr natürlich wieder voten. Lieber Chat, ihr dürft voten. Hallo, Sepp. Hi. Ah, du hörst ja. Achso, doch, du hörst was. Okay, alles klar. Lieber Chat, ihr dürft voten. Und zwar im Chat. Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen und dann die Anzahl der Runden, die ihr glaubt, die Teams, beziehungsweise die 5, gleich schaffen werden, also die Begriffe erraten werden. Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen 1, Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen 0 oder 10 oder eben 12. Wir spielen 12 Runden und das könnt ihr machen. Und in der Zeit, in der der Twitch-Chat votet, kann natürlich auch wieder das Publikum voten. Das zählt ja bei mir nicht. Dafür gehe ich jetzt ins Publikum und schauen wir das uns mal an. Hier, guck mal, der mittlere Block. Hallo. So. Erste Reihe. Hallo. Ich bin Tom. Du bist Tom. Dann darfst du hier einmal voten. Einfach auf die Zahl drücken. Vielen, vielen Dank. Wer bist du? Nils. Nils. Auch einmal bitte. Ihr dürft gerne das einmal vielleicht nach hinten geben. Hey, Luca, läufst du für mich? Die Jungs nehmen das Spiel sehr ernst. Das finde ich sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Also Bram tanzt sehr viel. Christian ist unten unterwegs, Jay eher oben, Sepp macht hier noch ein Vlog. Tempo drauf. Hol, 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 hol. Wieder zurück. Das gefällt unserem Fitnesscoach Luca, dass hier ein paar Schritte gemacht werden. So, jetzt sind wir, glaube ich, einmal hinten in der Reihe angekommen. Und dann dürft ihr gerne... Bitte einmal zu mir zurück, sonst kommt das nie wieder hier an. Oh, keine Schritte mehr. Keine Schritte mehr. Nein! Vielen, vielen Dank. So, dann fragen wir noch hier einmal, wer bist du? Wir hatten schon, ich bin Nils. Wir hatten schon, stimmt. Ja, ich kann mir keine Gesichter merken, das ist das Problem. Hatten wir dich schon? Nein, noch nicht. Nein, dann fangen wir mal mit dir. So, bitteschön. Ja, du darfst einmal auf eine Zahl tippen, was du glaubst. Ihr könnt das auch hier gerne einmal die Reihe durchgeben, dann einmal zu mir zurück, bitte. Ich finde das sehr schön. Bram macht es sich mittlerweile gemütlich. Also das ist derjenige, der hier
es so ein bisschen einfacher nimmt. Je nachdem. Aber zum Glück, ihr habt ja schon gewotet für das Fitness-Tracker-Spiel. Mal andersrum. Das heißt, ihr könnt hier nicht beeinflusst werden. Ah, sehr schön. Unsere Kissen. Also Christian nimmt das hier als Workout, Sepp auch. Finde ich sehr gut. Okay, also wir sind an der Reihe angekommen hier am Schluss. Und damit er einmal das Tablet zu mir zurück. Sehr schön. Okay. Vielen, vielen Dank. 2000 Schritte. Gut, dann haben wir alle Votings aus dem Publikum. Und dann gehen wir über und beenden auch das Voting im Chat. Lieber Chat, ihr habt fertig gewotet. Das ist sehr schön. Jay? Ja, der Chat hat fertig gewotet. Mein Gott. Ja? So. Ist er da? Ihr dürft gerne einmal zu mir kommen, das wäre sehr nett. Wenn ihr einmal zu mir kommt und die Kopfhörer abnehmt, hört ihr mich überhaupt? Kopfhörer einmal ab. Kopfhörer abnehmen, einmal abnehmen. Hm? Guck mal, Christian und Sepp haben es mitbekommen, Bram ist auch hier. Jay, komm gerne einmal hierher, wir haben nämlich etwas anzukündigen. Andi, ja. Wie lange hat das jetzt gedauert? Bist du da der Erklärer? 6, 7 Minuten. 1000. 6 Minuten? Nein, das habe ich auch. Das, was ich hier gemacht habe, waren 200 Schritte. Was? Was? Ihr habt ja okay. Alle die gleichen Voraussetzungen. Wann habt ihr dafür Müll gewonnen? Gleichen Tracker. Also kommt gerne einmal hier hin. Ich bin mal kurz Pause, bitte. Okay, kurz Pause. Wenn, du das, wenn der Moderator das befiehlt. Einmal kurz bitte Pause machen. Wir spielen jetzt das Spiel Nachbarschaftsstreit. Okay. Ja, ich hasse meine Nachbarn. Okay, danke für die Info. Wir wohnen alle nebeneinander? Ja, du musst die andere Hand jetzt ja, so mehr oder weniger. Ah. Ich erkläre jetzt gleich die Regeln. Das Schöne ist, beim nächsten Spiel seid ihr nicht zu fünft, auch nicht zu viert. Ihr seid mindestens fünf, ihr seid sogar 6 Leute. Hä? Denn wir haben einen Gast, den wir jetzt hier auf die Bühne holen. Mag Gäste nicht. Max, wie die Peace-Week-Community. Pauschal. Cools. Dann schauen wir mal, ob ihr diesen Gast mögt. Er ist nämlich der Host von mehreren Podcasts, ist CEO, Founder und Investor. Und wenn ihr jetzt denkt, dass Frank Thelen kommt, mit seinem Skateboard hier reingefahren, da muss ich euch jetzt leider enttäuschen, das ist nämlich nicht Frank Thelen. Er ist außerdem mit Bram verheiratet und ein Teil von Dr. Freud. Ladies and Gentlemen, großen Applaus für Paul! Hallo Hamburg! Boah, gut geworfen, ey! Nice! Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Ich stinke. Alles lieber gut. Nicht. Hallo, Paul. Hi. Ich möchte dich auch begrüßen mit Ich hasse Gäste. Wollen wir uns auch noch begrüßen? Das ja. Ich würde mich sehr freuen. Ich Hallo, Paul. Danke für die Einladung. Deswegen der Raid. Welcher so. Raid? Ah. Ach so, deswegen der Raid. Ja, hi. Ja. Paul, ja. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass du gekommen bist. Ihr seid hier auch, wir sind ja auf der Polaris, ihr kocht hier ganz viel, habe ich gesehen. Ne? Also, wir kochen jeden Tag. Ihr kocht jeden Tag, ich habe mir das aufgeschrieben. Ihr seid morgen, macht ihr um 12 Uhr Gyoza, um 16 Uhr kochen also extrem. Oh. Am Sonntag macht ihr Pasta Frita. Warum, also, aber nächstes Jahr von tubert euch das weg? Oder wir kochen jeden Tag und das dazwischen war Quizzen extrem. Stimmt, das macht ihr auch noch. Also ja. Ihr habt hier ein volles Programm. Das heißt, wenn ihr Dr. Freud sehen wollt, dann habt ihr in den nächsten Tagen ordentlich Zeit dafür. Das nicht stimmt. Nur heute. Dankeschön. Dr. Hey. Freud! Und ihr könnt das natürlich auch im Stream dann wir haben da auch einen Stand. Hey. Aber wir haben da auch einen Stand, hey. Genau. Geil! Hey. Aber wir sind schon fast ausverkauft. Aber ist auch schön. Schade. Ne, ist gut. Macher sind sehr gut. Geil. Ich find's gut. Paul! Ich möchte übrigens nächstes Mal, dass ihr das an beiden Armen habt. Das ist viel angenehmer. Ja, also während die uns hier noch Schritte sammeln, spielen wir jetzt Nachbarschaftsstreit. Und ich erkläre das einmal für euch alle hier, damit ihr das alle auch gehört habt. Ich glaube, der Tracker ist kaputt. Ich habe gerade einen Puls von 186. Ich glaube, das ist vollkommen normal. Das würde ich auch sagen, ja. Also, ihr steht hier gleich alle in einer Reihe nebeneinander. 5 von euch bekommen einen Kopfhörer auf. Der erste, der bei mir steht, keinen. Ich zeige diesem Ersten dann einen Begriff
Und diesen Begriff muss die Person der nächsten Person der Reihe erklären. Das heißt, auf die Schulter klopfen, diese Person nimmt die Kopfhörer ab und dann wird erklärt. Sobald diese Person es erraten hat, muss diese Person es der nächsten Person in der Reihe, also auch wieder auf die Schulter klopfen, Kopfhörer abnehmen, erklären und so weiter. Und das am besten ruckzuck. Am besten ruckzuck, genau, so schnell wie möglich. Genau. Klar, okay. Das Wichtige ist, ihr dürft euch in den Erklärungen nicht doppeln. Das heißt, das, was der Erste erklärt hat, darf der Zweite natürlich auch nicht sagen. Das wäre ja einfach, sonst könnte ja jeder das gar nicht sagen. Aber woher weiß der Dritte, was der Erste gesagt hat? Ja. Das ist das Problem bei Das ist Show, das Problem die bei dieser Show. Das heißt, ihr müsst ja etwas taktisch rangehen. Ich habe Angst. Ihr müsst überlegen, wie man das hier taktisch... Dürfen wir uns absprechen? Ihr dürft euch vorher natürlich... Okay, das heißt, wir müssen die verrückteste... Okay, was denn? Ich erkläre erst die Regeln zu Ende. Ah ja, okay, alles klar. Wer hat denn über die Schritte gezählt? Für die Erklärungen, ganz wichtig, bitte einmal zuhören. Ihr dürft nicht, wenn zum Beispiel der Begriff Fußball ist, dürft ihr nicht Fuß oder Ball sagen. Oder ja. Fußball dürft ihr auch nicht sagen. Aber darf ich Matthias Sammer da? Aber ein Football ist ja was anderes, ne? Haben wir ja gesehen. Keine Dialekte oder Fremdsprachen, Geräusche oder Gesten. Aber was würdest du sagen? Womit spielt man in der NFL? Mit einem Ball. Okay. Mit einer Schweinsblase. Also keine Dialekte, keine Fremdsprachen, keine Geräusche, keine Gesten. Ihr dürft nicht singen, ihr dürft nicht reimen, falls ihr auf solche Ideen kommt. Ja, reimen? Was reimt sich auf Schwein? Achso, was reimt sich auf Schwein? Ja, okay, verstehe. Ich dachte, ich darf generell meine Erklärung nicht in Reimform ab. Aber ich darf sagen, das Gegenteil vom Mond für Sonne. Ja. Nee. Wäre aber Reimen ist verboten? Nee. Gegenteile dürfen gemacht werden. Aha. Aha. Wichtig ist noch, derjenige, der erraten muss, der sagt dann den Begriff und der erklärt, muss bestätigen, dass das der korrekte gesuchte Begriff ist. Immer sagen, ja, ist richtig, nächster. Nicht, dass hier ein falscher Begriff dann durchgeht, okay? Ja, also man zieht dann aber auch nicht die Kopfhörer wieder auf, sondern lässt sie dann für die Runde ab, wenn du einmal dran warst. Genau. Ja, okay. Aber darfst du mehr als ein Wort sagen? Ja, klar. Du darfst richtig erklären. Ach so, ja, okay. Ja, erklären. Du darfst nur das Wort nicht benutzen. Ja. Ja, im Endeffekt wie bei Ruckzuck. Ich habe das nie geguckt. Oder wie Tabu. Was? Tabu. Wir spielen insgesamt 12 Runden und ihr habt pro Runde 50 Sekunden Zeit. Also ihr müsst innerhalb von 50 Sekunden jetzt durch die komplette Reihe schaffen. 50 Sekunden. Und wir rotieren durch. Wir rotieren durch, sodass jeder zweimal vorne. Also 10 Sekunden für pro Person. Weniger als 10. Der Erste weiß es ja. Nee, mehr. Ja, wir sind auf 6. Also genau. Ja, also 10 Sekunden bei 50 Sekunden. Recht. Ja, tut mir leid. So, das bedeutet, wir spielen 12 Runden. Ihr dürft jetzt euch gerne mal mit den Taktiken besprechen, wie ihr das machen würdet. Aber der letzte weil ihr dürft euch ja nicht doppeln bei den Erklärungen. Ja, ja. Fünf Leute. Ich würde sonst abbrechen. Okay. Dann direkt ab. Sorry, das bin ich cool genug war. Also der Doppeln wird abgebrochen. Der Begriff ist verloren, wenn es eine Doppelung gibt. Ja, und wir wissen aber Leuten? Ja, und wir wissen nicht, was die anderen gesagt haben. Sechs Leute? Das heißt, du musst als Erster möglichst kompliziert sein. Ja, du musst halt, und wenn du der Letzte bist, darfst du das Offensichtlichste sein. Ja, dann sagst du so, das Gegenteil von Sonne. Das wird niemals funktionieren. Wow, das wird niemals funktionieren. Der Erste sagt. Glaube ich auch nicht. Aber der Erste muss es super kompliziert erklären. Hab ich das? Naja, die ersten 5 müssen super kompliziert erklären. Okay. Aber wer nicht smart, wenn der Erste das einfach macht, damit er schon mal schnell anfängt? Ja, kann man auch mal. Wir können auch sagen, der Erste macht einfach, da dürfen alle anderen keine einfach. Wenn ich als Dritter gehe ich ja davon aus, dass der Erste das maximal kompliziert gemacht hat. Sonst kommst du ja gar nicht so weit auch. Du musst ja erstmal sagen, einfach hier schaffen. Steht. Du bist der erraten muss. Deswegen bist du hier als Gast, oder? Ich glaube, ich bin der Erste, der sagt. Nee, wir gehen durch. Achso. Das dürft ihr selber bestimmen. Ich glaube, wir gehen durch. Wir wechseln die Position. Ich habe keine Ahnung. In die Reihe. Okay. Können wir mal eine Proberunde machen? Oder wir machen einfach mal die erste Runde. Wir machen einfach mal die erste Runde, oder? Gut, okay. So, und der Erste macht das Einfachste und der Rest versucht, das komisch zu erklären. Okay. Wenn das die Taktik ist, ihr dürft natürlich die Taktik währenddessen ändern. Also kommt gerne. Wenn ich Mathe erklären will und ich sage schon Schule und der Nächste sagt auch irgendwann Schule. Also man darf gar kein Wort doppelt sagen. Nein. Auch nicht in einem anderen Kontext. Wenn du jetzt eine Erklärung lieferst und der zwei Leute später liefert fast die genau gleiche Erklärung. Ja, die gleiche ist klar, aber ich meine, der benutzt das gleiche Wort wie ich. Also ein Wort wie der oder Bahn. Entschuldigung. Aber wenn zwei sagen ein Fach in der Schule, dann ist scheiße. Okay. Ja. Mist. Deine Scheiße. Dann ist schon scheiße. Du hast noch 2 Tage Messe vor dir, ne? Ja. Ja, sehr gut. Ich habe aber nur gebrüllt heute. Okay, nice. Ja, dann merkt man gar nicht. Dann, wenn ihr die Taktik gesprochen habt, bleibt bitte in der Reihenfolge, wie ihr euch jetzt hinstellt. Okay. Also Jay, Bramen, bitte nicht mehr wechseln.
ob wir dann setzt bitte die Kopfhörer auf. Wir dürfen nicht mehr wechseln. Kopfhörer, Leute. Ich muss meine Kopfhörer noch holen. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ja. Bitte? Ich brauche keine. Er liest ja und dann erklärt er mir ja, wofür brauche ich Kopfhörer? Falls er nachfragt, ja okay. Setz bitte die Kopfhörer. In welche Richtung muss er denn? Ah, da hinten. Ich bin der Letzte, okay. Ja, bei der ersten Runde bist du der Letzte. Ja, ja. Gut. Wir kommen zur ersten Runde. Mischen wir auch? Ich zeige dir den Begriff. Oder machst du was Einfaches? Achso, ich glaube, willst du gerade fragen, während Leute die Kopfhörer aufhaben? Wir rotieren danach. Aber der Counter geht erst los, wenn ich ihn antippe, oder? Wie kannst du das verstehen, wenn du die Kopfhörer aufhast? Ich sag dann Start und ab dann läuft die Zeit. Aber ich muss auch denken können. Du musst auch denken können. Wir sollten weiter auseinanderstehen, weil sonst wird Brammen bei seinem Organ Sonne sagen und das verstehe ich dann trotzdem. Gut, dann geht ein bisschen weiter auseinander. Ihr habt ja, könnt ja Schritte machen. Danke, Jay. Pass mal. 50 Sekunden habt ihr Zeit. Paul. Ja, geh mal weiter. Wir müssen beide aus, weil wir uns zu gut verstehen. Weil wir haben ja auch also Mikros und so. Gut, haben wir es jetzt. Armlänge Abstand. Okay, sehr schön. Paul, dein Begriff lautet aber noch so. Zeigen? 3, 2, 1 ich, und bitteschön. Ich glaube nicht. So. Da bin ich, da tanze ich und greife Kugel. Das Disco. Mikro. 70er, Swing, ja. Wo? Michael Jackson, Disco. Oh. Lichtermaschine, Musik. Tanzen, Disco. Ja. 80er Jahre, das ist voll, Baby. Groovy. Da, nee, geht man rein und viel wird reflektiert und man hat Spaß. Und trinkt 5 Sekunden. Viel. Kneipe. 3. Disco. Und die Zeit ist abgelaufen. Was? Sonne? Nein. Die Zeit ist abgelaufen. Versager. Niemals. Das war schon voll gut. Es ist halt super schwierig, weil du denkst, okay, Disco, darfst du jetzt wahrscheinlich nichts mit Tanzen sagen? Darfst du wahrscheinlich nichts mit Licht ich sagen? Hatte, das Gute war, ich hatte 70er, du hattest 80er. Ja. Das war gut. Ja, also Disco. Das habt ihr gut gemacht, aber leider diese Runde nicht geschafft. Wären Songs okay? Also wenn ich meinem Vordermann sage, Pogo, Klingel. Solange du nicht singst. Okay, du darfst nicht singen. Nightlife sagen. So. Ja, das wäre Sprechgesang. Das ihr dürft jetzt gerne einmal rotieren. Also ich würde sagen, Christian, rutsch auf. Du bist ja, nach Disco gekommen. Ein Aufrutschen. Ja, ein Aufrutschen. Peter. Nein, nein, schon. Ich dachte in die andere Richtung. Moment, hey, was ist das? So. Erklär's jetzt Paul. So. Also, ach so. Ist relativ einfach, glaube ich. In die Richtung. Ja. Nee, da. Wir schauen mal, ob ihr das innerhalb von 50 Sekunden hinbekommt. Im Zweifel muss ich euch auch mehr Zeit geben, ist aber ja mega gucken wir mal. Da kann ich gar nicht ich habe ja auch ein paar. Wir kommen zu Runde Nummer 2. Ich sage 3, 2, 1 und dann geht's los. Und der Begriff, den du erklären musst, ist dieser hier. 3, 2, 1, los. 1, 1, 0. Polizei. Blaulicht. Polizei. Ja. Wenn Räuber da sind, kommt die? Polizei. FBI in klein. CIA. Deiner. Polizei? Ja. Tatütata. Polizei. Sehr gut! Sehr gut! Jawohl! Ja. Nice! Nice! Ja, nice. Keine Doppelung? Nein. Alles gut. Kein Doppelung. Krass, Alter. Aha. Das ist eure erste also noch. Erfolgreiche Runde. Das nice. Also es geht, ihr hattet noch 28 Sekunden Zeit gehabt. Nein! Nein! Nice. Mega! Das war cool, Leute! Mega geil! Geht euch nicht? Sag mal, wie können die eigentlich singen, wenn die genau, ganze Zeit... Aber, also ach so, scheiße, ich hab keine Kopfhörer mehr. Bräuchte den ja schon. Ach so. Warte, ich hab meine Kopfhörer irgendwo verloren. War der nicht eigene? Ich hab zwischendurch Spiel 3 vergessen. Das ist meine. Wir rotieren, ich hab deine. Ach so, du, ja. Wir mussten ja den Chat aussehen. Ausblenden. Voll Sinn. Wir sollten, stimmt. Ben, kannst du bitte den Chat auf der Bühne ausblenden? Also ich hab nicht drauf geguckt. Ja, bisher auch noch nicht drauf geguckt, aber es ist ein kluger Gedanke. Na gut, da ist er weg. Okay. Alle haben die Kopfhörer auf. Sagst du mir das oder kriege ich das ich zu sehen? Ich zeig dir das. Okay. Und ich sag mal, dann nicht 3, 2, 1 los, sondern die Zeit startet dann sofort, weil ihr macht das ja eh. Runde Nummer 3. Mach 3, 2, 1. Okay. Sepp, dein Begriff? 3, 2, 1, los. Panik. Angst, Panic Room, Schweiß. Schwitzen. Panik. Schweißperlen, Angst, Stirn. Darfst du auch erklären, ne? Ja.
nicht Punching. Die Räuber kommen, ich verstecke mich und es passiert was, was ich auch habe, wenn ich schnell renne. Außer Puste? Feststecken? Nee, ja. Es läuft überall. Schweiß? Aber Schwitzen? Ich habe aber eine bestimmte Sorte von diesem Ding. Blutschweiß? Nee, sondern das, wenn Räuber kommen und ich... Oh. Angstschweiß. Ja. Wenn du einen Herzinfarkt hast, da gibt es ein Symptom, wo Wasser aus deinen Poren rausläuft. Wie nennt man das? Nein, das fühlt schon. Aneurysma. Nein, du hast einen Herzinfarkt und dann läuft überall Wasser raus aus deinen Poren. Schweiß. Ja, aber das Wort, was du gerade gesagt hast, nur mit Furcht. Furcht. Ein anderes Wort für Furcht. Angstschweiß. Die Zeit ist abgelaufen. Das ist voll schwierig gewesen, das Wort, Alter. Angstschweiß ist so schwierig. Und dann durfte ich nicht sagen, was ich gesagt habe. Das war schon viel. Ja, die Zeit ist auf null. Ja, es ist abgelaufen, 50 Sekunden. Ja, Junge, Alter, Angstschweiß. So, nächster. Ja. Angstschweiß war mega schwer. Andi, den hast du nachher noch. Ballern. Also, mach mal. Peter, gib mal deinen Kopfhörer. Du genau, deine Peter, bitte ballern. Kopfhörer. Ach so, wo sind deine Kopfhörer? Ja, weiß ich nicht. Wie weißt du nicht? Auch. Ja, keine Ahnung. Ey, mach mal Kopfhörer hier auf. Dein ganzer Block jetzt. Ich hab das Gefühl, ich hab mein Mikro kaputt. Kopfhörer auf, Rahmen bitte. 50 Sekunden Zeit. Komm, Mikkel, mal mit. Nicht Pantomime. Ach so, nicht Pantomime. Ja. Jawohl, ja. Ist er dabei. So, dein Begriff, Peter. Begriff Nummer 4 ist dieser hier. Und los geht's. Ach so, ich bin schon dran. Darf ich singen? Nein, nicht singen. Scheiße. Sag es einfach. Den Song ZDF-Sendung mit Peter Lustig. Mit Peter Löwenzahn. Ein anderes Wort für Pusteblume. Also, Löwenzahn? Ja. Peter Lustig. Wie heißt der denn? Da müssen wir leider abbrechen. Stopp, 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 stopp. Ihr habt mit Peter Lustig angefangen? Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einfach anfangen. Das war doch nicht also das Einfachste nicht. Ist doch Blume mit weißen... Gelb. Gelb. Das ist einfacher als Peter Lustig. Am Anfang sind Blume wir mit weißen Zeug. Ja. Darauf einen Daumen hoch. Ja. Also ihr habt 4 Runden gespielt, davon eine bisher erfolgreich. Wie viele müssen wir schaffen? Doppeln, wir spielen 12 Runden. Wie viele ihr was? Schafft, ist ja egal. Was? Ich muss erst ja, mal nach vorne gehen. Schaffen, ist ja egal. Ja, gib mir mal Kopf ja aber 12 genau. Runden? Gib mir den ja, Kopf dann geben wir die mit hier. Weiter durch. Was? Ich noch laufen. Ja mega sweaty. Sorry, ich hab den Trend ausgelöst. Alter, nee. Ja, Sepp hat mir meine abgenommen. Ja, dann nimm die von Sepp. Ja, jeder, ich, Christian hat meine. Also meine wir haben eine zu wenig wegen Paul. Ich hab die von Christian. Nee, es braucht ja immer einer nicht. Ist ja egal. Die sind voll geschwitzt. Ja, die sind voll. Wir lieben uns alle. Ja, ja, genau. Dauert immer ein bisschen, ne, Bram? Aber so seid ihr. Das machst du sehr gut. Ich weiß. Warst du früher irgendwie auf dem Land? Hast Kühe gemolken? Nee. Nee, ich war im Puff. Gut, Alter. Du musst dir Geld ranbringen, ne? Ich merke schon. Zeiten waren schwer. Ja. Du warst halt früher. Von irgendwas müssen unsere Gelder ja bezahlen. Ja, von nichts kommt nichts, ne? Richtig. Also, alle haben die Kopfhörer auf. 50 ja. Sekunden Zeit. Du musst erklären, nicht singen, keine ja. Pantomime. Kein Reim. Das ist dein Begriff. Okay. Und los geht's. Ich geh mal so auf einen Taucher. Der hat. Den darf ich gar nicht sagen. Nein, stopp. Direkt vorbei. Bram hat direkt verkackt. Was? Was passiert? Ey, wir hatten ein schweres Wort. Das hast du mit Absicht gemacht. Das war ein richtig schweres Wort. Dann habe ich ihn mit Absicht gemacht. Was war das Wort? Taucherbrille. Und was hast du gesagt? So ein Taucher hat. Oh. Großartig. Das war schon hart. Das war nichts. Oh, danke. Ja. MVP. So, ich geh mal nach vorne, ne? Ja. Immerhin haben wir schon einen. Ja, stimmt. Ja? Oh, ja, Polizei. Aber Leute, jetzt sind da noch schwere Wörter hier. Jetzt bekommen wir eine absolute Sahneerklärung. Ja. Jonathan fängt an. Ah ja, sehr gut. Was denn? Ach, Mensch. Ja. Ey. So, mir kriegt mal nochmal Stimmung in deinem Block jetzt. Warten wir noch kurz, bis alle Kopfhörer aufhaben. Na gut, dran mal die Kopfhörer auf. Jay, ja. Bist du bereit? Nee. Gut. Runde Nummer 6 müsste das jetzt sein. Aha. Und dein Begriff ist dieser hier. Und bitteschön. Hast du in der Hose? Ja, und das kannst du jetzt noch ausdrücken mit Schild. Und? Was? Schild und? Pene, Schwert. Ja. Was? Standardwaffe von einem Ritter. Schwert. Link trägt ein... Schild. Das andere. Schwert. Ja. Okay. Scheide. Penis. In der Scheide. Penis. Nee.
Im Schwert. Ja. Ein Zweihänder ist ein Schwert. Ja. Ja. Okay. Hatte noch niemand gesagt, Zweihänder, ne? Nee. Aber was ein Anfang. Ja, ich wollte alles extra schwer machen, damit ich direkt... Er hat schwer angefangen mit Hast du in der Hose? Und ich so... Wir machen das Einfachste zu Beginn. Ja, aber ich dachte, ich hab ihn... Aber es hat ja funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Der Erfolg gibt ihm recht. Zwei Punkte. Ja, also sechs Runden gespielt, zwei habt ihr geschafft. Das war auch einfacher als Taucherbrille. Das stimmt aber wirklich. Paul ist wieder bei mir. Schön, dass du wieder da bist. Ja, danke, danke. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, Runde Nummer 7. Alle bitte die Kopfhörer auf. Kopfhörer auf. Ach so, warte, andersrum. Mikkel, komm, einmal noch. Was macht der eigentlich? Ich sehe immer nur zwischendrin, fangen die plötzlich an zu klatschen. Ja, da sitzt Mikkel. Der ist, der fällt negativ auf. Hallo. Hast du noch dein Schild? Ah, danke schön, Mikkel, du bist so süß. Sieht man das gerade? Da steht ein Schild, hält Mikkel hoch, wo Andi drauf steht und ein Herz. Oh. Zeit geht ja noch gar nicht runter. Ach, guck mal, da sieht man es. Aber jetzt fällt er doch positiv auf. Was ist denn los? Keine Ahnung, es geht nicht weiter. Haben wir schon verkackt? Dankeschön. Weiß ich nicht. So. Runde Nummer 7. Paul beginnt. Alle haben ihre Kopfhörer auf und dein Begriff ist dieser hier und bitteschön. Im Kino ab 18. Sexfilm. Nee, der andere. Slasher. Horrorfilm. Ja. Guckt Peter nicht gerne. Horror. Film. Horrorfilm. Scream 3 ist ein Horrorfilm. Ja. Chucky und die Mörderpuppe ist ein Film. Was für eine Sorte? Genre? Horrorfilm. Sehr gut. So, Resident Evil ist ein? Horrorfilm. Ja. Jawohl! Sehr gut! Okay. Okay. Ich hätte ein Horrorspiel sagen müssen. Ich bin auch davon... Aber ich bin halt davon jetzt, hä? Ich bin davon ausgegangen, dass du Horrorspiel sagst. What the fuck? Da wäre ich jetzt auch von ausgegangen, aber gut. Warum komme ich denn auf Film? Weil du alles richtig gemacht hast. Das ist ja super dumm. Es ist ein Film. Ja, ich weiß, aber warum komme ich nicht aufs Spiel? Ein Horrorspiel. Ein Horrorspiel hätte es auch sein können, aber. 3 Punkte habt ihr bisher gemacht. Wir haben 7 Runden gespielt. Alle bitte die Kopfhörer aufsetzen. Das haben wir. Christian, bist du bereit? Ja. Sehr schön. Dein Begriff ist dieser hier. Und los. Ach, ich bin der Erste. Feivel ist eine. Maus. Und der stirbt in einer. Normalerweise eine. Klippe, Mausfalle. Ja. Da legt man Käse rein. In einen Leib, in meinen Mund. Um was zu töten. Um was zu töten? Also Mausfalle. Ja. Ratte in klein. Maus. Wenn du das erwischen willst. Mausfalle. Die Katze und... Hund. Nee, Maus. Und, ja, genau. Und die... Tot. Maus tot. Maus ist tot. Ja, aber wie? Wie? Hat eine Mäusefalle. Ja. Ins Bett gehen. Dann gehst du in die. In die Falle. Ja, schon weiter, weiter. Und jetzt hat so ein kleines Vieh. So ein kleines. Mäusefalle. Ja. Yeah, oh, 2 Sekunden. 2 Sekunden, hey, Alter. Wenn du was? Ey, gut, dass du die gesagt hast. Da gehst du in die Falle? Ja, weil er die gesagt ja, hat. Ja, in die. Hä, wie heißt das nicht? Wow. Mausefalle? Wie schlecht. Muss der irgendwo ja kommen? 2 Sekunden. Sehr gut. Was hat der am Ende gesagt, dass er drauf kommt? Ist doch so, wenn du mit gut. der Ehefrau dann in also dem Bett liegst. Jetzt sind wir drin. Nur 3 Punkte hintereinander. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin, genau. Jetzt sind wir drin. Ja, die kann ja gar nicht mehr schief gehen jetzt. Mikkel, jetzt sind wir drin. Jetzt geh ich ab. Ruhig. So nämlich. Wer sitzt da eigentlich? Oh, ihr Mann. Jawohl, ist drin. Wir sind drin, Junge. Wie viel haben wir eigentlich? 4 Runden vier haben wir noch. Vier haben wir schon. 4 Runden haben wir noch. Genau. Alle bitte Kopfhörer aufziehen. Okay. 50 Sekunden Zeit, bitte erklären. Keine Pantomime. Ach du. Und dein Begriff mein ist... Mein Gehirn funktioniert eh nicht mehr. Dieser hier und los geht's. Im Weltall. Ja, Galaxie, Raumschiff, Alien. Raumfahrer. Hat ihr anderer Wort? Raumfahrer. Hat einen Helm auf? Ja, Astronaut. Ja! Fliegt in einer Rakete. Ein Astronaut. Richtig.
Neil Armstrong. Astronaut. Ja. Fliegt auf dem Mars. Elon Musk. Nee, aber war auch vorher auf was anderem. War vorher, ach so, generell ein Astronaut? Ja. So ein Typ, der in eine Rakete geht. Astronaut. Oh, da müssen wir leider abbrechen. Irgendwas ist passiert. Ja, ich habe Rakete gesagt. Ja. Ich habe gesagt, jemand, der in der Rakete Nein. fliegt. Der Erkläransatz, der gab, den gab es schon. Wir sind raus, Mikkel. Toll, Peter. Ganz toll, Peter. Was machen wir? Bleiben wir hier, gehen wir nach Hause. Ja, also diese Runde leider nicht geschafft. Wir bleiben weiterhin bei 4. Das sieht aus wie mein CS-Verhältnis. Ja. Ohne Scheiß. 5-4 oder sowas. Echt? So nee, gut bist du? Nee. Ich bin 1,6 gerankt, voll für den Arsch. Hey. Dachte erst, Luca hätte gelacht. Ja. Was doch? Ja, echt? Das war aber untypisch, es war gar keine Robbe. Okay, zieh mal deine Kopfhörer auf. Beim genau, wir haben noch 3 Runden. Ja, bitte einmal Kopfhörer aufziehen. Ah. Peter, da bist du wieder, das freut mich. 50 Sekunden hast du Zeit. Ja, ich habe jetzt gelernt, ich darf nicht singen. Okay, jetzt sind wir wieder drin. Und dein Begriff. Du kommst immer näher. Entschuldigung. Lautet... So, und los. Achso, ja, ich bin da früh dran. Ist groß und da kommt das beste Getränk der Welt raus. Milch? Kuh? Nein, das beste Getränk der Welt aus meiner Perspektive. Bier? Ja, und das ist groß, aber. Es ist groß. Also da, wo es rauskommt. Groß. Fass. Ja, und das zusammen? Bierfass. Richtig. Alter. Wenn ich sehr dick bin, dann habe ich keinen Sixpack, sondern ein. Was, eine Wampe? Ja, aber wenn Bauch. Ich. Kein Sixpack, sondern gleich das Ganze. Was? Wie heißt das? Scheiße, ich weiß nicht, wie das heißt. Wie nennt man das? Kastenbier. Ja, nur halt in, als, ne? Fass. Ja, und jetzt? Bierfass. Ja, danke. Das ist nicht so einfach. Das ist so aus Holz und das kann man zapfen. Da kann man zapfen draus. Bierfass. Ja. Ja, konnte man nicht, was, das ist, was ich wollte. Er hat schon wieder vergessen, Alter. Angestochen. Bier. Und wie heißt das Ding? Und was? Bierfass. Ist ja. Abgelaufen. Ah, scheiße. Rum. Ich hatte kurz wieder vergessen. Oh, wieder schwer. Ich erkläre gut. Ach so, ja. Sepp läuft weiter. Bierfass wäre das Wort gewesen. Auch diese Runde leider nicht. Bierfass. Ja, was? Jetzt mir nicht. Ich habe Bierfass gesagt, oder das beste Getränk der Welt. Und ich versuche es. Was? Ich versuche es wirklich. Was? Das ist sehr gut. Wir haben noch 2 Runden. Mich? Ja. Bitte alle Kopfhörer aufsetzen. Wenn wenigstens Wasser gesagt hätte. Du bist auch länger hier auf der Messe, wa? Ja. Sonntag streamst du noch, wa? Ja, am Sonntag. Alle da draußen. Sonntag. Am Sonntag mache ich mit Mikkel, der da auch da hinten sitzt, den großen Paradiescreme-Test. Okay, das halt. Ja, wir machen den großen Paradiescreme-Test. Das ist ein Paradiescreme. Das ist quasi so. Das also, nicht als Wort, ist jetzt oder? Egal, die dürfen gerne warten. Aber das ist quasi so eine Dessertcreme. Ja. Und die gibt es in verschiedenen Sorten. Okay. Und ist das so wie Herrencreme? Das wäre das eine davon? Herrencreme in nicht so ganz so lecker. Aber es gibt halt verschiedene Sorten davon. Okay. Und die verköstigen wir. Okay. So ein bisschen wie Rainer Kallmund. Also wir sind quasi Rainer Kallmund. Wir haben noch nicht Personal angefangen. Und so. Okay. Ja. Bin ich gut. Also, angucken. Gerne. Spät? Ah, jetzt geht's los. 12 Uhr auf twitch.tv/dasdilettantischeduett. Einschalten. Ja, da gibt's das. Ja, danke schön, dass ich hier nochmal Werbung mache. Aber nicht jetzt. Sonntag erst. Ihr könnt auch gerne vorbeikommen, wenn ihr Lust habt, am Samstag einfach auf der am Sonntag um 12 Uhr auf der Kochbühne. Das wär's gewesen, jetzt einfach kommt morgen zu kochen, alle stehen da so, keiner. Ja, das wäre cool. Okay, wir haben noch 2 Runden. Bram, alle haben die Kopfhörer auf. Ja. Bram, dein Begriff ist dieser hier. Okay. Und los geht's. Hat ein Lasso. Ted. Nee, was? Nein. Cowboy. Ja. Okay. Dallas. Dallas, das ist die Stadt. Die haben ein Footballteam. Die heißen die Dallas? Das weiß ich. Okay, scheiße. Hast du einen Hut auf? Ja. So, das ist im Wilden Westen. Cowboy. Nee, das ist ohne Hut. Cowboy. Ja. Hat ein Lasso und fängt drin. Oh. Hat ein Lasso und fängt drin. Ich hab nur Lasso gesagt. Mehr nicht. Ich hab gesagt Lasso. Das Warum haben wir denn leider nicht Sportlegastheniker? Also, was heißt denn Sportlegastheniker? Pass auf, Dallas. Denkst du gleich? Dennis? Dallas. Was? Dallas. Cowboys. Ja, aber ich weiß ja den... Ja, ich weiß. Ja, dann aber ich weiß doch den Begriff schon. Mein Gott, das war ein Sportding. Das ist halt Pech jetzt gewesen. Warte mal. Hast du nix? Das finde ich auch voll gut. Sag denen mal nicht Bescheid, dass wir schon fertig sind. Was ist los?
Das ist schon lange durch. Ich habe schon mir gedacht, das kann doch gar nicht mehr so lange dauern. Die Zeit ist doch längst um, Alter. Sekunden können doch nicht so lange. Ja, ohne Scheiß, ey. Das wäre Cowboy gewesen. Cowboy. Hä, hey, das war doch einfach. Ich habe Lasso gesagt. Ja. Ja, Lasso ist doch gut. Ja, Paul hat auch Lasso. Ja, okay. Oh, nö. Ja, das passiert halt. Man kann, also ja, das passiert halt. Ne? Ich dachte, du sagst Pistolen. Wobei Paul überraschend häufig das Gleiche sagt, wie wir sagen. Ne? Wie ich, ja. Sogar. Oh. Und, kennst du das, wenn jemanden kennst? Ja, sorry. Die Sätze des anderen vervollständigen kannst. Wenn du so den Soulmate hast. Ja, nee, kenn ich nicht. Ah. So, wir spielen noch eine Runde. Das ist die letzte Runde, jetzt bitte alle die Kopfhörer aufsetzen. Lass das nochmal einmal anstrengen, Leute, jetzt kommt. Immer ein Stück weiter da vorne. Wollen wir dann nochmal die Reihenfolge ändern? Also liegt nur an mir, nicht an dir. Nein, das liegt nicht an dir. Gut. Wollen wir nochmal kurz einen Kaffee trinken gehen? Wir können gerne, du kannst noch ein paar Schritte sammeln. Wir haben hier leckere Getränke im Backstage. Du kannst gerne hier nochmal rumgehen, geh nochmal ins Publikum, genau. Schau dir das mal ein bisschen an hier. Ja, komm. Ich will auch klatschen, jawohl. Dankeschön. Gut. Okay, Jay, die letzte Runde. Gleich schon wieder um. Die letzte Runde. Das hier ist dein Begriff. Los geht's. Ist gerade. Ist gerade. Ja. Polaris, nee, also. Herbst. Der Tag. Ist der Samstag, ja. Freitag. Naja, und was ist das? Wochenende. Ja. Hoch die, na nee, das darf man nicht. Was haben wir? Du hast das schon gesagt, Wochenende. Okay. Aber geh mal weiter, ich hab doch noch nichts gesagt. Weiter. Ist Part der von Sonntag und Samstag zusammen. Wochenende. Ja. Hat das noch keiner gesagt? Oh. Nach Freitag kommt? Samstag. Und das ist? Ein Wochenende. Ja. Oh mein Gott. Das versuchen wir nie zu arbeiten. Drei. Wochenende. Ja. Ja! Nein. Nice. Sehr gut. Noch zwei Sekunden hattet ihr. Wow. Nice. Hat dieses Wochenende nicht geklappt. Ich hab's schwerer gemacht. Nee, aber als du sagtest, hoch die Herren. Nee, darf man nicht sagen, wo ich wieder. Alles klar. Wollen wir nicht drüber reden. Ja, das ist sehr schön. Also wir haben jetzt 12 Runden gespielt, davon habt ihr 5 komplett spielen können. In also es ist voll gut, finde ich, dafür, dass das so schwer war. Alter, das war richtig schwer. Die Map ist CT-lastig, die holen wir in der Rückrunde auf. Gebt uns den Chat wieder. Ja, mach jetzt können wir gerne den Chat wieder einwerfen. Ey, mein Bizeps fällt gleich ab. Weil ich bin schon bewusst. Ich werde morgen Muskelkater wie Scheiße haben. Dankeschön. Muskelkater. Das ist aber nächste Wochenende, so hört sich das. Ja, einfach lockerer, nicht so angespannt. Nee, ich muss aber Gas geben. So, okay. Also ihr habt 5 richtig. Ich hätte übrigens ich hatte mir wieder Wochenende, habe ich mir halt zurechtgelegt, habe ich am Freitag so. Und er weiß es halt nicht. Er weiß weil er der Einzige ist, der den Insider nicht kennt. Ja. Weil ich ja sage immer, Freitag ist ja, das ist gut. Aber ihr habt es ja trotzdem geschafft. 5 Runden habt ihr hier erfolgreich spielen können. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die beiden Teams gesagt haben. Das Publikum und der Twitch-Chat. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, wenn wir den Twitch-Chat rumdrehen, dass da gar nichts steht. Deswegen gucken wir mal, wie viele Runden denn der Twitch-Chat gesagt hat. Gar keine. Oh, stark! Aber unser Notar Ben in der Regie sagt mir die richtige Zahl durch und es sind 8. Der Twitch-Chat hat 8 geschätzt. Oh, das ist viel. Wir haben also 3 zu viel. Jetzt müssen wir schauen, ob das Publikum weniger als 3 davon entfernt ist von der 5. Was hat denn das Publikum geschätzt? Auch 8. Oh. Ja, genau. Auch alles 8. Wieder für nix. Also, man merkt, egal wie viele Leute man fragt, ob es 1000 sind oder wie viele auch immer gerade zuschauen, hier wird scheinbar sehr gut gleich geschätzt. Also das letzte Spiel, beide gleich weit entfernt. Das bedeutet beim letzten Spiel beide einen Vorteil für das Finale. Team Twitch-Chat einen Vorteil, Team Publikum einen Vorteil. Sehr, sehr schön. Das war Spiel Nummer 4. Gratulation. Der Twitch-Chat also hier aktuell in Führung. Ich gehe jetzt, ja. Nein, okay, ich gehe nicht. Paul. Ja. Es war uns eine Ehre, dass du da warst. Es war mir eine Ehre, dabei sein zu können. Dankeschön, Paul. Danke, Paul. Danke, Paul. Geiler Typ, der Paul. Du darfst. Paul. Übrigens, großer Fan von euch allen.
Das ehrt uns. Ach, du bist auch ein kleiner Fan von uns. Das ist sehr schön. Okay. Ich nehme dir einmal das Mikrofon Dankeschön. Ab. Genau. Das ist dein Applaus. Danke. So. Ihr macht noch hier schön Schritte. Ich finde das sehr schön, wie diszipliniert ihr das hier durchzieht, weil ihr könntet es ja auch so machen. Ich weiß ja nicht mal, ob das funktioniert. Ja, wahrscheinlich steht da bei dir gleich null, aber wir gucken das einfach mal. Das Schöne ist, ihr habt ja alle die gleichen Tracker, das bedeutet, wir haben ja die gleichen Voraussetzungen. Es geht ja nur darum... Bram zeigt doch null an die ganze Zeit, habe ich gehört. Wir schauen uns das jetzt sofort an. Ja. Also, wie löst du das auf? Der Erste, der die Uhr abnimmt, haben die anderen die ja noch an. Müssen wir gleichzeitig abnehmen. Alle gleichzeitig abnehmen. Ich würde sagen, ihr nehmt die alle gleichzeitig ab. Darf ich die dann noch schütteln? Und dann irgendwo hinlegen wahrscheinlich. Ich verkaufe meine für 50 Euro. Ihr nehmt die gleich, ich zähle runter und dann legt ihr die vor euch auf den Boden. Okay, alles klar. Okay? Okay, dann beenden wir das Spiel in 3, 2, 1, jetzt. Bitte Tracker abnehmen und auf den Boden legen, lieber Jay. Dabei. Ich krieg das nicht so leicht ab. Das ist schon wieder geschummelt. Was? Wo? So. Ich hatte eigentlich zu dem Spiel schon die ganze Zeit eine Frage. War eigentlich gar nicht verboten, das auch jemandem aus dem Publikum zu geben, oder? Nö, war es nicht. Doch. Weil das war das einzige Mal, das du nicht explizit erwähnt hattest. Nee, das haben wir nur nicht gefragt, das wäre aber verboten worden. Meinst du? Aber jetzt im Nachhinein sagt er, das hättest du da machen. Das wäre natürlich erlaubt gewesen. Ja. Natürlich, Dennis. Gut. Warum denkst du auch nicht mit? Dann gehen wir einmal alle durch. Ich würde sagen, wir beginnen mit Jay. Die vollgeschwitzte Ekeldingens da. So, Jay, dein Tracker. Ja. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier. Aber Jay, kommt man da noch näher ran? Oder muss Lies ich jetzt näher gehen? Ja. Sonst sag's doch einfach. Ja, aber wir wollen es ja auch einmal sehen. 4.900. Was? Okay, not bad. Ich glaube, ich war ganz gut. Ich habe nicht mal die Hälfte. 15 Schritte. Eine durchaus respektable Leistung. Das ist oh Mann, Bram hat mich nur abgezogen. Wahrscheinlich 10.000 oder so was, ey. Ja, Andi, nicht mal annähernd. Christian, also du hast noch, jetzt guck mal, jetzt bin ich hier. 1% Akku? Schrittmacher. Akku. Christian hat... Jules haben 3.133 Schritte gemacht. Respektabel. Also er ist hier geschockt. Nee. Also dafür will ich nicht beklatscht werden. Okay. Also Jay aktuell in Führung. Das ist 1.000 weniger. Er hat auch geschummelt. Ich bin doch die ganze Zeit dabei, Alter. Ich mach die ganze Zeit so. Was ist los? Jay schläft heute nach dem Bett und liegt da so. Alter, das kann nicht sein. Okay. Wundert mich bei euch nicht, aber gut. Also, Sepp, du bist der Nächste und Sepp hat 4.539. Mein Gott, diese Uhr ist echt... Was denn jetzt? 4.539 Schritte gemacht. Ist das mehr als Jay? Ich glaube... Wie viel ist das mehr Jay? Oder weniger als Jay? Wir gucken nochmal bei Jay. Es macht doch weniger als Schritt Jay. Jetzt beim Jay Aufgehen. Hat 4.915. Also wow. Jay hat nochmal 500 mehr. Jay aktuell mehr. Weiterhin in Führung. War nicht auf dich gerichtet. Ach so. Nee, war nur auf die Uhr gerichtet. Peters Uhr. Ja, gut. Du hast auch mitgemacht. 2.732. Wie viel hast du? 2.700. Also... Teilnehmer Uhr. Meine Uhr ist kaputt, glaube ich. Abraham hat wahrscheinlich so hart gewonnen. Deinem Wichsding da. Brammen, solltest du mehr haben als Jay, dann wäre das super. Dann hättest du Jay krass, überholt. Ne? Jay aktuell weiterhin der Führende. Können wir schon mal anfangen zu klatschen, bitte? Brammen. Brammen hat 2.710 Schritte gemacht. Stark! Ja, 2.710. Ich glaube, letzter. War auch dabei. Ja, also da hinten die Fraktion, das ist noch ausbaufähig, würde ich sagen. Aber da habe ich jetzt gewonnen, Fitnessstudio oder was? Da habe ich jetzt hier... Luca, du hast doch so ein Projekt, ne? Du hast doch so ein Coaching, oder? So, du gewinnst jetzt das Coaching bei Luca, ist das was? Der Horror. Ja, ich schenke das gerne weiter. Oder so. Ja, also sehr gut, Jay, du hast... Ja, fast mit Abstand zu dem einen oder anderen. Ja, der war ja schon nah dran. Die meisten Schritte gemacht, das ist sehr schön. Deswegen gucken wir uns jetzt auch mal an, was die beiden Teams denn vorher geschätzt haben. Was hat der Twitch-Chat wohl gechattet? Wer hat die meisten Schritte mit dem Fitness-Tracker machen können?
Jay hat gewonnen und wir schauen also einmal. Also mich würde es hart wundern, wenn man mich wählt bei Fitness, come on. Wir schauen, aber was hat denn hart. Das Publikum gesagt? Alles Rammen. Hier, ey. Als wenn ich mich vor euch anstrengen würde. Beim letzten, ich bin da schon hochgesprungen, ja? Ihr müsst auch mal rennen, hier, ich mal schicken. Zweimal! Aber zu meiner Verteidigung, ich dachte, das funktioniert wirklich. Das hat ja funktioniert, so, ja. So viel lernt ihr dazu. 2700. Ja. Schauen wir noch, was der Twitch-Chat gesagt hat. Und auch hier bin ich jetzt gespannt. Das ist nicht. Ah. Aber unser Notar hat mir das aufs Ohr gegeben. Und der Twitch-Chat hat sich mit 55% für Sepp entschieden. Oh, Wunder. Das ist näher dran, zählt das? Aber es war knapp. Vielleicht hat Andi die 1 davor vergessen. Ja, ohne Witz. Beide Teams haben sich nicht für Jay entschieden. Das bedeutet kein Vorteil für beide Teams. Das heißt, das war völlig umsonst. Ja, ich hab's versaut. Danke, Jay. Ja, bitte. Ja. Tut mir leid. Ich fand's aber auf jeden Fall sehr schön, dass ihr euch hier so verausgabt habt. Also einmal im Jahr. Also ich muss gleich duschen. Also ist jetzt nicht so schlimm, aber... Vielleicht ist das ja die nächste Aufgabe. Die ganze Hose ist voll gespielt. Also. Ich habe nur eine mit. Ich hab Hunger. Kriegt ihr da Mia Grande? Hätte ich jetzt wirklich gerne. Wäre nice. Voll nice. Haben wir Pizza Backstage? Ich glaube nicht, leider. Nee. Das ist aber, es wäre auch aus feuerwehrtechnischen Gründen durften wir keinen Ofen hier haben. Ah, okay. Ja. Sonst hätten wir hier Pizza gehabt. Pizza lecken. Ey, das war bei Friendly Fire, ne? Beim letzten Friendly Fire. Dieses Jahr gibt es übrigens auch Friendly Fire. Wann ist das nochmal? 2. Dezember. Und 2. Dezember ab 15 Uhr wieder Friendly Fire. Dazu gab es ja auch kürzlich den Trailer. Und beim letzten Friendly Fire war ja La Mia Grande auch schon mit dabei. Ja. Und ich habe mich da gefühlt wie so ein kleines Kind, weil die haben uns, ich glaube, 2 oder 3 Tiefkühlladungen voll mit Pizzen geliefert. In diese Mega geil. Und ich habe mich so gefreut. Andi, ich habe irgendwie nur eine gesehen. Wo sind die anderen? Alle aufgetaut mit nach Hause, ja genau. Andere springen in so ein Bällebad und Andi in so ein Pizzabad. Ja, wie Dagobert Duck. Deshalb musstest du dir jetzt eine Küche kaufen, weil der Vorrat leer gegangen ist. Genau, zum Beispiel, ja. Also, La Mia Grande ist immer sehr gerne gesehen. Dankeschön, dass ihr heute das hier alles auch unterstützt. Dabei seid. Schön. Denkt dran, lieber Twitch-Chat. Ausrufezeichen Pizza in den Chat, dann könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen und 1 von 5 La Mia Grande Passion Packs gewinnen. Lieber Bram, du hast wieder eine kurze Frage. Ja, genau, und zwar, ich möchte nur ganz kurz zu den Shadik hat gerade aus Versehen für 260 Euro Friendly Fire Merch geshoppt. Könnt ihr nice. Auch machen. Oh, danke. Not bad. Da ganz kurz zu, die Gewinne gehen, die fließen durch, ja, da grabt sich niemand was ab oder so. Also, da, wenn ihr was haben wollt und was Gutes tun wollt, jetzt gönn. Ja. Nicht mal wir. Schade. Da ist jemand ja eigentlich. Halbe Brot weniger. Es gibt ja auch noch ein anderes. Ne? Wir sind ja keine Konkurrenten. Es gibt ja noch Loot für die Welt. Absolut. Das gibt es ja auch noch. Da werden wir auch sein. Da werden wir sein, ja. Ja, ja, da werdet ihr auch sein. Also da kann man auch hier Pete's Meat gucken, sozusagen, aber noch ganz viel mehr. Ich glaube, die sind sogar länger live, ne? Ja, ja, ja. 48 Stunden. Länger als lass uns nicht spekulieren. Genau. Ich glaube ja, die machen eine ganze Woche. Er ja, weiß es oh. nicht. 2 Monate wollten die, glaube ich. Da gibt es also Möglichkeiten, hier karitative Zwecke zu unterstützen. So, wir haben alle 4 Spiele gespielt. Geil. Wir haben ja noch ein großes Finale. Ach, ja. Wir schauen jetzt erstmal auf den Punktestand. Und da sehen wir nochmal Team Twitch Chat aktuell 3 Vorteile, Team Hamburg 2 Vorteile. Das bedeutet, Team also, Twitch Chat geht mit einem kleinen Vorteil ins Finale. Das ist erstmal gut, müssen wir nicht singen, theoretisch. Ja, das kenne ich aus der Bundesliga. Noch mal. Ja, also bisher, wie gesagt, es ist ja noch nichts gewonnen, es ist noch nichts verloren. Wir spielen jetzt ja noch das große Finale. Okay. Und, aber bevor wir das machen, bevor wir das große Finale spielen, das habe ich ja vorher schon angekündigt. Ihr solltet ja ein bisschen Motivation haben über den heutigen Abend, dass ihr hier eine gute Leistung abliefert. Ja. Nicht so wie bisher. Weißt du, zusammen sind wir 100.000 Schritte schon gelaufen, aber egal. Ihr habt das sehr gut gemacht. Ich würde da auch sagen, nochmal einen großen Applaus an die Jungs. Ihr habt euer sehr gutes Bild hier heute Abend abgeliefert. Ich sehe Martin schon hinter der Bühne mit so einem Lächeln, dass bis in die Decke geht, weil er sich einen abkeckt. Ja, da irgendwas in der Hand, aber ich kann das nicht erkennen. Das wird jetzt der größte Müll.
Oh, wir haben Kotzfrucht, können wir essen. Wir haben einen wunderbaren Preis für denjenigen, der, ich sag mal so, das haben wir jetzt backstage ein bisschen mit entschieden, so. Wir haben uns den Abend angeguckt und wir haben entschieden, einer von euch hat heute Abend bisher zumindest eine ganz besondere, gute Leistung. Das ist gelogen, ihr habt euch einen rausgesucht. Wir haben einen rausgesucht, der jetzt die Kotze ist. Oh ja. Wir haben ja Ben nicht ohne Grund im Backstage sitzen. Der hat das hier alles schön getrackt. Der hat geguckt, wer hat heute Abend die beste Leistung abgeliefert. Und für diese Person haben wir... kotzt Bram gerade ins Ben Backstage. Ist weise. Ben wurde gerade gefeuert. Ado, jetzt komm mal her. Das ist ja nicht kaputt, das ist wichtige Technik. Wenn du da jetzt drauf kommst, dann ist er will nicht. Gemacht. Okay. Du kannst hier einfach reingucken. Ja, ich weiß. Da sitzt da Ben. Ja. Und da wollte ich kurz gucken, ob man ihn. Warte mal, das ist kriegen wir den Regie drauf? Hier? Da ist die Regie. Hallo, hier ist die Regie. Also, ehrlicherweise, das geht da noch weiter. Da wurde getrackt, genau, da sehen wir es nochmal. Hier wurde mitgetrackt. Ben und Jules haben das gemacht. Wow. Und dabei kam raus, lieber Jay, du bist heute derjenige, der die beste Leistung hier abgeliefert hat. Sehr gut, Jonathan. Hey. Stark. Du hast dich verausgabt bei den Schritten. Du warst hier sehr gut beim Konfiszieren. Du hast auch eine gute Leistung abgeliefert bei den großen Sieben. Und das ich würde sagen, alle anderen haben eine bessere Leistung gemacht. Nee, du warst schon sehr gut. Du hast es dir schon verdient. Also da war auch nicht mehr drin, muss man sagen. Deswegen. Wir haben einen wunderbaren... Nee. Jay, ja. Ich würde sagen, du hast ja einen wunderbaren Preis auch verdient. Bringt dir den auf die Bühne. Einen großen Applaus für Martin, der bringt den Preis hier auf die Bühne. Ein Eimer Erdnussbutter. Du darfst gerne Essiggurken sind. Ne? Du darfst gerne einmal auspacken. Dein großer Gewinn ist ein 10 Liter Eimer Currygewürzketchup. Oh! Dankeschön, Martin. Oh! Ja! Oh Mann. Geil! Kilo Kindheit! Oh. Was soll ich denn sagen? Ein Eimer Kindheit! Was soll ich denn den Finanzamt erklären? Ja! Einfach ein Kilo! Wo soll ich den kühlen? Den musst du nicht kühlen, den kannst du so mitnehmen. Wie, den soll ich den einmal essen oder was? Ja, natürlich. Also ich sag mal so, wenn wir haben Martin machst, auch da, der kann dann auch austrinken. Also ist gar kein Problem. Ist das überhaupt der mit dem grünen ja, Deckel? Ja, das ist der grüne eigentlich, Peter. Ja, okay, alles nur klar. Nur mit dem roten Deckel. Aber Jay, andere Kinder... Weil der mit dem roten Deckel ist der scharfe. Das kann nein, auch der das Chili ist der... Sein. Nee. Aber da sehe ich Chili. Ja, weil du magst doch scharf so gerne. Nein, das ist Curry, das ist der normale. Jetzt mach mir hier nicht mal einen Preis, das ist der normale. Freust du dich denn, Jay, über deinen ja, Preis? Ja, ich freue mich sehr. Sehr schön. Also du musst den jetzt nicht zwangsweise das fürs Finale auch noch mittragen. Du kannst es natürlich machen, das wäre vielleicht eine kleine... Mittragen? Muss er das jetzt in der Hand halten? Das nicht unbedingt, du darfst es gerne abstellen. Aber es freut mich, dass du dich darüber freust. Nein. Der kam verdient aber auch, Jay, verdient. Ja. Aber geil. Wer will schon irgendeinen Weltmeisterpokal wie Verstappen oder... Nee, im Zweifel... Curry-Gewürz-Ketchup, das ist das Ding, Alter. Richtig. Im Zweifel machst du Sepp die Hälfte in so einen anderen Eimer voll. Ja, das ist mega gut. Andere Kinder kriegen Kinder, du kriegst Kindheit, direkt 10 Kilo auf der Waage, mega. Ja, braucht er jetzt noch mehr. Ja, also ich würde gerne ein Video sehen, wie du das dann isst. Mag deine Frau auch Curry-Gewürz-Ketchup? Ja, Julius mag auch Gewürzketchup. Ja, ich verkaufe dir das für 3.000 Euro. Nee, gar nicht deswegen. Aber wenn dann Finanzamt nächstes Jahr fragt bei der Betriebsprüfung, warum haben Sie eigentlich einen 10-Kilo-Eimer zu einer Show gekauft, dann kann ich zumindest einen Clip zeigen, deswegen. Nee, kannst du nicht. Ja, aber denn wenn du denen den Link schickst, dann sagen die, können wir nicht dürfen die den nicht angucken. Also, das wird lange halten, glaube ich. Aber ich habe auch immer den von, 10 Kilo Eimer den von dort, Alter. Ja, von der Kindheit, der ist zu Hause bei mir im Kühlschrank. Ja, siehst du. Nur halt nicht im 10 Liter Eimer. Brauchst du einen zweiten Kühlschrank. Außerdem, Jay, du hast doch jetzt richtig Hunger, nachdem du so gerödelt hast. Ja. Deswegen hast du dir das auch redlich verdient. Ja. Das sind wahrscheinlich 80.000 Kalorien. Ja, cool. Habt ihr noch die Fitness-Tracker? Ich sehe da noch einen liegen.
Nee, habt ihr die mal nach ja, ich würde sagen, bevor die Betriebsprüfung anruft, wir können die auch gerne noch mal hier ins Publikum werfen. Ja, guck mal hier. Jemand mal, von euch einen Fitness-Tracker gebraucht. Wer will meinen Schweif? Zum Beispiel. Da kann man dann noch einen kleinen Christian draus klonen im Zweifel. Ist das okay, wenn ich den einfach meiner Frau gebe? Nein. Kannst du auch deiner Wer möchte einen Fitness-Tracker? Wer will haben? Ich gebe ihn direkt nach rechts. Guck mal, der ist sogar noch warm. Der ist sogar noch warm. Alles an. Ich werf ihn mal rein. Nach da oben. Dann gehe ich nach links. Rammel da. Oh. Warte, dann oh, Maya, wie soll ich so werfen, Alter? Sehr nett. Ah, okay. Jawohl, 1A gefangen. Andi, es ist die Treppe hat gewonnen. Sehr gut. Treppe, sehr gut, Andi. Sehr gut. So. Wie sollen die das eigentlich aufladen? Gibt es da nicht so Ladestationen für? Ich glaube, da war USB. Mal so gerade dumm gefragt. Das sind billige, das sind ganz normale USB-Stecker, die kann man ganz normal laden. Ja, das sind da USB-Stecker. Ja. Ja, okay, du weißt, du kennst dich aus. Die waren mega teuer, Andi. Oder Jay, das sind so One-Time-Dinger. Wenn die einmal leer sind, schmeißt die weg. Ja, wahrscheinlich. Sehen wir dann. Okay. Weltschutz für die Gruppe. Dann würde ich sagen, seid ihr happy bisher? Ja, mit dem Abend? Ja. Ready fürs Finale. Kindheit gewonnen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt Julius mit dem 10 Kilo. Ja. Der arme Andi. Okay. Wir starten mit dem großen Finale. Yay! Ich konnte es nicht lesen. So, das große Finale, Peter Spanzer. So. Das große Finale. Ihr müsst die Kopfhörer nicht aufsetzen. Ihr könnt sie jetzt einfach so lassen. Das ist das Schöne. Und nochmal zur Erinnerung, Team Twitch Chat, also ein Vorteil mehr, 3-2 für Team Twitch Chat. Das bedeutet, der Chat geht hier mit einem kleinen Vorteil ins Finale. Nur nochmal zur Erinnerung, wenn das Publikum jetzt gleich das Finale gewinnt, dann müssen die 5 Jungs Wonderwall singen von Oasis. Aber leider liegt ihr zurück. Doch, warte mal, das ging ja mit. Dumm gelaufen. Sollte der Chat gewinnen. Find and kill back you. To you. Right aber, now. Wait, wissen wir gleich, für welches Team wir sind beim Finale? Ich erkläre es jetzt. Okay, wer für Twitch ist, wer fürs Publikum ist, muss verkacken. Genau, sollte Team Twitch-Chat gewinnen, aktuell ein Vorteil mehr, dann verlosen wir unter allen, die jetzt gewotet haben, 10 Merch-Pakete. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin mit Ausrufezeichen Pizza im Chat beim La Mia Grande von Dr. Oetker Gewinnspiel mitmachen. So. Der Chat schreibt schon, Leute, wir müssen verlieren. Ja. Bisschen Rick. So, ich würde sagen, unsere fleißigen Helferlein dürfen gerne das Finale schon aufbauen. Hier einmal, ihr dürft gerne schon ran. Könnt ihr schon, sehr schön. Okay. Jules hat genickt. Lasst euch nicht davon irritieren. Ihr könnt euch davon angucken. Ich erkläre es einmal. Lass mich raten, am Ende wird Hamburg und der Chat gewinnen, ne? Nein, wir spielen jetzt das Finale. Also es wird wirklich auch dann einen Sieger geben. Es ist ein legitimes Finale, würde ich sagen. Ja, ja. Wartet einfach ab. Weißt du, das ist alles so rigged. Weißt du, das ist eine seriöse Show. Da vorne in der ersten Reihe, angefangen bei Johanna, die da vorne sitzt. Ja? Hallo. Ja, hallo. Falls ihr es noch nicht wissen oder so, Johanna ist unsere, ist ja von der Second Wave, ist unsere Managerin, ja, und die säuft die ganze Zeit Bier. Und die Frage, die sich stellt, ist, okay. Nein, war kein Bier, war mein Fehler. Bram, jetzt hast du es verraten, Mensch. Jetzt habe ich es verraten. Sehr schön. Okay, also, das Finale funktioniert jetzt so. Team Twitchchat hat 3 Vorteile, Team Hamburg hat 2 Vorteile. Jetzt können wir ein wenig von der Steuer absetzen. Nice. Wir teilen euch jetzt auf, euch 5. Team Twitchchat hat 3 Vorteile, das bedeutet 3 von euch 5 werden jetzt gleich für den Twitch-Chat spielen und 2 von euch für das Publikum. Ihr spielt jetzt quasi hier gleich ein Spiel. Und der Vorteil ist, dass das eine Team einen mehr hat. Genau, der Vorteil ist, dass der Twitch-Chat eine Person mehr hat. Ah ja. Ich lose das gleich aus, wer für welches Team spielt. Was hätten wir denn gemacht bei 3-3? Moment, wer für welches Team? Wir wären ja nur 6. Dann wäre das Problem, also 5 für Team Twitch. Dann wäre einer weggegangen. Dann hätte er nicht gespielt.
Das. Boah, krass. Ja, ja, das verstehe ich nicht. Wir machen das gleich auch kenntlich. Ihr bekommt gleich solche schönen Bandanas dran. Die Personen, die für den Twitch-Chat spielen, das klären wir aber gleich noch ab. Wir bauen jetzt gleich ein Parcours aus insgesamt was 7 Stationen. Hört ihr mir gerne mal zu? Also ihr braucht die Regel nicht zu hören, ne? Ich war noch über diese mathematische Leistung am, okay. am Bekennen. Hört mir gerne einmal zu, ich erkläre die Regeln. Wir spielen jetzt hier gleich 7 Stationen. Auf jeder Station müsst ihr immer eine Aufgabe lösen. Wir spielen ein Best of 7. Das bedeutet 7 Runden. In jeder Runde ist ein Begriff gesucht. Zu diesem Begriff werdet ihr Hinweise sehen. 8 Stück. Und die werdet ihr auf diesem Monitor hier vorne sehen. Der wird gleich ein bisschen rumgedreht. Ihr werdet dort stehen, auf der linken Seite der Bühne. Und auf diesem Bildschirm werdet ihr Hinweise sehen. Zu diesem gesuchten Begriff. Es gibt insgesamt 8 Hinweise. Der erste Hinweis ist noch relativ vage. Nach 10 Sekunden kommt der zweite Hinweis. Der ist vielleicht schon ein bisschen eindeutiger. Dann wieder 10 Sekunden der dritte und so weiter bis zum 8. Hinweis. Wenn ihr dort steht und meint, den Begriff erkannt zu haben anhand der Hinweise, dann rennt ihr los, überwindet diese 7 Stellen. Jay wird gleich 15 Nachfragen stellen. Ich weiß. Jay, hörst du mir zu? Ich helfe gerade Jules. Was? Du brauchst nicht helfen. Also, hast du bisher, wie heißt das Spiel, Jay? Das große Finale. Sehr gut. Wie viele Parcoursstellen haben wir hier? Also ich sehe hier 6, aber es kommt, glaube ich, noch eine. Aha, und was müsst ihr erraten? Erraten? Ja. Das weiß ich leider auch nicht. Wir müssen den Begriff erraten. Nicht. Oder? Ich arbeite jetzt seit fast 10 Jahren in dieser Firma. Ja. Hat er noch nicht. Es hat sich nie irgendwas geändert an euch. Oh. Ist das hier irgendwie ein Beklagen? Aber Andi, was ich noch nicht verstanden habe, ist, was hat denn der Begriff mit den Stationen zu tun? Hört mir gerne zu, dann ach, so weit warst du noch nicht. Ihr stellt euch dahin, ihr bekommt Hinweise, irgendwann glaubt ihr, ihr habt den gesuchten Begriff erkannt. Dann rennt ihr los, macht die einzelnen Stationen nach und nach. Am Ende, wir gehen gleich einmal die Station durch, müsst ihr hier einmal zurückkommen, ich werde da vorne stehen und dann müsst ihr mir den gesuchten Begriff nennen. Es kann natürlich sein, dass ihr den in der Zeit hier vergessen habt oder dass ihr einen falschen erraten habt. Ach du Scheiße. Und wenn ihr als Person mir den richtigen Begriff genannt habt, dann bekommt das Team, für das ihr spielt, einen Punkt. Wir spielen ein Best of 7. Das bedeutet, das Team, was zuerst 4 Punkte hat, hat gewonnen. Wow. Hast du nicht verstanden, Jay? Ich denke, das wird gleich klar. Da hinten überlegst du dir, boah, der Begriff ist Schaufel. Ja? Da musst du den ganzen Parcours durchmachen. Und erst wenn du den gemacht hast, darfst du Andi sagen, der Begriff ist Schaufel und sagt Andi, falsch. Wenn der Begriff oder falsch richtig ist, hat automatisch das andere. Du musst erst den ganzen gewonnen. Parcours machen, dann darfst du auflösen. Das ist eine gute Nachfrage von Sepp. Wenn der Begriff falsch danke genannt ist, musst du bitte noch mal? Sepp, hast du sehr gut gemacht. Sepp. Ja, sehr gute Nachfrage, Sebastian. Sehr gut. Das erste Sinnvolle, was heute Abend hier auf dieser Bühne gesagt wurde. Ja. Hat sich in 10 Jahren auch nichts geändert. Ja, also wenn der Begriff falsch genannt wurde, dann sind die anderen ja weiterhin im Spiel. Das heißt, okay, die Person ist für diese Runde dann verbrannt. Die anderen dürfen aber gerne den Parcours noch weitermachen. Wir warten so lange, bis einer von euch mir die korrekte Antwort nimmt. Okay. Oder alle verbrannt sind. Oder alle verbrannt sind. Wait, genau. Wir dürfen uns aber absprechen, ne? Nein, das ist auch noch wichtig. Ihr dürft euch untereinander nicht absprechen, selbst wenn ihr im gleichen Team spielt. Jules, wir wollen ja hier ein bisschen was sehen von euch. Ne? Es soll ja lustig sein. Habt ihr das verstanden? Nein. Ja, aber ich verstehe nicht, was wir machen müssen. Also ich habe wirklich zugehört, aber ich verstehe es nicht. Ich würde sagen, wir losen jetzt erstmal aus, wer für Team Twitch spielt. Ja, ich bin für Team Twitch, weil ich habe das alles nicht verstanden. Ich auch. Ich habe hier Lose vorbereitet, ich bin ja vorbereitet und wir losen das und die erste Person... Aber spielt dann einer nicht mit? Alter! Okay, scheinbar nicht. Der Vorteil ist, dass das eine Team 3 hat und das andere Team 2. Ah... Gut. Andi, 10 Jahre haben dich darauf vorbereitet, hier das heute durchzuspielen. Ganz kurz, da liegt eine Schere. Ja? Sag dem Kameramann Bescheid, bevor du benutzt, damit wir draufhalten können. Wir sind so 10 Sekunden bestimmt noch live, bevor die Theorie geht. Oh, stimmt, da müssen wir abschalten, im Zweifel, wenn hier ein Finger ab ist. Ja, okay. Also, wir losen jetzt einmal aus. Die erste Person, die für den Twitch-Chat spielt. Tut mir leid. Aber diese Ernsthaftigkeit und der Blick dabei ist mal. Oh Gott. Sepp spielt da nicht mit, ne? Nee. Die erste Person, die für den Twitch-Chat spielt, ist Sepp. Ja! Ah nee, ich wollte ja Publikum ist. So, wir machen das gleich auch noch. Wir machen das auch kenntlich für dich. Wir haben hier so wunderbare Bandanas.
Da würde ich dich bitten, die sind auch lila, ne, Farbe von Twitch. Das darfst du dir bitte einmal möglichst sichtbar. Ey, dann ist das, was der Priester zu Ostern oder so anhat. Ist okay, ne? Als wenn das in meinen Hals passt. Hey. Ja, passt doch. Also das ist nicht mehr. Das ist Joker, Junge. Noch eine Nummer enger und ich würde sagen... Das war's. Gut, also Sepp spielt als erster für den Twitch-Chat. Der zweite ist Brammen. Ja, guck mal. Ja. So nämlich um Twitch-Chat. Dann heißt der Rest spielt logischerweise fürs... Nee, Quatsch, für Twitch. Wir haben ja noch eine Person. Ja, könnt mir alle hier, ne? Nur noch eine Person, die für den Chat spielt. Mikroben, so war das. Mikroben. Ihr Mikroben des Jahres. Und die dritte Person, die für den Twitch-Chat spielt, Panela, ist wieder. Okay, nice. Alles klar, okay, okay. Boah, da haben das die Autoren sich aber wieder was ausgedacht. Hat genau, entschieden, Peter. Also, wenn wir gewinnen, dann müssen wir nicht singen. Oh. Das ist richtig. Was? Ja, okay, alles klar. Wie bimmelt das? Oder? Weil ja. Hat ja, doch, ja, genau. Strengt ihr euch denn dann überhaupt an? Wir machen alle Geräusche. Ja, ja, ich will ja nicht singen. Ja, ist eh egal, es wird am Ende eh unentschieden. Ja, das ist aber... Deswegen habe ich auch nicht zugehört. Meinst du, dass so ein Rick da scheiß wie? Das ist nicht Rick. Das kriegen wir auch noch was? Bitte? Du hast schon 10 Liter geilen Ketchup. Ja, aber, aber Christian nicht. Was? Ja, aber wie soll er denn wissen, in welchem Team er ist? Indem ich kein Band habe. Ja, aber du hast ja kein Hamburg, so ein Hamburg-Trikot oder so. Doch klar, ich habe das T-Shirt sogar an. Ja, haben die anderen ja auch. Hamburg-Trikot, weiß ich nicht. Also, Brammen, Sepp und Peter spielen für den Twitch-Chat. Christian und Jay, ihr spielt damit hier für das Publikum. Ja. Das ist ein Problem, weil wir müssen uns dann wirklich anstrengen. Nee, wir müssen uns gerade nicht anstrengen. Doch klar. Aber ich will natürlich für Hamburg gewinnen. Ja, das ist ja klar. Ist mir scheißegal. Ich will Peter Wonderwall singen hören. Uns alle dann. Ja. Ja, ich glaube, die für Hamburg gewonnen haben, da wird das Hamburger Publikum ja dann sagen, es ist nicht so schlimm, wenn die nicht die singen. Nein, alle müssen sondern singen. Sondern ihr drei. Alle müssen singen. Alle. Ja, guck. Alle. Was seid ihr für ein 30er? Was für ein Gangster und Oma. Also, wir gehen jetzt einmal die Stationen durch, damit ihr wisst, was ihr macht. Ja, ich ihr macht laufe das mit immer dir mit, damit ich auch extra zuhöre. Ist das in Ordnung du für dich? Du hörst mir bitte Andreas? Gut zu. Kannst du eine Proberunde vormachen? Wir machen jetzt quasi hier eine Proberunde. Ihr seht hier vier Keyboards. Wunderbare Keyboards. Stellt euch gerne so hin, dass wir das noch abfilmen können. Christian, noch ein bisschen hier rum. Niemand hört. Sehr gut, dankeschön. Wir haben hier vier Klaviere. Wenn ihr hier meint, den Begriff erkannt zu haben, dann rennt ihr los und spielt hier einmal Alle meine Entchen. So, ich weiß, Brammen, du bist ein Klaviervirtuose, weil du hast das mal gelernt so ein bisschen. Weißt du, wie Alle meine Entchen geht? Der Anfang. Geil, das habe ich gerade gespielt. Hast du gespielt? Ja, hat er gerade gespielt. Also, das wird vielleicht hier... Schwer. Vielleicht legen wir da am besten noch ein Mikrofon hin, damit man das auch ein bisschen besser hört. So. Wer kontrolliert denn das? Kann man das hier nicht irgendwo einspeichern? Ja, wirklich. Du kannst aber hier Play drücken. Oh Gott, jetzt werden hier schon wieder irgendwelche Sachen ausprobiert. Ne? Wir legen das einmal hier immer so hin. Wie soll ich denn Alle meine Entchen spielen, ohne zu wissen, wie das geht? Also, Alle meine Entchen geht so. Ja. Ihr fangt hier an. Ja, da. Du musst einfach nur jede Taste. Hier. Könntest du ganz... Mehr muss ich nicht machen als du. Nein, musst du nicht machen. Also, ich finde, das dürfen die anderen nicht herausfinden. Das ist halt deren Pech, ne? Fertig. Okay, alles klar. Okay. Das müssen wir einmal kurz anspielen. Du hast natürlich nicht wieder zugehört, du musst nur 5 Tasten drücken. Peter, aber du musst das Ganze spielen, weil du nicht zugehört hast. Peter, das fängt beim zweiten Block erst an. Was? Also bei dem ersten vom zweiten Block. Wie beim ersten vom zweiten Block? Ja, Andi hat hier angefangen. Du kannst nicht mitten in der Tonleiter anfangen. Okay. Ich kann anfangen, wo ich will, oder nicht? Nein, ihr fangt bitte hier an. Also wir sind hier auch streng. Ihr fangt hier an. Das ist der Ton, den wir hören wollen. Als ob. Fertig. Ja. Und dann? Genau. Das ist alles. Einfach die nächste. Tut mir einen Gefallen, damit man das auch hören kann. Nehmt das Keyboard am besten neben euer Mikrofon, damit wir das hier auch hören können. So krass. Das sind alle meine Entchen 5 Tasten. Mark, Mark. Ich wusste nicht, dass Luca. Ihr kriegt das schon hin. Ihr kriegt das schon hin. Ich bin da guter Ding. Okay, ja, habe ich verstanden. Nummer 2. Wenn ihr das geschafft habt, haben wir hier eine schöne Schale voll mit Luftballons. Jay, komm einmal bitte nochmal hier hin, damit man das auch sehen kann. Entschuldigung. Ihr seid solche professionellen Musiker. Diese Ballons, einen müsst ihr... Die sind die ganze Zeit an, ich werde verrückt. Ah nee, die sind zu klein. Die machen von sich aus Musik. Den Druck stopp. Drück einmal aus und an vielleicht.
Was müssen wir machen? Ihr müsst einen Ballon aufblasen und zum Platzen bringen. Zum Platzen bringen, alles klar. Durch Aufblasen? Aufblasen und zum Platzen bringen. Nice, kein Problem. Jay, Darf man den forcen? Das musst du schaffen. Das macht man nicht. Ja. Doch, das tue ich aber gerade. Was darf man? Darf man den forcen zu platzen? Also darf ich den quasi, während ich den puste, kaputt drücken, damit der früher platzt? Oder also muss ich den rein vorne festhalten und der muss durchblasen? Also du musst ihn durchblasen zum Platzen bringen. Okay. Ja. Gut. Verständlich. Keine Fragen mehr, wir gehen zur nächsten Station, Nummer 3. Ist doch okay. Wir haben hier eine Schale voll mit Seilen. Meine Internetleitung. Warum ist meine Internetleitung? Ja, da ist ein Knoten drin, deshalb läuft die nie. Hier ist in jedem Seil ein Knoten drin. Kann ich Ihr gar müsst nicht. Einen von diesen Seilen Knoten lösen und dann ist das schon diese Station geschafft. Okay, easy. Dann bitte einmal hier hinlegen. Alles gut. Ey, ich habe da eine Frage. Da war eine Schere. Ja, Bram hat eine Frage zu Knoten aufmachen. Ja, darf ich die Zähne benutzen? Die Zähne? Ja. Im Zweifel, ja. Ich sehe schon wieder Digga, du bist doch nicht gelaufen beim Zahnarzt. Ja, aber deswegen kann ich mir immer neue kaufen. Also, so, kommt freut euch auf die Zahnarzt-Stories im Podcast. Ja. Ich habe eine Frage. Na Quatsch, noch nicht. Habe ich dir aber auch die Zähne benutzt? Ich habe eine Frage aber tatsächlich. Ja. Können wir da ein Getränk zukriegen? Haben wir Getränke? Haben wir noch was? Warum hat Johanna alles? Johanna ist, also der, da ist er sofort weg. Ich dachte, wir müssen so einen kurzen Exen, wenn wir treffen. Nee, also die sind festgeklebt, die können ja nicht wegfliegen. Ihr müsst einen von diesen Bällen nehmen, der muss einmal auftitschen und da reinfliegen. Darf das auch so? Okay, einmal auftitschen, drin. Ihr müsst den werfen. Ich finde, Christian fragt die gut. Okay, Andi, haben wir verstanden, weiter geht's. Ja, danke. Ihr kennt das ja, wie das läuft. L-A-U-P, oh. Es sollte eindeutig sein. Hier haben wir Toast, den ihr essen müsst. Eine Scheibe. Und ich weiß, das Jay... Das steht da nicht drauf. Jay wird fragen... Ah, das kann er ja gar nicht. Das habe ich schon vorher gecheckt. Das hast du gecheckt? Das habe ich gerade schon gecheckt. Ist das glutenfrei? Ja. Yes. Kann ich nicht essen. Ich bin gegen glutenfreies Brot allergisch. Ja, okay, also hier eine Scheibe essen. Euch, der Mund muss leer sein. Hast du gehört, Jay? Das muss leer sein. Mach du einfach weiter. Ja, komplett leer sein. Der Mund muss leer sein. So. Der Mund muss leer sein. Richtig. Der Mund auch muss jetzt leer sein. Ja. Aber auch geschluckt, oder? Oh, geil, Jay, da haben wir den mega Vorteil. Wir müssen Kniffel machen. Wir spielen gegen Peter. Wir haben verloren. Ich habe vorhin eine 6 gewürfelt. Du bist Kniffelmaster Ultra One. Nur 6 würfeln. Weil wir kniffeln in dem... Ihr müsst mit einem Würfel eine 6 würfeln. Peter ist da rot drin, aber nur mit einem Würfel, ne? Und also wir dürfen auch nur mit einem Würfel. Wenn die runterfallen, zählt die Zahl, die unten am Boden liegt, oder muss das auf dem Tisch passieren? Lag auf dem Tisch. Es sollte auf dem Tisch sein, genau, weil sonst liegen die hier überall rum. Macht das bitte auf dem Tisch. Aber also, wenn die runterfallen, dann... Dann nochmal. Also, so schon und nicht. Nee. Wow. Also, ach, was, jetzt was ist das denn für eine Frage, Alter? Würfeln erklären. Ja, ohne Scheiß, Alter. Können wir da eine Definition für Würfel? Ich habe gewürfelt. Oh, Scheiße. Ja, ich würfel eine 6. Nein, also bitte hier würfeln. Andi, mach einfach weiter. Einfach immer disqualifizieren. Du musst da ein bisschen rigoroser werden. Ja, ich muss doch nicht rigoros. Peter, deine Tauchausrüstung. Du wirst mir das irgendwann auch hier übel nehmen, wenn ich hier rigoroser werde. Ja, aber wenn er das genauso machst. Wenn er schummelt, das ist doch ganz schummel nicht. Wie riechst du an der Flosse? Weil ich wissen wollte, ob da schon mal einer seine Käsefüße drin hat. Aber gibt es da nicht einen besseren Weg zu testen? Jetzt stell dir vor, da war schon mal einer drin. Das Ding riecht nach Fuß. Ja, dann. Muss ich das in den Mund nehmen? Nein. Ja. Nein, in den Arsch stecken. Das kommt. Also, das hier sind 5 Tauchersets. Ein Taucherset besteht aus 2 Flossen, jeden Fuß 1, ein Schnorchel und eine Brille. Ihr müsst dieses Taucherset anziehen. Der Schnorchel muss in den Mund, die Brille muss aufgesetzt werden. Die Flossen müsst ihr aber nicht zwangsweise anziehen. Es reicht auch, wenn ihr euch draufstellt, weil sonst dauert das viel zu lange. Sonst hätte ich gefragt, ob wir die Schuhe schon da hinten ausziehen dürfen. Du kannst auch gerne die Schuhe ausziehen, ihr müsst sie aber nicht zwangsweise anziehen. Nice. Dann tretet ihr da drauf auf die Flossen, Schnorchel im Mund, Brille auf und dann geht ihr wieder zurück, weil wir wollen euch ja auch ein bisschen watscheln sehen in diesem Outfit. Ja, aber du siehst sie doch gar nicht. Aber du darfst ja nur da drauf. Watscheln tun wir ja nicht, weil wir stehen ja drauf. So. Aber ich drauf, steh doch drauf. Wie soll ich dann watscheln? Das leg dich mal so hin und dann machst du wie? Also, stell dich nochmal auf den anderen. Ihr kriegt das hin. Ja, genau, und dann? Also wir müssen die Dinger dann auch rüberkriegen, ja? Ja, guck mal, Peter macht das. Oh, das ist aber schwierig. Naja. Ich zieh die lieber an. Darf ich die anziehen? Ja, ihr dürft die auch anziehen. Das ist viel schneller. Wie ihr das macht,
Da bin ich ein bisschen fairer. Ne? Also ihr müsst ja nicht zwangsweise anziehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Dann geht ihr bis wieder da vorne hin zu dem Monitor und da werde ich dann stehen. Und wenn ihr bei mir angekommen seid, dann sagt ihr mir den Begriff. Nice. Und dann gucken wir, ob es richtig ist. Und wenn es falsch ist, spoilern wir noch nicht die Antwort, sondern wir warten noch auf die anderen. Ja, okay. Habt ihr das verstanden? Ja. Ja. Sehr schön. Brammen, Peter, Sepp. Ihr spielt für den Twitch-Chat. Jay und Christian, ihr spielt für das Publikum. Ein Best of Seven. Und wichtig nochmal, alle dürfen sich untereinander nicht absprechen. Aber alle absprechen. Dürfen ja, sich ja. nicht mich absprechen. Verlassen. Ich weiß immer noch nicht, wie das mit den Hinweisen funktioniert. Also ich kann mich gar nicht absprechen. Nur der Erste bekommt einen Punkt? Oder wird einfach weitergespielt und jeder, der richtig hat, bekommt einen Punkt? Nein, wenn es einmal gelöst wird, ist sofort die Runde vorbei. Jetzt, Christian, hast du die Taste war das? Die darfst du gerne schon mal aufschneiden. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Weil sonst hat ja der Erste voll den Nachteil. Weißt wie der Chat schreibt, Bram, lass dir Zeit. Gut mitgedacht. Ja, du bist halt Team Twitch-Chat. Ja, ich weiß. Die wollen ja, dass wir verlieren. Ja, ich weiß. So, kriegen wir das auf oder sollen wir den Monitor noch ein bisschen rüberschieben? Wie seht ihr das? Wollt ihr den Monitor lieber da haben mit den Hinweisen? Na, ich kann es sehen. Ja? Ich kann es sehen. Okay, dann warten wir noch auf Christian. Was kann ich sehen? Die Hinweise. Liebes Publikum, ihr werdet diese Hinweise nicht sehen, weil sonst könnten die Jungs ja da hochgucken. Ist egal, sobald du es weißt, sehen. Was? Sobald du es weißt, rennst du. So, okay, ich dachte das ihr seht die da, aber bitte seid fair, nicht. Ja, aber warte, wir sind einer weniger. Ne? Einer von uns sollte länger bleiben, einer von uns ist für safe und der andere quasi schnell. Mensch, ja, man darf nicht abreden. Der Erste, der losrennt, der ist dann der. Der andere muss sich dann wirklich sicher sein. Ja. Der Erste kann ein bisschen play. Ja. Okay, weil wir sind nur zwei. Genau, also bitte nicht absprechen. Wir spielen ein Best of Seven. Aber jetzt direkt los. Ich würde sagen, aber komm mal lieber hier, hier bist du schneller. Wir starten das große Finale und wir beginnen mit dem ersten Begriff, Helmut Kohl. Ihr seht den ersten Hinweis. Ich kann ihn noch vorlesen, solange er da noch steht. Kann DVB-Lichtfunk und DAB-Radio. Das Licht ist der erste Hinweis. Komplett. Ah, von hier kann man besser. Was? Gibt es seit 1889. Kopiert? Bitte nicht vorsagen, liebes Publikum. Wurde in den USA kopiert, ist Hinweis Nummer 3. Und so 8 Hinweise dann? Insgesamt. Eingesuchter Begriff. What? Keine Ahnung. Rolle in G.I. Joe, Geheimauftrag Cobra. Hinweis Nummer 4 war das. Da steht auch rundes Himmel. Also ich habe einen Guess, ich renne jetzt einfach los. Okay, what? Peter rennt los. Für Team Twitch. Okay, dann musst du hinterher. So. Ja, das war sehr gut. Oh mein Gott. Ja, Jay hat es auch hinbekommen. Sepp hat es auch hinbekommen. Ah. Ja. Das geht nicht. Also, das geht irgendwann nicht. Dann lass ihn platzen. Dann. Ja. Na gut. Alle sind losgerannt. Sepp und Jay jetzt am Knoten lösen. Sepp schon weiter. Muss einen greifen lassen. Oh Gott. Ja. Rahmen auch geklappt. Christian weiterhin bei den Ballons. Sepp ist schon beim Toast. Sepp, der für Team Chat spielt. Christian jetzt auch den Ballon zum Platzen gebracht. Der ist schon gelöst. Wer legt die denn wieder da rein? Und Peter hat es auch geschafft mit den Tischtennisbällen. Der Toast, den darf man nicht unterschätzen. Das dauert relativ lange, den zu essen. Jay jetzt nur noch mit dem Taucherset. Der Schnorchel muss angelegt werden, die Brille. Ihr kriegt gleich noch mehr Getränke. Da kommt Jules mit den Getränken, um euch zu helfen. Ey, dann hatte er auch nicht. Doch. Und Jay ist auf dem Weg. Sogar mit angezogenen Flossen. Jay, was ist deine Lösung? Das darfst du gerne laut sagen. Eiffelturm. Eiffelturm ist richtig. Ja, Mann! Ich kann dieses Brot nicht essen. Ja, geil. Wir sind in einer Seele.
Ich krieg das nicht runter, Alter. Also mit Wasser? Eiffelturm hat Jay richtig geraten. Jay spielt das Publikum. Also den ersten Punkt hier für das Publikum von 7 Runden. Der kommt gerne zurück. Ich werde mal eben markieren. Was? Ja. Wir machen ja 7 Runden, ne? Yes. Ja, oder 4. Oder also, woraus ich gesuppelt habe. Ja, mach ich auch. Vielleicht sollten wir auch die Bälle wieder ein bisschen sammeln. Nee, wir haben einen Stift, danke. Vielleicht können unsere wunderbaren Helferlein diese Tischtennisbälle noch ein bisschen einsammeln, weil ich glaube, also so gut wie ihr seid, Jules macht das sehr gut. Jules, unser Power-Mitglied, Martin und Lena auch schon. Luca, guck mal, jetzt kommen sie alle hier. Der erste Punkt geht also ans Publikum. Ja, kann man, ja. Das Publikum hat einen Punkt. Einmal. Vielen, vielen Dank, dass ihr geholfen habt. Weil ich mich kommt gerne einmal wieder zurück. Ach so, ich dachte so, hey, warum machst du das? Nein, ja, ich hab's dann auch einfach, weil ich gedacht habe, ich hab wieder nicht zugehabt, dann 4-mal gemacht. So. Alter, ich habe dieses Brot nicht runtergekriegt, ne? Das war insane. Ja, es wurde nicht gesagt, dass man ohne Wasser war das echt schwierig. Wasser dürft ihr trinken. Ja nicht gesagt, dass man es nicht mit Wasser trinkt. Hat da keiner gesagt. Ich habe es nur vorwurfsvoll angeguckt. Ja, zu Recht. Meins war leider also leer. Dürfen wir das weiter mit Wasser trinken oder ohne? Ihr dürft gerne weiterhin Wasser trinken. Ohne wäre es auch okay. Echt kacke. Ich hatte nur keins. Also ohne wäre 7-mal so ein Brot. Ja, ja, ist echt nicht geil. Ja. Wieso ist denn jetzt mein Wasser wieder weg, was ich mir zurechtgelegt habe? Ja, das stimmt. Das wird ja alles professionell vorbereitet von Jules. Der hat hier den Durchblick. Ey, Jules, ich hatte da meinen Namen extra drauf geschrieben. Nee, okay, ist alles gut. Jules hat das im Blick. Okay, wir sind bereit für Runde Nummer 2. Das Publikum hat schon einen Punkt bekommen. Und Runde Nummer 2 startet jetzt. Das ist der erste Hinweis. Vorwärts und rückwärts. Eins dieser Klaviere macht Töne. Lass das doch spielen, der Teil. Arndt Schmidt und Claudia Bokel können es gut. Ficken. Der zweite Hinweis. Bessert. Besser nur mit Maske. Ist Hinweis Nummer 3. Hinweis Nummer 4. Französisch ist Pflicht. Bitte nicht vorsagen, liebes Publikum. Was? Hinweis 5, auch bei Olympia. Und Sepp weiß es scheinbar schon, deswegen werde ich jetzt nicht weiter vorlesen. Die anderen können noch warten. Und Sepp hat das richtig gespielt. Hinweis Nummer 6 kommt da. Sepp ist schon bei den Ballons. Er spielt für Team Twitch-Chat, die aktuell hinten liegen. Ja. Und Brammen weiß es jetzt auch mit dem 6. Hinweis. Der 7. Hinweis kommt jetzt für Jay, Christian und Peter. Und Jay rennt auch los. Hinweis Nummer 8. Da platzt der erste Ballon. Ich weiß nicht was. Also Peter weiß es auch mit dem letzten Hinweis scheinbar nicht. Die beiden rechten drei Wasser sind frisch, nur für euch zur Info. Der Toast ist das, was wahrscheinlich am längsten dauert. Jay aktuell alleine, ganz vorne für Team Publikum. Jay hat eine 6 gewürfelt und damit bei der letzten Station, während Peter es immer noch nicht weiß. Manu! Jay, was ist deine Antwort? Fechten. Fechten ist richtig. Oh Mann! Ja! Wir gehen durch Rupsnick, ne? Einmal bitte zurückkommen. Okay. Ich hab mich komplett vollgesaut. Ja, ist egal. Du hast das doch ganz alleine gemacht. Sehr gut. Ah. Dein ganzes T-Shirt ist voll mit Wasser. Ich bin einfach losgegangen. Ich war immer noch, keine Ahnung. Peter, also macht das jetzt auch für dich Sinn? Ich habe bei Vorwärts und Rückwärts, dachte ich mir schon so, ja, okay, du läufst jetzt los, Palindrom, aber warte mal die 2 ab. Wo ist es jetzt? Alter, wie der da Brot saugt, wa? Alter, wie der Jay da einfach das, also, das ist wie Ex. Jay macht das wirklich sehr gut. Ich glaube, jetzt ist auch so ein bisschen der Kampfgeist bei Jay geweckt. Also der
Curry-Gewürz-Ketchup tut da sein Übriges. Und wenn Jay wieder da ist, spielen wir Runde Nummer 3. Aktuell führt das Publikum mit 2 Punkten, der Twitch-Chat aktuell 0 Punkte. Nur zur Erinnerung, das Team, was zuerst 4 das Punkte sich erspielen konnte, das gewinnt. Macht ihr das absichtlich Abend. Langsamer? Ich habe keine Ahnung, was es, also ich wusste nicht, was es war. Ich habe das Gefühl, ihr macht das absichtlich. Ich wusste, ich hatte gedacht, das ist das, wo du das machst. Aber ich, ja, aber ich habe vergessen, wie es heißt. Anni, das ist das hier. Ja, genau, das kann ich ja nicht machen, ist das Problem so. Was hat das denn mit Französisch zu tun? Ja, das ist en garde. Ah. Was ihr ja wissen wollt. Ja. Yes. Waffe später. Okay, ihr seid bereit für Runde Nummer 3? Nee. Ja? Ja. Okay. Dann starten wir jetzt mit Runde Nummer 3. Und der erste Hinweis heißt Happy Birthday. Oh, Delta. Oh, ich weiß es. Welcher? Ich habe eine Idee. Ich habe auch eine Idee. Oh, Bram, sehr gut. Bram ist schon losgerannt, deswegen werde ich jetzt nicht weiter vorlesen. Jetzt darfst du nicht Bram mehr vorlesen. Keinen Vorteil hat. Der zweite Hinweis. Bram, was drückst du hier immer? Alles klar, das war die zweite Station für Bram. Und der dritte Hinweis ist das jetzt für die anderen 4. Aber Bram ist ja schon los. Wenn Bram das hier alleine macht, aber das heißt ja nicht, dass er es weiß. Tatsächlich. Hä? Dritter Hinweis. Hä? Ich lese es nicht weiter vor, damit Bram keinen Vorteil hat. Was ist das hier mit diesen Dingern? Verstehe es nicht. Sehr gut gemacht, Sepp. Und Hinweis Nummer 6 von 8. Die anderen 3. Bram ist schon beim Toast. Dauert wahrscheinlich am längsten. Oh mein Gott. Das macht Bram auch sehr viel Spaß. Christian jetzt für Team Publikum. Und Jay jetzt auch mit dem 7. Hinweis. Alle im Spiel. Der geht nicht. Und Bram ist schon bei den Taucherflossen. Aber Bram... Brammen muss es ja auch richtig sagen. Ob. Und Jay ist schon bei den Tischtennisbällen. Und Bram kommt jetzt zu mir. Sollte das richtig sein? Stoppen wir. Sollte es falsch sein, spielen die anderen weiter. Lieber Bram, was ist deine Antwort? Ich hätte einfach gesagt Obama. Das ist falsch. Die anderen spielen weiter. Oh. Jay wieder führender hier aktuell schon bei den Würfeln. Aber Christian auch knapp dahinter. Ja, war mal welche, war meiner. Und Jay jetzt bei den Taucherflossen. Peter so verzweifelt. Was mit Wasser? Wasser? Vielleicht können wir noch ein bisschen Wasser hier auf der Bühne. Ich weiß nicht mehr, welches welches. Und Jay kommt zu mir, hat einige Hinweise abgewartet. Es muss aber richtig sein. Ist das der dritte Punkt für das Publikum? Warum ist nicht nochmal losgelaufen? Warum denn nicht losgelaufen? Weil der wird die Würfel hier nicht aufgehoben. Weihnachten. Weihnachten ist korrekt. Ja! Ist der losgelaufen? Ja. Bin ich doch. Ich guck nicht nochmal. Ach so. Ist verbrannt. Ah. Okay, aber. Kommt bitte einmal zurück. Das bedeutet, das Publikum hat jetzt schon 3 Punkte, der Twitch-Chat 0. Dankeschön! Als wenn du dir da preparest. Naja, so, und während unsere Helferlein das noch weiter aufbauen. Also ja, ich habe nochmal die hingelegt. Ey, Jules? Ja? Also, da ist nichts mehr mit sortiert. Das war mal unsere, also... Ich habe hier eine in der Tasche. Ja. Ich habe mir meine auf den Tisch, Stuhl gelegt. Also ich auch. Kommt gerne einmal zurück. Bitte. Aber ich kriege dieses Brot trotzdem nicht runter. Das, ey, das schmeckt total lecker, das glutenfreie Brot. Yam, yam, yam. Das ist einfach nicht lecker. Geschluckt, Alter. Ich weiß nicht, wie du das also, machst. Also was man damit auf jeden Fall machen kann, das normalen Brot ist, du kannst ja halt komplett reinschieben, Wasser, und das zerbröselt, während bei normalem Toast das gar nicht funktioniert. Das ist richtig. Ja. Dann wird irgendwann aber dafür braucht man eine große Fresse. Die habe ich. Haben wir jetzt Matchball?
Ja. Ja. Die nächste Runde ist eine Matchballrunde für das Publikum. Das bedeutet, wenn Jay oder Ehrgeiz einen Punkt holt, dann wird das Publikum diesen Abend gewinnen und ihr drei könnt das noch verhindern. Ich möchte mich einmal hier kurz noch mal, bevor das hier endet. Was drücken ihr hier immer rum? Ja, immer wenn ich da vorbeilaufe, drücke ich da so drauf. Ich möchte mich einmal hier nochmal bei allen bedanken, die das hier auch möglich gemacht haben. Vor allem, wir hatten gestern hier einen, der heißt Fabio, der hat die Staffelei, wir hatten keine Schrauben für die Staffelei, die wurde angeliefert ohne Schrauben. Mega. Und der ist hier von der Messe und der hat das hier nochmal einmal zusammengeschraubt und das war sehr, sehr nett. Vielen Dank dafür, ohne den wäre das hier heute Abend auch nicht möglich gewesen. Der hat uns hier nochmal ein bisschen geholfen, Messebauerinnen und Messebauer, das ist auch immer was, was man mal erwähnen sollte. Also Dankeschön. Vielen, vielen Dank dafür. Guck mal, da unten sitzt er ja. Ah, da unten. Er ist 27 und hat gemeint, irgendwie, er hat schon, keine Ahnung, ein Auto zusammengebaut und hat noch eine Firma und so. Also ich dachte, er wäre 140, aber er ist nur 27, also ja, das passt. Also, die nächste Runde ist eine Matchballrunde. Während Jules hier noch die Wasser vorbereitet für euch. Danke. Viermal gegen den Schlinger gewinnen. Ja, echt. Komm mit dem Brot überhaupt nicht klar. Das geht gar nicht. Ich kann halt nicht aufblasen. Und die Luftballons sind unterschiedlich. Ja, ich blase halt immer auf, bis es nicht mehr geht und dann drücke ich ihn kaputt. Anders geht's nicht. Ja, ach so, das habe ich noch nicht einmal gemacht. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ey, das mache ich jedes Mal. Das habe ich auch gefragt. Ich dachte, wir sollten durch Blasen. Da habe ich gefragt. Ich habe ihn gefragt. Ja. Hat er gefragt. Ich dachte, wir müssen durch Blasen. Ja, ich blase immer so weit auf, bis ich nicht mehr drücken kann. Ich habe am Anfang gesagt, ihr müsst den aufblasen, den zum Platzen bringen. Dann ist ihr aufgefallen, dass das ein bisschen schwieriger ist. Deswegen ist das auch in Ordnung, wenn er komplett aufgeblasen ist. Nicht zugehört. Ich habe den immer. Ich habe drei Luftballons aufgepustet. Holy Ihr shit. Könnt jetzt gerne drücken, vielleicht ist es dann ein Vorteil für euch. Ja, guck mal, es steht doch erst 3-0. Aha. Guck mal, jetzt hat Jay einmal zugehört, schon sind alle anderen angepisst. Also ich. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir starten die eventuell letzte Runde, eine Matchballrunde für das Publikum. Und hier kommt der erste Hinweis. Braunkehlchen ist Vogel des Jahres. Geil. Welches fucking? Das Braune. Das gelbe Braunkehlchen oder was? Spanien wird. Boah, keine Ahnung, Alter. Jay, lauf los. Junge, keine Ahnung. Es könnte jedes Jahr sein. Und Christian läuft los für das Publikum. Hast du sehr gut gemacht, Christian. Die Jungs sind jetzt bei Hinweis Nummer 5 von 8 und dann lässt den ersten Ballon platzen. Christian ist bei Hinweis Nummer 3 losgelaufen. Das heißt, das Wissen hat er nicht von den anderen, aber ist jetzt schon bei den Tischtennisballen. Und der erste ist direkt ein Treffer und jetzt kommt die schwierigste Stelle, der Toast. Letztes Jahr. Währenddessen stehen die anderen vier noch da rum und jetzt kommt auch Hinweis Nummer 8 und damit der letzte Hinweis. Was? Fuck. What? Bitte nicht untereinander absprechen, schon wieder laufen die Dinger hier. Jetzt ist die Frage. Und Sepp läuft los dann ja. Mit allen Hinweisen. Ich habe keine Ahnung. Ich auch mal. Christian spielt für das Publikum, wenn er mir gleich die richtige Antwort gibt, dann hat das Publikum gewonnen. Ist die Antwort falsch, geht die Runde selbstverständlich weiter. Aktuell ist das der Zweite, der für den Chat spielen würde. Und Jay steht immer noch da. Das ist eine Scheiße hier! Oh komm, das war eine 6. Und Christian jetzt bei der letzten Station. Die Flossen anlegen, den Schnorchel und die Schutzbrille machen wir noch zu mir. Wenn Chris mir jetzt die richtige Lösung sagt, dann hat Team Hamburg gewonnen. Die letzten Meter. Ich sehe nur Brille und Haare, aber es ist Christian.
Christian, du sagst mir jetzt die Antwort. Ich habe spekuliert, 2010. 2010 ist falsch. Falsch. Und Jay läuft jetzt los. Aber was ist das denn? Der ist ja viel zu groß. Depp ist der Nächste. Er spielt für den Twitch-Chat. Was ist das denn? Das wäre der erste Punkt, wenn er mir die richtige Antwort nennt. Und Jay jetzt so langsam der Nachzügler. Gleich ist er bei Peter. Wenn das länger geht, wir haben hier keine Knoten mehr. Da müssen wir gleich noch ein paar machen. Ben hat gestern Knoten gemacht und sich eine Brandblase geholt. Also von daher. Sepp und Kraft haben beide für Team Twitch Chats. Sie dürfen getrennt die Antworten nennen. Jay ist jetzt auch beim Toast, genauso wie Peter. Und wir hören erst die Antwort von Sepp. Du bist hier, du darfst mir gerne jetzt einmal deine Antwort nennen. 2022. 2022 ist falsch. Rammen. Ja? 2023? 2023 ist die korrekte Antwort. Nice, Bram. Und das ist der erste Punkt für den Twitch-Chat. Ihr dürft gerne kommen. Nice, Bram. Killer. Ich habe so gehofft, dass du Charles meintest. Ich auch. Also ich kann gerne mal einmal die Hinweise vorlesen. Braunkehlchen ist Vogel des Jahres. Spanien wird Weltmeister im buddhistischen Kalender 2567. Ja, ich nehme auch meins hier. Eher Weltmeister geworden. Die NATO wird eins mehr, Finnland ist ihr habt euch der NATO. Rest in Peace, Tina Turner, Hinweis Nummer 6. Da habe ich 49 Euro Ticket und wo ist denn Spanien Weltmeister geworden? Mein Frauenfußball. Oh mein Gott. Nee, super. Kann man sich gemerkt haben. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, scheiße, wann sind die Weltmeister? Ich wollte 2-6 sagen. Aber nein, 2-6 war Italien. Ja, was war 2-10? Also es lohnt sich oft. Spanien, okay, scheiße. Geht gerne ein bisschen zurück, dass die Kamera das auch aufnehmen kann. Ja, ich weiß. Reguliert, weil ich ja nur den einzigen Braunkehlchen habe. Ich wusste nicht, ob du denselben Gedanken hattest, deswegen dachte ich. Also, wir haben jetzt 3 Punkte für... Ruft hier jemand auf diesen Dingern an, oder was ist... Ich will dieses Funky Town spielen. Wirklich. 3 Punkte hat das Publikum, sie brauchen 4, um zu gewinnen. Der Twitch-Chat hat jetzt 1 Punkt, auch die brauchen 4, um zu gewinnen. Wir kommen jetzt zur Runde Nummer 4 von insgesamt 7. Und während Jules hier noch Knoten macht, Runde 5 exakt. Ihr seid bereit. Ja. Sind ihr auch bereit? Ja, alles bereit. Es ist wieder aufgebaut und wir starten mit Runde Nummer 5 und dem ersten Hinweis. Teil der großen 4 ist Hinweis Nummer 1. Ich könnte schon wieder spekulieren. Hinweis Nummer 2 gibt es seit 1981. Hm. Bitte nicht vorsagen im Publikum. Hinweis Nummer 3 lautet: Kommen aus Los Angeles. Alter, boah. Und Christian rennt los für das Publikum. Die anderen warten noch die weiteren Hinweise ab. Scheiße. Einen haben sie bisher mehr bekommen. Jetzt sind wir bei Hinweis Nummer 5 von 8. Christian ist bereits bei den Ballons. Auch hier wieder eine Matchballrunde für das Publikum. Und Peter für den Twitch-Chat geht jetzt auch los. Hast du sehr gut gemacht, Peter. Gerne im Zweifel Christian am Ende mit der Hand zum Platzen bringen. Sehr gut. Und Jay rennt auch los, Bramen auch. Beide spielen das Korrekte. Sepp steht noch. Er hat jetzt noch einen Hinweis offen. Da ist Hinweis Nummer 8. Hä? Ein kleines Feuerwerk. Sepp weiß es immer noch nicht, obwohl alle Hinweise gekommen sind. Und Jay und Christian aktuell, glaube ich, ein bisschen in Führung. Scheiß Brot, ey. Ja, ich hasse es. Wir haben auch keins mehr. Ey! Da hat mir mein Bett genommen! Boah, Alter. Und Jay hat gewürfelt, Bram aber auch. Beide sind jetzt bei den Tauchersachen. Und Bram ist der Erste, der hier ankommt. Mit Schnorchel, mit Brille.
Schlappen, das ist alles so in Ordnung. Bramen, was ist deine Antwort? Alter. Metallica? Metallica ist die richtige Antwort. Yes! Du hast ja meinen Würfel weggenommen und deine 6 damit gewürfelt, während der noch am Würfeln war. Das ist richtig, aber das war nicht verboten. Nee, ist auch nicht verboten. Hey! Alter, echt jetzt? Also wir nehmen uns jetzt beim Würfeln die Würfel gegenseitig weg? Da lagen halt nur 3, den Rest war da runtergeschmissen. Ja, also bitte oben immer Würfel, dran nicht unten immer runterwerfen. Also tut mir leid, Leute, ich hätte bei Teil der Big Four schon eigentlich loslaufen müssen. So, also das ist der 2. Punkt für den Twitch-Chat. Es steht jetzt also 3-2. Es ist weiterhin eine Matchballrunde für das Publikum. Da zockt der mir einfach den Würfel. Ja, ohne Scheiß. Also wenn wir so anfangen, liegt da gleich kein... Also okay. So, wir haben jetzt folgende Situation, das Brot ist aufgebraucht, wir haben auch keins mehr, das heißt, yes! Wir lassen das Brot Dank. Jetzt sein. Das ist die schlechteste Disziplin für mich, sehr gut. Das heißt, ihr müsst jetzt nur noch 6 Stationen einfach das Brot überspringen. Ein Löffel von dieser geilen... Nein. Ah, okay. Ey, wenn ihr das selber vorschlagt, lieber nicht. Dann kann der Junge nicht so machen. So, ich glaube, wir wollen euch nicht kotzen sehen. Ihr seid ja auch sehr schon angestrengt. Also wir skippen einfach diese Stelle. Ich glaube, das ist für alle hier am besten. Ja, wir wollen ja Terms of Service, ne? Also nicht hier irgendwie, wir wollen keine kotzenden Peets im Stream sehen. Gut. Ich bin heute nett. Wir starten Runde Nummer 6. Es ist weiterhin eine Matchball-Runde für das Publikum. Und der erste Hinweis von Runde Nummer 6 kommt hier. Wichtiger Text. SOS. Das hat nur einer vergessen. Hinweis Nummer 2, geschrieben von Elisabeth selber und Theodor Heuss. Und Sepp rennt los. Hier ruft wieder jemand auf dem Keyboard an. Der hat das irgendwo anders gedrückt, nicht an der Stelle, wo er müsste. Das habe ich genau gesehen. Das war alles in Ordnung. Er hat Taste gedrückt, alles gut. Man muss da nur drauf achten. Ich sehe das ohne Brille. Wir sind jetzt mittlerweile bei Hinweis Nummer 4 und... Lasst bitte das Equipment stehen, das brauchen wir noch. Da sind 2 Knoten drin. Bitte spielt fair. Wir haben 6. Sepp und Jay. Jetzt kommt es auf die letzten Meter auf. Jay ist in Führung. Jay ist der Erste. Wenn er richtig sagt, hat er Grundgesetz. Bitte. Grundgesetz. Grundgesetz ist richtig. Ja. Das ist euer Sieg. Das Publikum hat gewonnen. Sehr gute Leistung von euch allen, Jay. Das war eine sehr, sehr gute Leistung. Du warst top und ihr habt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, liebes Publikum. Ihr seid alle Siegerinnen und Sieger der ersten Ausgabe von Alle gegen Hamburg. Dank Jay zum großen Teil. Also ich glaube, da kann man noch mal applaudieren. Das war eine Meisterleistung. Aber auch ihr anderen, ihr habt alle sehr gut gespielt. Das war toll. Bram ist ein bisschen außer Puste. Wo ist meine Brille? Könnt ihr noch, ja? Nee. Ich meine, also wir kommen jetzt hier erstmal einmal in der Mitte zusammen. Ja, mach das bitte einmal aus. Oh Gott, Alter. Alter, das sieht hier aus wie nach... Als wenn du dir jetzt noch ein Stück Brot snackst. Boah, es ist so widerlich einfach nur. Er ist ein Abendsnack. Boah, ist das widerlich. So, wir sammeln uns hier einmal in der Mitte. Denn ihr habt es in 6 Runden geschafft und Team Hamburg hat gewonnen. Alter, das war lecker. Das ist so eklig. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie Sau, aber das war klar, wenn man mit Pete Smith auf einer Bühne steht, sieht es dann aus wie Sau. Ja. Du hast gesagt, wir sollen zum Affen machen, also hier sieht es halt aus. Ich glaube, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Aber das Schöne ist, wir sind ja noch nicht am Ende. Ah. Denn das Team Hamburg hat ja gewonnen. Was ist das denn hier? Ich weiß es nicht, das lacht da rum. Das ist der Schnorchel-Ecke. Ja, das ist Schnorchel. Der ist abgerissen. Man könnte denken, dass es was anderes ist. Der ist abgegangen, der Schnorchelkopf.
Ah. Okay. Da das Team Hamburg jetzt ja gewonnen hat. Und was haben wir nochmal gesagt, wenn Team Hamburg gewinnt? Ah ja, stimmt, ihr müsst ja singen. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, also erstmal, ihr seid grundsätzlich faire Gewinner. Ihr habt zwar hier und da mal geboot, aber ich glaube, wir gönnen dem Twitch-Chat trotzdem diese 10 Merch-Pakete, verlosen wir trotzdem im Chat. Es ist so, wie Jay gesagt hat. So, alle haben gewonnen. Wir machen das auch so. Alle Gewinnerinnen und alle Gewinner aus dem Chat, die blenden wir jetzt ein. Ihr seht euch im Overlay, wer gewonnen hat. Also die Mods werden sich bei euch melden. Und schreibt dann bitte gerne zurück. Und die Mods klären das dann mit euch, wie wir das Merch-Paket an euch weiterleiten können. Meldet euch bitte, das wäre sehr nett. Da hat jemand einen Knoten nicht gemacht. Wo denn? Da. Ja, denkt auch dran. Oder der ist runtergefallen. Vielleicht ist er runtergefallen. Ja. Okay, nice. Ach, du spielst jetzt Wonderwall da drauf? Oh, nice. Nice. Wir haben angestimmt. Ja, okay. Ja. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Hat jemand das zweite Mikrofon gesehen? Nee. Aber da muss man ja schon mit Handkeule singen. Was gesehen? Ja? Vielleicht steckt das noch in dem Schnorchel drin. Ist das verloren gegangen? Können wir das tracken? Wir haben ja dann gegessen. Ist da ein AirTag drin? Was sucht ihr? Ein zweites Mikrofon. Ach, guck mal, da haben wir es schon. Okay, alles gut. Wir sind vorbereitet. Okay, also, der Twitch-Chat bekommt natürlich dann trotzdem die Merch-Pakete. Ja. Aber ihr müsst noch den Gewinn für Team Hamburg einlösen. Ja. Ich würde euch bitten, liebes Publikum, wir werden die Lyrics auch unten einblenden und es wäre super, wenn ihr alle mitsingen könntet, damit wir hier am Ende nochmal einen coolen Moment zusammen haben. Fendi? Ja? Fangen wir jetzt an zu singen? Ja. Können die Leute nochmal richtig Lärm machen, weil eigentlich hat für Hamburg Jonathan alle Punkte geholt. Das ist sick. Dankeschön. Dankeschön. Christian hat aber auch mitgemacht. Wow. Das war auch am Start. Christian ist ja vorgerannt und hat den Druck quasi auch aufgebaut bei den meisten Sachen. Ja, ja. Wenn du das so siehst, ja. Ist ja auch nicht unwichtig. Nein, das ist ja gar nicht negativ gemeint. Ihr habt alle sehr gut gespielt und es gibt einen würdigen Gewinner. Team Twitch-Chat ist ja mit einem Vorteil mehr hier reingegangen. Lasst uns gerne einmal hier vor die Tische kommen. Vor die Tische? Genau. Aber wir müssen ja den Text lesen können. Der ist so schlecht. Achso, ja. Ihr seht den Text. Da kommt der. Hier unten. Also habt ihr auch Melodie oder fangen wir einfach an? Ich sag mal so. A cappella oder... Andi oben. Ach so, ja, danke schön. Andi hat ganz gut vom Beule gemacht, oder? Was ist denn hier, Andi? Andi! Und Ben! Vielen Dank. Wir vergessen aber trotzdem nicht Jules, wir vergessen nicht Ben, Lena, Luca, Martin, alle, die heute geholfen haben. Die werde ich gleich nochmal nennen. Vielen Dank auch nochmal an Lamia Grande von. Ja, das können die nicht. Haben kein TV-Total. Ja, ist schon zu lange her. Die sind zu jung. Die Leute dabei sind leider zu jung, weißt du? Ja, ich glaube schon, das ist zu lange her. Ja. Genau. Lieber Twitch-Chat, denkt dran, Ausrufezeichen Pizza nochmal in den Chat. Jetzt habt ihr noch eine Möglichkeit, beim Lamia Grande von Dr. Oetker Gewinnspiel mitzumachen. Und Christian hat eben schon eine gute Frage gestellt. Denn wenn ihr jetzt singt, das wäre ja ein bisschen langweilig, wenn wir da keine Melodie bei hätten. Ne? So. Ja, das kriegen wir. Ich sag mal so: bei Friendly Fire 8. Hat er schon ein eigenes Lied mit der Gitarre vorgetragen. Und unsere fünf Jungs konnten sich da fein aushalten. Heute müssen sie aber an. Ladies und Gentlemen, großen Applaus für Fischkopf. Kommt gerne hier vor. Großartig! Hi. Alter, wie geil kriegt der Bass bitte aus dieser Box? Ich weiß, du bist meine Schwester, aber ich würde dich unbedingt gerne mal bumsen! Soll ich mal unsere Mutter anrufen? Warte mal ein bisschen! Hast du Bock?
8. Das war das andere Spiel. Das war so geil. Hallo. Das wäre, wenn wir verloren hätten. Ist das deine Gitarre? Also ja, Fischi, wo ist deine Gitarre? Also eigentlich hatten wir geplant, dass du das mit der Gitarre hier begleitest. Ich dachte, ich beatbox den Song. Oh, Wonderwall. Der richtig ein Profi da drin. Kleiner Scherz. Daniel! Guck mal, hier ist die Gitarre. Ach so. Wir haben zwei Mikrofone. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, was passiert denn jetzt? Ja, das macht voll Sinn. Was ja ganz wichtig ist, wissen viele gar nicht, aber wir konnten uns noch einen Mikrofonständer nicht leisten. Ja, das war ein bisschen drüber. Dann nehmen wir lieber eine ganze Arbeitskraft. Genau, da dachte ich lieber, nehmen wir ja. Gut. Okay, oh. Bitte alle mitsingen. Ihr seht die Lyrics. Und wo denn? Da. Da. Der Ohr schon an. Today. Eins, zwei. Also, okay. Fischi fängt an. Du zählst es ein. Also wir müssen erst ein bisschen Musik laufen. Ja, ja, erst. Ich weiß gar nicht, wann es losgeht. Viermal, ihr macht das schon. Ja, okay. Er fängt an. Er ja, stimmt okay. Ein. Schunkeln wir? Viermal. Ja, wir schunkeln. Wir schunkeln. Wir schwitzen eh alle. Ja. Na komm. Jeder hat ein Handy, oder? Der kann das ja. Ja, ja natürlich kann er das. Scheiße, wenn nicht. Das kann doch jeder. Hamburg, seid ihr alle da? Mein Gott, ihr habt auch kein Rhythmusgefühl, ne? Also. Da vorne die erste Reihe auch noch ein paar Handys rausholen, wäre ganz nett. Ja, mitspielen mal ein bisschen. Jetzt! Ah. Today's gonna be the day, but we're gonna be back to you. Uh-huh. And by now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about me now. Oh, God! And make a big baby to forest the streets and everything out. I'm sure you've heard it all before, but you've never had it all. Yeah. Mm-hmm. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Und jetzt alle. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Das war alle gegen Hamburg. Es war uns eine große Ehre, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank. Dankeschön an unseren Hauptsponsor Lamia Kranne von Dr. Oetker. Dankeschön. Dankeschön an alle Verantwortlichen von der Polaris, Fabian unter anderem, an Nerdstar, die diese Show hier produziert danke, haben. Danke, Fischi. Danke, Fischi. Danke, Fischi. An Andi. An Martin, an Luca, an Mai. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ganz toll, mal gespielt hat. An die Ton und an die Lichttechnik, an den Twitch-Chat, das ihr mitgemacht habt. An die Mods, an alle, die gesubbt und donated haben. An Team Pizzlit. Ja. Großen Applaus. Danke an euch. Danke, dass ihr hier wart. Das war alle gegen Hamburg. Kommt gut heim. Ciao. Mega. Nee, Zug. Nee. Ja, lass doch mal von Anfang an anfangen. Das hörst du mal. Andi, wann hast du denn parat? Haben wir einen Plan? Wollt ihr noch mal? Was? Haben wir einen Plan? Wollt ihr noch mal? Sollen wir noch einmal? Oder?
nochmal. Einfach das Lied, das gleiche. Ja, wir haben ja nichts anderes vorbereitet wahrscheinlich. Wir haben kein anderes Lied. Du hast keinen anderen Song. Okay. Moment, ja. Denselben Song nochmal? Wir hätten die Lyrics nochmal da. Möchtest du nochmal spielen? Wenn, noch ihr, mal wenn ihr das möchtet, ich mach gerne noch was. Einmal. Einmal, genau. Du müsstest es nochmal. Schade. Dann einmal. Ja, ja, okay, guck uns an, wenn wir einsetzen sollen. Ich seh's dann da. Du kannst ja ansingen einfach. Okay, machen wir diesmal so? Ja. Nee, immer hoch und runter. Hoch und runter. Tanzen wie eine Boyband. Ich verstehe überhaupt nicht, wenn die ganzen rein, wenn nicht wie der Musikantenstadel rum. Ja, wenn die professionellen Sänger so richtig so springen, wie halten die denn ihre Stimme? Das geht doch gar nicht. Ich glaube, ja, das heißt, das ist Playback. Springer sein. So. Sänger. Das könnte sein. Ja. Ah, ich find, ja, so sieht der Typ schon aus. Ja, mega. Ein besonderer Dank gilt unseren Partnern, ohne die dieses Event nicht möglich gewesen wäre. Jetzt geht's gleich los, warte. Ah, guck mal, die machen das gut. Komm, bitte. Today's gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. And by now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And black people words on the streets, they lay their heart is out. Yeah. I'm sure you've heard it all before, but you're never let it out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Die Text weiß ich. Ich bin himmelblau. All the roads we have to walk are winding. Yeah. And all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Ha ha ha!